Amen, 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 Bruder. Amen. Leute. Leute spielen mit ihrer Ewigkeit, Flex. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Leute spielen wirklich mit der Ewigkeit. Das ist brutal. Und wirklich für dieses. Das Geilste ist, im Islam wird Isa ibn Maryam zurückkommen und das Kreuz brechen. Weißt du, was der Herr 700 Jahre vorher gesagt hat? Das Wort des Kreuzes ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die Richtig. Aber, die daran glauben, denen ist es eine Gotteskraft. Stark. Einfach stark. Brutal. Darin erkennen wir, dass wirklich Gott seine Worte, die kann man nicht verfälschen. Das ist schon mal Fakt. Nein, guck mal, an allererster Stelle müssen wir hier auch mal eine Frage an die Muslime stellen. Das Wort, kannst du einen Muslim hochholen? Hat jemand vielleicht... Ein Muslim? Naja. Guck mal. Oh, Aram ist hier. Aram, ich hol dich gleich hoch. Ich hol dich gleich hoch, Aram. Hab dich gerade gesehen, Aram. Aram, ich hol dich gleich hoch, ja? Kann auch Platz machen. Na, war alles gut. Ja, wenn du willst, Bruder Herz, okay. Okay, Bruder, Gott segne euch alle. Gott segne dich. Und Jesus ist auferstanden. Mach's gut. Ja, Amen. Alles klar, Bruder. Ciao. So, Mambo, erstmal Salam alaikum, bist du Muslim? Alaikum salam. Wa alaikum. Bist du Muslim? Warte nur kurz, ich muss das bohren, damit ich euer Bürgergeld finanzieren kann. Eine Sekunde. Jetzt bin ich. Ja, Mann, Bürgergeld. Du redest hier mit Leuten, die Sachen tun, wo du weit entfernt bist. Weit entfernt. Yes. Weit entfernt. Gibt's einen anderen? So. Grüß euch. Gott segne euch. Ich wäre so gerne schon bei dem vorletzten und bei dem letzten da gewesen, die immer mit ihren Kreuzzügen. Hallo Leute, wacht's doch endlich mal auf. 470 Jahre hat der Islam gewütet und hat die ganzen Christen massakriert. Und bis dann erst einmal der erste Kreuzzug befohlen wurde, hey, was ist denn los mit euch? Und außerdem waren das Rückeroberungen. Und sogar könnte ich mich sogar noch anmaßen zu sagen, die Europäer hätten dennoch nichts gemacht, wenn nicht der Islam expandiert hätte und überall Angriffe getätigt hätte. Ne? Angelo, also wacht mal auf. Angelo, was ist denn los mit euch? Angelo, wir haben einen Verstoß bekommen. Ich glaube, du fährst gerade, gell? Nein. Okay, doch, weil doch, wir haben gerade eine Meldung bekommen. Das kam von Angelo. Ich bin Beifahrer, aber okay, dann werf mich runter, Bruder, bevor du noch den Livestream zumachen. Okay. Ja, egal, ich habe ja zweites Account, der läuft ja auch noch. Das ist nicht so schlimm. Und der kurdische Demokrat, das ist ein falscher kurdischer Demokrat. Der ist garantiert gar kein Kurde. Und wenn er ein Kurde sein sollte, der sollte sich definitiv schämen. Absolut schämen. Mhm. Und jetzt eine Frage. Ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann würde er sehen können, was man auch mit den Kurden gemacht hat und woher sie kommen. Ne? Yeah. Und jetzt eine Frage an die ganzen Muslime. Leute, ich glaube, ich muss neu starten, ansonsten bin ich gesperrt, weil ich habe keinen Bock, gesperrt zu werden. Mach das, lieber Flex. Weil der Kerl ist einfach nur... Ja, wie soll ich das sagen? Er ist langweilig, ja, und die dritte Sache ist einfach nur... Er ist ein Clown, der sich die Finger lackiert. Ja, genau, und das nächste ist einfach nur, Leute, ich kann diesen Joker nicht ernst nehmen, Mann. Guckt euch den mal an, wie der aussieht, Mann, der Joker. Wie soll man so einen Menschen ernst nehmen? Wirklich, den kann man in ums Verrecken nicht ernst nehmen. Sorry, Leute. Aber wenn es jetzt jemand ist, der wirklich wie ein Löwe ist, der wirklich über mich redet und sagt, hey, du, ich will mit dir reden, dann okay. Aber doch nicht so ein Clown, Leute. Den kann ich doch ums Verrecken nicht ernst nehmen. Ne? Und plus das Gute an der ganzen Sache ist noch, der macht Werbung für mich. Das ist geil. Ne? Das ist schon mal gut. Sergio, ja, du hast jetzt ein Stummschaltpaket gebucht. Warte, 1, 2, 3 und bam, du bist weg. Mit Block sogar. Warum habe ich eigentlich wieder keine Modi-Rechte? Keine Ahnung, es sind zu viele Leute, die Modi-Rechte haben, die habe ich dann entzogen, weil ich brauche welche, die mit demselben Account drin sind. Bruder, jetzt bist du immer mit anderem Account drin. Ich komme nur mit dem hier, Profi, rein, mit Dr. Med, weil da ziehe ich Zähne. Ach so, okay. Ja, gut.
Warum hast du nicht, das ist natürlich kein Argument, Alter. Marouche ist Dinger immer da, deswegen hat der auf jeden Fall Modi-Rechte und der bleibt auch für immer und ewig Modi bei mir hier drinnen, der Marouche. Auf jeden Fall, Scheich, ich hätte ein paar, wo die Zähne gezogen werden müssten, aber es sind harte Brocken. Was meinst du? Ey, Aram, ich muss ja, mit dir privat was ganz, ganz, ganz dringend besprechen, aber ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, ich weiß schon, worum es geht und ich glaube, das wird nichts. Nein, es ist was ganz, ganz Ernstes, aber ja, egal. Wir sprechen einfach. Ist es das, was ich denke? Nein, das ist was ganz anderes. Ich habe wirklich Sachen, egal. Ja. Ja, gut, kein Problem. Schreib's mir an oder ja. Wir schreiben einfach privat, alles gut. Ja, genau. Ja. Hey, aber mir ist aufgefallen, ich bin nur umgeben von aramäischen Mafias, Alter. Was ist los, Alter? Aram, du Aramäer, alle anderen Aramäer. alles aramäische Mafia hier bei mir, Alter. Was ist los, weißt Mann? Du, lieber Flex, weißt du, einmal hat mal ein Aramäer gesagt, wir haben, sagen wir mal, aus unseren Reihen wurde dieser Islam gegründet irgendwie und aus unseren Reihen wird er auch verschwinden. Ja. Verstehst du? Hey, Leute, ganz kurz, Aram, ich will jetzt wissen, wie viele aramäische Brüder wir haben. Leute, wie viele aramäische Brüder haben wir hier? Hand hoch, Mann. Wie viele aramäische Brüder und Geschwister haben wir? Hand hoch, Leute. Aha. Aha, Shlomo. Aha. Aha. Ja? Aha, schau an. Werden langsam immer mehr, hä? Wir haben zu viele aramäische Gangs hier, Mann. Das ist gefährlich, Mann, für die Muslime. Das ist zu gefährlich, Mann. Zwei verschiedenen Versionen von Matthäus. Albanien haben wir auch. Unsere albanischen Christen haben wir auch hier. Weißt du, was ich mitbekommen habe, lieber Flex? In letzter Zeit konvertieren sehr, sehr, sehr viele Albaner zum Christentum, Gott sei Dank. Die kommen wieder zu ihrem Ursprung und das ist auch richtig so. Gott sei Dank. Ja, absolut. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich habe ja auch früher viele albanische Kumpels gehabt. Also die, ich muss sagen, stabile Leute, wirklich. Also die halten ihren Wort und das ist absolut etwas ja, Besonderes, sage ich mal so. Und findet wieder zu eurem Ursprung und das ist auch richtig und wichtig für eure Seele. Ja. Ich schaue mal ganz kurz wegen diesem Khaled ibn al-Walid, Matthäus 27,4 und was er damit meint. Weißt du das vielleicht, Flex? Lies uns vor. Ich muss auch machen. Mhm. Weil ich muss immer ein bisschen hören, damit ich sagen kann, ob ich den Vers kenne oder nicht. Ne? Also, ja. Nee, ist auch richtig so. Weil die Schriften sind riesig, da muss man wirklich viel lernen. Ist nicht immer so einfach. Also 27,4. Okay. Mhm. Lies uns das vor, Bruder. Und an die ganzen Mods, ihr könnt Beleidigungen, wenn Pharisäer beleidigen, könnt ihr sie stummen und blockieren, wie ihr wollt, ne? An die ganzen Mods, ne? Soll nur Pharisäer. Unsere Glaubensbrüder und Geschwister werden nicht gestummt. So, jetzt Aram, Bruder, jetzt. Okay. Ich habe gesündigt. Ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie antworteten, was geht das uns an? Also ich glaube, wir lesen ein bisschen mehr, weil bei uns fehlt dann da diesbezüglich der Kontext, ne? Ich fange von drei an. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie antworteten, was geht das uns an? Das ist deine Sache. Also das zu eins. Und dann gehen wir in die Apostelgeschichte 1, Vers 18. Ich lese mal wieder aus 15. In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas
über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Jetzt sah, mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück, dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. So, jetzt meint er, ich meine, was soll ich jetzt dir dazu sagen, mein Lieber? Hier in Matthäus wird besagt, dass er bereut hatte und seine Silberlinge wieder zurück den Pharisäern gegeben hat. Und hier in der Apostelgeschichte wird beschrieben, mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück, dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. Ich meine, was ist jetzt damit? Ist das ein Widerspruch oder was meinst du damit? Keine Ahnung. Was soll da bitte? Da ist kein Widerspruch. Ich höre da absolut keinen Widerspruch raus. Ich auch nicht. Ja, also ich höre da. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht mal, was ein Widerspruch ist. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Khaled ibn Walid, ich habe ja richtig gelesen. Nein, warte, Aram, er ist in der Beweispflicht. Wenn er sagt, es ist ein Widerspruch, er soll wie ein Mann hier hochkommen und uns das hier zeigen, dass es ein Widerspruch ist. Wir lesen ihm nichts vor. Er soll selber hochkommen und das beweisen, dass es einen Widerspruch gibt. Richtig. Aber, Leute, ich habe einen Widerspruch für euch. Ich habe einen Widerspruch für euch. Stimmt, ich habe es voll vergessen. Gottes Segen. Das guck war klar, dass es kommt. Gottes Segen, liebe Leute. Gottes Segen, mein Bruder. Guck mal, Leute. Nee, halt, warte, bevor wir über Widersprüche reden. Leute, wusstet ihr, dass wir Knaben im Himmelreich bekommen werden? Wir kriegen junge Knaben, die eine ausgestreute Perlen, dass die so Perlen. Leute, liest euch das mal vor. Warte, ich zeige euch das mal. Ich mache mal Kamerawechsel. Also, Leute. Hier, guck mal. Gläser aus Silber, die im echten Maß bemessen und zu trinken gegeben wird wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist. Okay? Aus einer Quelle darin, die Salzabin genannt wird. Das wird jetzt gleich noch besser. Und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Hä? Ach, zick. 1000 Knaben, die euch bedienen werden von morgen. Ihr wollt den Islam runtermachen. Mit Huris, ja, die zurückgezogen in ihren Zelten leben und euch bedienen werden. Wollt ihr den Islam runtermachen? Ja, rede, Junge, wir hören dir zu, Bruder. Hör zu, rede. Guck mal. Mit eurer Sprüche, ich denke, ihr wollt, dass der Islam... Ihr wollt... Tut den runter, der ist... Nein, alles gut, lass ihn reden, alles gut. Stummt euch mal alle kurz, ganz kurz, lass ihn reden, alles gut. Guck mal, ihr wollt den Islam runtermachen, ne? Okay. Guck mal, wie viele muslimische Leute gibt es auf der ganzen Welt, sag mir nur. Okay, weiter. Ja. Wie dieser Aram, oder keine Ahnung, wie der heißt, mit seinen Sprüchen. Guck mal. Mit seinen Sprüchen, er will den Islam runtermachen. Man sieht da sogar, das ist sehr auffällig. Ich respektiere jeden Religion. Keiner hat... Okay. Guck mal, diesen Aram, der soll auch Muslime akzeptieren. Ich akzeptiere auch seine Religion und sein Land. Okay, darf ich dir was sagen? Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Also, junger Mann, es geht nicht darum, dass wir mit dir ein Problem haben. Ich kann jetzt nicht lange mit dir reden, weil sonst werde ich gesperrt, aber ich will dir nur eine Sache sagen. Mit dir höchstpersönlich habe ich kein Problem, aber deine Quelle lehrt dich was anderem. Und ich denke, du solltest deine Quelle lesen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss dich jetzt runterziehen, weil sonst werde ich gesperrt, weil du bist zu jung, okay? So. Weil sonst sind wir raus. Ganz, deswegen, ich musste den kurz, jetzt Flex, ganz kurz rausschmeißen. So, lieber junger Mann, du warst erstens einmal zu jung, aber das macht nichts. Erstens, wir hetzen nicht gegen die Muslime, absolut nicht. Sondern der Islam ist nun mal gefährlich für jede Nation, für jede Ideologie, für jeden andersdenkenden als den Islam. Und das ist nun mal ein Fakt.
Und deswegen werden wir das hier auch repräsentieren, immer und immer und immer wieder. Und nur aus den Schriften wohlgemerkt. Wir werden nichts dazu hinzufügen. Ne? Das ist sehr wichtig. Wir holen die Schriften raus, wir zitieren daraus, wir lesen daraus und auch aus der Bibel genauso. Wir haben keine Angst davor und wir fürchten uns nicht davor und schämen uns auch nicht davor. Aber ihr schon. Ihr tut es einfach nur philosophieren und lügen. Das ist eben nicht gut. Ja. Und deswegen, wenn ihr kommt, bringt eure Quellen. Wir sind bereit, mit den Quellen zu argumentieren, nicht mehr. Aramäer, so, Anwar, grüße dich. Warum wurden 20.000 Aramäer in der Bibel hingerichtet? Weil sie nicht an Gott geglaubt haben damals. Ach, ja? Die haben gegen hat David damit gekämpft. Zu tun? Hat die haben gegen tun, David gekämpft, Krieg geführt. Du sagst, Islam ist gefährlich, ihr wurdet in der Bibel hingerichtet. Anwar, das war vor Jesus und da waren egal, Kriege. War. Die Aramäer und die Israel. Steht die Aramäer und Israel. Hör zu, du hast jetzt etwas in den Raum geschmissen. Jetzt will ich dir da antworten. Willst du es wissen oder nicht? Ist egal, was du sagst. Philosophieren zählt bei mir nicht. Philosophieren? Wieso denn? Das können wir doch aus der Schrift lesen. Die Aramäer waren ungläubig und haben Israel angegriffen. Egal, ob die ungläubig sind. Du sagst, der Islam ist gefährlich. 20.000 von euren Stamm hat man hingerichtet, einfach so. Nicht hingerichtet, das stimmt nicht. Getötet, hingerichtet, nimm's wie es ist. Nein, die wurden nicht hingerichtet, die sind getötet im Kampf. Ja, was wurden die denn? Im Kampf, die hatten keine Chance, der hat sie hinstellen lassen und dann hat er Maß genommen und so weiter. Lies das mal. Anwar, schau mal her. Diese Geschichte wirst du mir nicht beibringen können, denn ich kenne sie, Flex, okay? Flex, die Aramäer verdrehen dein Gehirn. Nein, Anwar. Ich hab mich sogar vor ein paar Tagen mit einer unserer aramäischen Brüdern getroffen. Aramäer sind korrekt, Bruder. Das kann ich dir gleich die sagen. Die tun nur so, glaub mir. Erstens, schau her, wenn du dich mit dem Islam angelegt hast, hätten die dich nicht mal mit den Arsch angeguckt. TikTok-Spiel. Anwar, das ist schon so extrem geworden, dass wenn ich irgendwo rede, dass die schon mich für einen Aramäer halten. Nee, die sagen, nein, du bist kein Türke, du bist doch der eine Aramäer, sagen die zu mir. Du hast dein Kürz sowieso an den Aramäern verkauft, sei du mal ruhig, Mann. Anwar, ich will jetzt nur pass den Flex auf. Hier ein bisschen wachrütteln, weil Flex Anwar, ist, Anwar, hör zu, Flex ist hör näher zu. Zu uns, als hör ihr zu. Überhaupt hör zu. In unsere Nähe dürft, ja. Wenn du wahrhaftig bist, okay, wirst du es zugeben, seit 1400 Jahren wütet der Islam quer durch diese Erde und islamisiert mit dem Schwert, nicht mit der Liebe. Christentum mit Liebe, ja. Natürlich. Sag das mal Südamerika und Amerika und so, ne? Ja. Zeig uns aus unserer Schrift, dass das aus der Schrift befohlen wird. Zeig mir aus der Schrift, dass das befohlen wird, dass der Islam mit Hass verbreitet und dem Schwert verbreiten werden soll. Okay. Hast du was da, lieber Flex, oder soll ich was? Oder Sheikh, hast du was der da? Der Islam schickt also Botschafter, ich bin ganz ehrlich, und wenn Botschafter also ich bin ja, werden, ist das eine Kriegserklärung. Warte kurz, Anwar, ganz kurz, Anwar. Ich habe sehr viele Quellen da, aber ich finde, wenn Anwar ich glaube dir, Flex, das ist, ich bin nicht deswegen hoch. Ich will aber, die so großkotzig tun. Nein, jetzt warte doch kurz, Anwar. Die haben den Streit zwischen Christen Anwar. Und Muslime gemacht. warte doch kurz. Warte doch kurz. Sag mal, ob du Schlachten alleine, Mann, ihr Heuchler. Guck mal, Anwar, guck mal, mit dir als Person habe ich ja gar kein Problem, null. Ne, das darfst du nicht vergessen, weil du hast damit ja nichts zu tun. Aber wenn da eine gewisse Lehre ist, wo man gewisse Sachen, sagen wir mal, lesen tut. Ganz kurz, Flex, du weißt, wenn du in die Moschee gehst, wie viele verschiedene Hautfarben dort sind. Wir essen mit unseren Brüdern, manchmal, wenn ich müde bin, lege ich meine Schulter auf meinen Bruder. Geh mal in die Moschee, du warst bestimmt noch nie in der Moschee drin, Mann. Ja, das doch, ist ganz doch, anders, ich war da ist richtige Liebe, Nächstenliebe, nicht wie in der Kirche, Jörg. Zeig mal Nächstenliebe im Koran, bitte. Ich bin gespannt mit Quelle. Nächstenliebe im Koran Bruder, ist... ich war selber Moslem. Aber Anwar, eine Sache, ganz kurz. Nicht mal vor 100 Jahren haben die Leute von euch in Amerika in den Fluss reingehalten und Krokodile. Leute, nicht dazwischen reden. Ja, Dr. Scheer. Leute, schwarze Hautfarbe in Amerika in den Fluss gehalten und Krokodile. Oder ich habe ihn nicht dazwischen geredet. Ich wollte was sagen, wo keiner geredet hat, aber der ist reingeraten.
Ey, Dr. Sheikh, du hast ein persönliches Problem. Ich habe dir gesagt, wir können das gerne aus der Welt schaffen. Ich würde erstmal gerne bitte die Quelle jetzt von Anwar sehen, von nächsten Lied im Koran, bitte. Mit Lutschern rede ich nicht. Ja. Koran, ey, Anwar, zeig mir jetzt bitte die nächsten Lied im Koran. Jetzt bedroht er mich und beleidigt mich als Lutscher. Du bist Lutscher. Okay, wir machen. Keine Haare mehr auf dem Kopf. Ja, und? Ganz gut. Mit dem Kopf gebe ich dir eine Kopfnuss und du wirst den Boden niemals verlassen. Du wirst liegen bleiben, bis... Wir machen jetzt Redezeit. Also Anwar darf zuerst reden. Wir machen Redezeit, Anwar darf zuerst reden. Das ist wie gesagt, fair. Flex, ich wollte dir nur sagen, weil diese Aramäer-Gang übernimmt gerade ganz TikTok und die können ihre Schlachten nicht selber schlagen. Die brauchen so Leute wie dich. Und für mich sind Warum das denn? Nur Heuchler. Und ja, die hetzen so. Wir hatten mit Christen hier keine großen Probleme. Wir haben debattiert, hier, dies, das. Bis diese Aramäer kamen und nur Gift zwischen uns gesät haben, ja. Ja, aber guck wenn mal. Du deine Religion hast, okay, ich habe auch meine Religion. Mhm. Aber diese Leute, die sind überall und stacheln so. Schlag mal eure Schlachten selber, ihr. Lasst mich nicht hier etwas sagen, dass mein Konto wieder gesperrt wird, Mann. Wie oft ja, aber guck mal. Eigentlich gibt es ja auch gar kein Problem, aber... Nein, oh glaub mir, die haben den Gift zwischen uns getan. Ob du willst, ob dir das passt oder nicht, Flex, ich sehe das ja auch. Du warst ein anderer vorher. Du hast dich komplett gedreht. Nicht du hast dich gedreht, diese Leute haben dich gedreht. Wenn du ein Problem hast mit dem Islam, dann ist das deine Sache, weißt du, aber nein, die sind so. Die sind so, ich sehe die überall in den Streams immer so am Sticheln, Hetzen, bla bla bla, weißt du. Die wurden aber ich bin ehrlich zu dir, ich bin aber ehrlich zu dir, ich liebe Aramäer. Und also ich kann jetzt nicht sagen, ich hasse sie, sage ich die ganze Zeit, ich liebe Aramäer. Die haben dir ein bisschen Plattform hier gegeben, aber Jani, die würden solche Leute wie du, ich schwöre dir, nicht mal mit den Arsch angucken, Mann. Nein, das stimmt nicht. Unsere schwarzen Brüder, wir essen zusammen. Ich leg mich bei denen Schulter. Der sagt noch nicht mal, tu mal bitte deinen Kopf von meinen Schultern weg, Jani. Du weißt, Freitagsgebet ist immer voll. Manchmal du bist müde. Denkst du, wir essen von einem Teller? Will ich mal sehen, dass sie das mit euch machen, Jani. Aber ich ja, weiß nicht, was du für ein Problem hast. Aber das machen wir doch. Das machen wir aber unter Christen auch. Also warum sollte das denn nicht geben? Wenn du sagst, dass ihr das unter den Christen, dann weiß ich nicht. Dann nicht, okay? Frag mal deine schwarzen Brüder, die Moslem sind. Ja. Ja. Oh je, oh je. Jetzt. Aram, Schlomo. Oh oh. Oh oh. Was machst du da jetzt, Aram? Aram, man hört dich nicht. Du bist gestummt. Du bist immer noch gestummt, Aram. Dann musst du mir mehr Zeit geben, Mensch. Ja. Jetzt, Sure 65, Vers 4, Anwar, zu deiner Information. Und diejenigen von euch Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso, wieso wird das nicht scharf, ebenso diejenigen, die noch keine Monatsblutungen haben. So, jetzt geht es. Ganz kurz, Aram, ja. Aber ich muss zu einer Sache ehrlich sein, damit das fair ist, ich bleibe jetzt einfach mal neutral, okay? Ne? Wenn Muslime reinkommen, ich bleibe jetzt einfach mal neutral und ja, jetzt gucken wir mal, ne? Weil Anwar, wie gesagt, der greift mich ja nicht an oder so, deswegen Leute, ich muss fair sein, ja? Ich sag's nochmal. Aber du musst mir jetzt ein bisschen mehr Zeit geben, du redest dazwischen und bin auch halbe Minute später rein. Schau mal du bist her, doch gerade eben erst gekommen, Aram. Ja, eben, du hast... ich hol dich auf. Ja. Anwar, schau her, gib mir noch eine Minute länger. Schau her, das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten und diejenigen, die schwanger sind, ist ihre Frist, die Geburt erst sie... Er hat sie getragen und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheit leicht machen. Gott, der Allmächtige, erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Sie beträgt 3 Monate statt 3 Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert, wie im Vers angegeben. Jetzt, Dr. Sheikh. Oh yeah, Dr. Sheikh ist an der Start. Oh. Ey, guck mal, Anwar, ich sag dir ganz offen und ehrlich, guck mal, du drohst mir, dass ich ein Lutscher wäre, was weiß ich was, und wir können das Problem aus der Welt schaffen. Glaub mir, du willst mich gar nicht treffen. Du willst es gar nicht. Du redest von Kopfnüssen. Mein Freund, dein Kopf ist auf der Höhe von meinem... Leute. Warte bitte kurz. Dein Kopf, wenn du mir einen Kopfnuss geben willst, ist auf der Höhe von meinem Allerwertesten.
Hör auf, so zu reden. Ich habe nie mit dir. Oh nein, Leute, alle beide aufhören einfach. Mein Gott, lass mich doch aussprechen. Ich habe noch nie mit dir irgendwie mit stressvoll geredet. Ich habe dich nie beleidigt. Die Beleidigungen kamen immer deinerseits. Hör einfach auf damit, so dass wenn wir uns irgendwo auf irgendwelchen Kanälen sehen, dass wir wie Menschen miteinander reden können, okay? Lass deine Ausdrücke, pack sie irgendwo hin, wo sie hingehören, aber nicht hier auf die Plattform, okay? Sei ein besseres Beispiel für deine Community. Und dann Punkt 2. Guck mal, was er versucht zu machen. Er versucht wie eine Schlange Gift zu speien zwischen den Leuten, so dass quasi Flex und die Aramäer sich streiten. Ich halte mich da raus, weil ich bin Türke. Aber ich als dritte beobachtende Partei kann das beobachten, wie er eine Schlange, dass er versucht, Gift zu speien. Du warst früher mal anders. Du warst doch früher mal ganz anders. Ey, seit Tag 1 kenne, ist er der gleiche. Seit Tag 1, wo ich Aram kenne, ist er der gleiche. Alle Christen, die wo ich hier kenne, sind da seit Tag 1 die gleichen. Sogar alle Muslime sind seit Tag 1 die gleichen, weil sie die ganze Zeit lügen. Also, hör auf mit deinen Drohungen, hör auf mit deinen Beleidigungen und was weiß ich was. Rede mit mir wie ein Mann. Wir sind hier auf eine Plattform, okay? So, dass unsere Konten nicht gesperrt werden, so, dass Flex sein Konto nicht gesperrt wird, okay? Und dann, damit hat sich's auch. Lies dir endlich deine Schriften durch und wach endlich auf. Mic drop. Oha, Mic drop, sagt er. Oha. Shake hat das Gebäude verlassen. Guck mal, Anwar. Wenn man sachlich mit Argumenten nicht weiterkommt, nicht argumentieren kann, nie auch nur ein einziges Mal, seitdem ich dich kenne, hast du irgendwie deine Kamera gewechselt und hast eine Schrift aufgemacht, eine Quelle gezeigt und uns das Gegenteil bewiesen. Wenn man so nicht weiterkommt, dann muss man natürlich so um die Ecke kommen, wie du es gerade getan hast, und ein Keil zu treiben zwischen Freunden und zwischen Verbündeten in deinem Sprachjargon oder sonst irgendwas zu bleiben, ja. Flex hat eine Überzeugung. Nicht irgendein Aramäer ist in seinen Kopf getanzt und hat gesagt, Flex, so und so und so, so und so und so, so und so und so, sondern Flex hat sich damit auseinandergesetzt, hat die Wahrheit erkannt. Wir kennen die Wahrheit als Aramäer schon sehr, sehr lange, weil wir darunter gelitten haben und als Menschen, die Verwandte und Bekannte und Vorväter und Vormütter verloren haben, berichten wir davon, wie es ist, im Islam, unter Islam zu leben als Christen, okay? Dass dir das nicht passt als Moslem, wissen wir. Die Wahrheit tut halt einfach weh. Aber wenn du redest, dann komm nicht, wie der Bruder gerade sagte, wie eine falsche Schlange mit einer falschen Zunge, sondern komm mit Quellen, die das belegen, was du sagst. Du hast von Nächstenliebe geredet, dann schlag eine Quelle bitte auf, die mir im Koran zeigt, nicht Nächstenliebe unter Muslimen, sondern Nächstenliebe unter allen Menschen auf dieser Erde. Ja, sogar deine Feindesliebe, so wie wir sie haben im Christentum. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß, dass du auch genau weißt, dass es nicht drinne steht. Als Behauptungen auf, die wirklich null Hand und Fuß haben, so wie dein Prophet Mohammed. Punkt. Okay. Ata. Hallo, Gottes Segen an alle. Also, liebe Anwar. Ich werde nicht viel dazu sagen, ich sage nur eins. Ich wünsche dir, dass das, was mit den Aramäern, die du vorhin beleidigt hast, passiert ist, auf all islamische Köpfe fällt. Auf alle. Ausnahmslos. Das wäre mein größter Wunsch und das ist mein Gebet, dass euch genau das passiert, was ihr mit den Aramäern und den Kurden gemacht habt. Einmal dazu. Stehst jedes Mal hier unten, ich vermute mal mehr wie Hauptschulabschluss ist bei dir nicht drin, wenn überhaupt, also ich vermute schon eher Sonderschule. Deswegen vermute ich auch, dass du deswegen immer ein Problem der Aufnahme hast, dass du ständig die Sprache, dass man Arabisch, während du, glaube ich, selber nicht einmal, aber da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht, ich vermute es einfach. Wer nicht deutsche Bildung hat, hat auch auf Arabisch keine Bildung. Also gehe ich mal davon aus, dass du auch da keine hast. Du kommst hier mit den dümmsten Lügen, machst dich jedes Mal lächerlich,
versuchst jedes Mal alles so zu drehen und zu wenden, während es Fakt ist, in Geschichtsbüchern drinnen steht und auch seit 2000 Jahren die Bibel erforscht wird. Es ist das meist erforschte Buch weltweit seit 2000 Jahren und keiner konnte es widerlegen. Wir haben jetzt auf Anwar gewartet, der uns sagt, dass in der Bibel schlimme Sachen drinne stehen. Lies dein Koran, 60% davon geht es um Mord. Okay, Timoko, du musst dich entstummen, Timoko. Jo, moinsen. Moinsen. Jo, alles fresh bei euch? Ja, bei dir? Jo, danke schön. Ich höre gerade, ihr habt so eine Debatte, es geht gerade um gläubig oder nicht gläubig, wa? Nein, das ist jetzt gerade keine Debatte, das ist eine ganz normale Diskussionsrunde, die wir gerade haben. Anwar ist ja nicht hierher gekommen, um eine Debatte zu führen. Also wie gesagt, der ist ja nur da, um mit uns zu reden, weil wie gesagt, es gibt mal da und da mal wieder mal ein bisschen Probleme und man versucht, die irgendwie aus der Welt zu schaffen, ne? Okay, darf ich auch was dazufügen so? Natürlich kannst du was dazufügen, sonst hätte ich dich ja nicht hochgeholt. Okay. Also erst, warte mal ganz kurz. Mhm. Okay, jetzt bin ich free. Aramäisch hat ja bei Jesus gesprochen, ne? Und ich finde da, genau was ich dazufügen will, viele reden und machen Krieg gegeneinander, obwohl es eigentlich nicht sein sollte. Für mich ist die Nächstliebe wirklich der Sinn, das Sinn oder wie man das auch bezeichnet. Und es führt nicht dazu, sich einfach unnötig zu... Es geht nicht um sich unnötig zu bekriegen, es geht darum, dass man erkennt, was die Wahrheit ist. Weil ansonsten, es geht hier um Leben und Tod. Ja, die meisten erkennen ja leider die Wahrheit ja nicht. Das ist das Problem. Deswegen gibt es ja diesen Krieg, den wir führen, diesen Seelenkrieg. Jeder will besser sein, jeder versucht man die beste Karte zu haben, quasi. Oder besser in Religion zu sein. Die Muslimen wollen versuchen, deren Religion irgendwie in Macht zu bringen. So. Und das finde ich so ein bisschen schade, weißt du? Ich finde auch toll. Oh, die Zeittimer ist abgelaufen, aber wie gesagt, ich hole euch immer wieder vor. Arta, diese extrem Islam-Hetzerin und Hasserin, die kennen wir ja schon. Charakter von einem Schweinearsch, TikTok-sportlich. Und was ihr mit den Muslimen in Irak gemacht habt, die Christen, das wissen wir, yani. Und wenn du sagst mit Kurden und Aramäer oder sowas, yani, ich weiß nicht, was du für Quellen hast, aber mit deinem Hass kommst du auch nicht weit. Und der Islam ist eine friedliche Religion, aber wenn man uns angreift, dann hat man sich mit den Falschen angelegt, ganz einfach. Und egal, wonach das jetzt aussieht, aber wir Muslimen haben Nächstenliebe, was Christen nicht haben. Bibel hat einfach Paulus gebracht und das ist seine, der Paulus hat Taube gemacht und hat alles in der Bibel so gemacht, dass es auf einmal alles lieb aussieht. Wenn wir aber Altes Testament ansehen und das wird bei Muslimen angewendet, egal wo Muslime sind, Altes Testament kommt nur zur Geltung, wenn Muslime getötet werden. Yani, da haben wir eure Liebe gesehen, yani. Und wallah, Flex, wie du auch das sehen willst, yani. Du warst vor einer Zeit ein anderer, wir haben immer gelacht, ich war immer gerne bei dir. Jetzt nicht nur, wie die dich langsam vernebeln. Nein. Nein, lass mich reden ganz kurz, Flex. Alles gut. Ich meine, du magst den Islam nicht. Ich bin der Islam, ich bin meine Religion. Ja. Aber wenn du was gegen den Islam hast oder was auch immer dir angetan wurde, ich weiß nicht, was du erlebt hast in dieser Welt. Aber Jani, was das Christentum auf dieser Welt angestellt hat, niemand wird das toppen können. Niemand. Nicht mal, wenn du alle Religionen zusammentust, die würden nicht mal 10% das machen. Okay, ich verstehe, okay. So, ich sehe das ein bisschen anders, ich sehe das in anderer Perspektive, aber ja.
Auf jeden Fall, danke schön, liebe Schwester Atta, vielen Dank, Gott segne dich. Nichtsdestotrotz, ich sage es jetzt hier noch einmal, wir haben trotzdem auch diesen Muslimen vergeben, wir Aramäer sind Christen, vergeben definitiv jedem Menschen. Anwar, du lügst hier brutal, auch hier in den Kommentaren lügst hier wahnsinnig, liebe Leute. Das ist einfach grauenhaft. Anwar, komm doch mit Quellen, komm doch mit Quellen, du kommst nie mit einer Quelle, ne? Christentum ist eben Liebe. Wir sollen unsere Feinde lieben. Was redest du da für ein Schmarrn? Also das ist ungeheuerlich. Allein hier, allein nur diese Sure, Sure 65, Vers 4, da hier, Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert, wie im Vers angegeben, Al-Baqara und auch für kleine Kinder, das sind kleine Kinder, ne? Hm. Auch die dürft ihr heiraten. Ihr könnt weiterreden, ich tue mich kurz stummen. Du kannst ruhig weitermachen, ich bin gleich wieder, ja, da. Okay. Auf jeden Fall, ihr heuchelt rum und lügt rum. Das ist eine Katastrophe ohne Gleichen. Was ist denn los mit euch? Wacht doch endlich mal auf. Und dann sagst du, der Islam ist Nächstenliebe. Also das ist ja ungeheuerlich. Hier, Sure 9, Vers 29. Was besagt ihr? Wir holen gleich einen Tafsir, oder nee, wir machen es ganz anders. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Zeit da hier. Naja. Also Sure 9, Vers 29, liebe Leute, wenn ihr etwas wissen willst über Nächstenliebe im Koran, dann könnt ihr das eingeben und darin lesen, wie viel Liebe da drin enthalten ist. Also von dem her, ich kann euch nur sagen, das sind nur Tötungsbefehle, nichts anderes. Hey yo, Dr. Sheikh wieder, Mic Drop Ende. Das ist einfach nur Quatsch, was hier erzählt wird. Bitte, tut euch endlich mal mit euren eigenen Quellen auseinandersetzen. Ich kann diese ganze Gelüge und ganze Geplappe nicht mehr hören. Ich war selber Muslim, 36 Jahre lang. Ich war länger Muslim, als die manchen wahrscheinlich alt sind allgemein. Bevor der erste Kreuzzug gestartet worden ist, gingen 538 islamische Attacken voraus. Islamische Attacken gingen voraus. Das Einzige, was die Christen falsch gemacht haben, beziehungsweise das Papsttum damals falsch gemacht hat, ist, dass die Attacken, also die Kreuzzüge, viel zu spät haben die gestartet. Viel zu spät. Die kamen 500 Jahre zu spät und das ist leider nun mal Fakt. Wären sie eher gekommen, dann hätten wir nicht dieses Chaos heute, dass der Islam so groß gewesen wäre. Dann hätten wir nicht das Chaos, dass andere Länder erobert worden wären und jetzt islamisch sind. Dann wären zum Beispiel Länder wie die Türkei niemals islamisch geworden. Ganz kurz, Leute, tut mal alle gemeinsam liken. Ich stumm jetzt die Kommentare und dann aktiviere ich sie, wenn wir bei 30.000 sind. Yes. So, dann wäre ich zum Beispiel, meine gesamte Familie, die Vorfahren meiner Familie wären dann nicht zwangsislamisiert worden und vergewaltigt und getötet worden, sondern sie wären immer noch Christen gewesen. Dann wären alle anderen Länder auch noch Christen gewesen. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel und das ist Spanien. Spanien hat sich gewehrt, aber Spanien konnte sich auch nicht jahrhundertelang wehren. Aber die wurden immer zurückgeschlagen, sind die Muslime wiedergekommen. Dieses Battle ging über 400 Jahre hinweg, bis sie es irgendwann mal einnehmen konnten, die Muslime, die Spanier sich gesammelt haben und sie rausgeschmissen haben irgendwann. Und seitdem feiern sie Reconquista. Und diese Reconquista hätte ich gerne überall gehabt. Also Anwar hat mal wieder geredet und keiner hat verstanden, was Anwar sagen wollte, weil Anwar fängt einen Satz an, bringt den nicht zu Ende, bringt ein nächstes Thema rein, mischt ein bisschen was durch wie ein Thermomix, zeigt auch wieder mal hier keine Quelle und versucht wieder mit seiner Doppelzüngigkeit den Islam voranzubringen. Guck mal, du sagst, wir wären Heuchler. Weißt du, was ein Heuchler ist? Ein Heuchler ist jemand, der selbst das und das tut, aber es bei jemand anderen bemängelt und mit dem Finger drauf zeigt. Das ist ein Heuchler. Wir kennen deine Schriften, wir kennen die Quellen, wir kennen die Hadithe und ich weiß, dass dir das wehtut, dass ein Aramäer oder ein anderer Christ, Italiener, Deutscher, Europäer, völlig egal was, woher die Nationalität ist, deinen Koran besser erklären kann, als du ihn jemals überhaupt verstanden hast. Ich bezweifle sogar, dass du überhaupt jemals die Geduld hattest, deine Schrift von Anfang bis Ende zu lesen. Wenn du es getan hast,
dann bist du ein Mensch, der Taqiya betreibt und mit dem Finger wieder auf andere Menschen zeigt. Weil was anderes machst du nämlich hier nicht. Du redest ohne Quelle, du redest ohne irgendeinen Beweis. Jedes Mal, Tag und Tag, dann kommst du rein, beleidigst die Menschen, bedrohst Menschen, drohst ihnen Schläge an. Ich habe das jetzt schon zigmal erlebt. Ich weiß, woher du kommst, ich weiß, wo du warst, ich weiß, wo du gesessen hast. Das wissen wir alle. Ich habe dir gesagt, ich werde das immer wieder mit reinbringen, wenn du Menschen bedrohst. Du bedrohst hier wieder. Das ist deine Art, das ist der Geist, das ist der Ursprung deines Denkens, deines Handels. Wir wissen, woher das kommt nochmal. Wir wissen, wo die Schriften liegen. Wir wissen, diese zu finden. Und weißt du, was das Schlimme ist für euch? Wir wissen, sie zu lesen und zu verstehen, im Gegensatz zu dir. Und das ist dein Problem, Anwar. Mach deine Augen auf. Ja, servus nochmal, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber auf jeden Fall, ich war noch nicht ganz fertig. Es ist ja, die Zeit ist ja begrenzt. Ich muss euch auch mal was erzählen über afrikanische Geschichte. Also wie viele Völker von uns einfach unnötig ermordet sind, einfach... da sind einfach welche gekommen, haben uns einfach irgendwie abgelenkt, haben unseren Urfahren unnötig massakriert. Und ich denke mal, das Glauben hängt an jedem selbst. Ne? Und im Endeffekt, jeder muss selber wissen, was gut und schlecht ist. Wer was Schlechtes macht, muss auch damit rechnen, dass irgendwann das Schlechte zu ihm wieder zurückkehrt. Und ja, das wollte ich einfach mitgeben. Ich finde es toll, dass ihr so eine Plattform macht, definitiv. Aber im Endeffekt Frieden für jeden, egal in was für eine Form. Jeder hat seine eigene Sicht der Dinge und das sollte auch so sein, weil anders wäre natürlich nicht gut und schön, weil jeder muss sich gegenseitig austauschen können, aber mit Frieden und mit Liebe, Nächstliebe. Das ist, was ich mitgeben wollte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Genießt und versucht Frieden irgendwie zu schaffen, dass die Leute, die zuhören, einfach mit Frieden leben und nicht irgendwie weiterhin immer debattieren, einfach einen gleichzeitigen Nenner finden. Okay, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung. Yo, ich bin immer mit dem gleichen Müll, was du hier ankommst und die Lüge immer von Anwar hat gespaltene Zunge, Anwar dies, das. Du willst Fakten hören? Okay, 2. Samuel 8,5, 22.000 Aramäer, David hinrichten lassen. Eure Bibel ist die gewalttätigste Buch, das es hier gegeben hat, ja? 1. Samuel 15,3, soll ich vorlesen? Darum zieht in den Kampf und schlagt Amalek. Tötet Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Wer sagt, tötet Säuglinge? Okay? Und das wird angewendet bei Muslimen und kommt mir nicht mit der Ausrede, ja, okay, Altes Testament zählt nicht. Altes Testament müsst ihr annehmen, Hebräer 10, 28. Ihr wisst das ganz genau. Soll ich noch weiter vorlesen, ja? Jesaja 13, 16. Sollen auch ihre Kinder zerschmettert werden? Ihre Häuser geplündert werden. Kinder zerschmettert, ihre Häuser geplündert werden. Wacht endlich auf, Mann, in was für eine Religion ihr seid, Mann. Heuchelt uns vor, so ein Neues Testament geht nur für Deutschland, wa? Aber wenn es geht darum, Muslime zu töten, dann kommt Altes Testament zum Vorschein. Wir haben das in Irak gesehen, wir haben das in Libyen gesehen. Und ihr raubt unsere Länder aus, ihr lebt mit unserem Geld hier. Schmeckt euch, deutsche Soldaten überall vertreten. Was machen die denn da? Kaugummi kauen oder was? Voilà, ihr seid die größten Heuchler. Und Aramäer, ihr tut immer so unschuldig, Mann. Vergiftet hier die Atmosphäre zwischen den Christen, die hier uns schon so lange mit uns leben und wir noch nie Probleme hatten. Und dann kommt ihr und wir haben die größten Probleme. Ja. Fitnessstifter. Und immer nur am Heulen. Und ihr macht überall nur Ärger und so und danach, wir sind die Opfer. So, Anwar, du bist tatsächlich der größte Heuchler und der größte Lügner, den es je geben wird. So.
Irak war christlich, Syrien war christlich, Libanon war christlich, Palästina war christlich, Türkei war christlich. Ne? Bis Mohammed erschienen ist, waren die ganzen Gegenden überwiegend christlich. So, du Heuchler, wo haben die Christen die Andersgläubigen dort geschlachtet, bis ihr da gewesen seid? Ne? Und jetzt halte ich mal fest, wie viele Christen gibt es überhaupt noch im Mittleren Osten und in den arabischen Ländern? Ne? Du Heuchler, du Lügner, du Täuscher, du bist schlimmer wie ein Satan, weißt du das? Das ist ja nicht normal, du tust alles aus dem Kontext ziehen. Ne? Dann lies ja mal richtig die Verse durch. Hier, Sure 9, Vers 29, Koran. So viel Liebe gibt es bei euch. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Also, du bist so ein Heuchler, dass, schau mal hier, in 1400 Jahren wurden wir immer wieder umgebracht und vertrieben aus unseren Ländern, ne? Im Mittleren Osten. Die einzige gute Zeit, wo wir einigermaßen frei leben durften, war die Zeit von Saddam und die Zeit von Assad. Sonst nie in unserem Leben haben wir unter 1400 Jahren unter euch einigermaßen friedlich leben können. Im Gegenteil. Moment, ich muss kurz was hinzufügen. Ich liebe aramäische Frauen. So, du kannst weiterreden. Dankeschön. auf jeden Fall, also so viel Täuschen und Lügen, das kannst nur in einem einzigen Buch geben und der heißt Koran. Du weißt nicht einmal, was Koran bedeutet, okay? Ja. Yeah. Gut, dann nutzen wir die Zeit jetzt effektiv, indem wir die Kamera anmachen. So. Keine Sorge, Flex. Du wirst nicht gesperrt oder sonstiges. Ohne Ton, ohne nichts wird es nämlich funktionieren. Ich werde euch jetzt zeigen, wie sich der Islam entwickelt hat, was davor gekommen ist. Okay? Jeder weiße Punkt ist ein neuer Krieg und jeder rote Punkt ist ein Krieg, der war und in 20 Jahre, vor 20 Jahren, okay? Los geht's. Da, ja. Bam! 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 Guck mal, was hinten mit Spanien passiert. Bam! Bam! Warte kurz, ich will kurz was erwähnen. Haben wir aramäische Frauen hier? Das ist mal ohne Spaß. Die kriegen ab jetzt alle Modis bei mir. Alle aramäische Frauen kriegen ab jetzt nur noch Modis bei mir. Bist du nicht mehr normal, Digga. Die aramäische Frauen. Guck, und jetzt zeigen wir, wo die christlichen Kreuzzüge angefangen haben, okay? Ich habe 35 Sekunden, das kriegen wir auch noch hin. Schau mal, wie groß das am Ende war. Und jetzt schau. Jetzt zeige ich dir, guck da, jetzt kommen die christlichen. Da. Zack. Im Jahr, guck mal, in welchem Jahr? Zack. Und das war's. Das war's. Ende. Und jetzt. Ende. Das war's. Das waren die Kreuzzüge, die so sehr von Muslimen erwähnt werden, dass sie rumholen. Habt ihr den Vergleich gesehen? Guck mal, Anwar. Dir den Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund zu erklären, dauert leider wirklich viel zu lange. Aber ich will dir eine Quelle zeigen vom Nächstenliebe, wo der Herr Jesus Christus persönlich das befiehlt, okay? Ihr habt aber gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, okay? Das ist der alte Bund. Jetzt kommt der neue Bund. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht nur die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Okay? Guck mal, Anwar.
Wir reden mit Quelle, wir zeigen dir, was tatsächlich Sache ist. Du zeigst dir nichts, du redest und redest und redest, bist ein kleiner Beleidigter jedes Mal, wenn man dir die Wahrheit vors Gesicht hält, wirst ausfallend, bedrohst und hast nicht mal, also guck mal, du willst über die Bibel reden, du willst über den Koran reden, du hast null Wissen über den Koran, du hast null Wissen über die Bibel, du hast null Wissen darüber, was der alte Bund ist, der neue Bund ist, wie das alte Testament für einen Christen zu verstehen ist. Und ganz kurz, Diana, kannst du eine Anfrage stellen, bitte? Kannst weiter lesen, Bruder, sorry. Du hast einfach null Ahnung, kommst hier, machst wie so ein Mix, wie ich vorhin gesagt habe, wie mit dem Thermomix und der Bruder Aki schreibt hier drinnen, knock ihn aus und dies und das und jenes. Anwar ist gar nicht fähig, mit Worten irgendwen auszunocken. Er knockt sich selber aus und das jeden Tag. So, Shalom Aleichem, alle zusammen. Gottes Segen euch und eure Familie. Also da hier Party ist, ich will auch mit feiern und es wurde überliefert, dass Ali sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sagen, am Ende der Zeit werden jungen Menschen mit törichten Gedanken erscheinen, ihr Glaube wird nicht durch ihre Kehle gehen und sie werden den Islam verlassen, wie ein Pfeil, die das Zielscheibe durchschlägt. Wenn ihr ihnen begegnet, dann tötet sie. Denn wer sie tötet, dem wird am Tag der Auferstehung eine Belohnung zuteil. Also, Anwar, du weißt, was du machen musst? Töten. Jeder Muslim, der hier ist, jeder Ex-Muslim töten, die das Land verlassen. Okay, und dann bekommen die Belohnung. Nein, das ist nicht authentisch, das ist nicht Sahih. Sahih. Alhamdulillah, Mashallah. Da, schick die mir mal Quelle. Die Quelle. Da ist die Quelle, jeder kann Screenshot machen. Also bleib so, ich screenshotte das, weil mich interessieren immer die Quellen. Okay. So, und da sehen wir Belohnung. Alhamdulillah, mit Töten. Allah gibt Belohnung zum Töten und das ist nicht nur hier, dass du Belohnung bekommst zum Töten. Da, Alhamdulillah, Pluspunkt für dich. Egal wie viel Sünde du machst, töten. Ex-Muslime töten. Danke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Genau. So, Gottes Segen euch und eurer Familie. Also, damit Anwar nicht alleine ist, egal welcher Moslem, kann auch gerne hochkommen und das Gespräch auch hier mitführen, weil es ist gerade sehr gut. Also okay. Gut, der sagt Abtrünnige, das, was heißt Flex, was heißt jemand, der den Islam verlässt oder irgendeine Religion verlässt, der wird Abtrünniger genannt, okay? Ja. 1. Makkabäer 2:23-24, da hat Matthäus einer, ein Jude, der seine Religion verlassen hat, der ist auf dem Altar gestiegen und hat den abgestochen. Tamam, bei euch wurde das durchgeführt. Ja, ich kann die Quelle nennen, eine Sekunde. 1. Makkabäer 2:23-24. Bitte durchlesen, damit dieser Lügner nicht immer sagt, ich benutze keine Quellen und ich habe den eben auch Quellen genannt, Gewalt von der Bibel, ja. Ich habe die Quelle genannt, 1. Samuel 15,3, Jesaja 13,16, Psalm 1,37, Psalm 137,9. Überall geht es um Kinder töten, Frauen töten, Babys zerschmettern. Lass mal einen richtigen Moslem hoch, bitte. Wer ist das, die Osmani 21? Lass mal Erich Witzkasten oder Omar hoch. Ja, dann sagt ihr, die sollen hochkommen. Omar hat eben Anstelle. Omar, Frieden, Bruderherz. Stell mal nochmal Anfrage. Der heißt Omar AL. Omar. Aber guck mal, wir machen die Regeln jetzt so. Bitte bringt Quellen. Ich will nur sagen, guck mal, der Ich Bin hat alle. Eben gelogen. Als Christ hat er gelogen. Ich habe Quellen genannt, ja. Eben habe ich auch Quellen genannt. Ich habe es vorgelesen. Und so ein Lügner, bitte passt auch nicht zu euch, Herrni. Ich habe Quellen genannt. Christentum ist einfach, wenn es um Töten der Muslime geht, wird Alte Testament ausgepackt und das könnt ihr nicht leugnen, Jani, bitte heuchelt nicht rum. Ja, okay, dann schick mal Frieden, bitte, schick mal Frieden, warte mal, ich schick mal kurz, wo habe ich Frieden hier drin? Erich Witzkasten, schick mal Frieden, bitte, oder sag dir mal, der soll hier reinkommen, Jani.
Barakallahu. Okay, dann soll okay, Flex, danke dir, dass du so fair bist und korrekt von dir, dass du mich auch ausreden lässt. Ja, aber das Ding ist, ich muss ja jetzt fair sein, weil das Ding ist, sonst heißt es am Ende, ich bin unfair und ja, genau. Oh. Auf jeden Fall hast du wieder gelogen, Anwar, so wie immer, denn nur durch die Lüge kommt sie überhaupt ein bisschen in eurem Leben voran. Du tust uns der Lüge bezichtigen oder dass unsere Bibel zu Gewaltaufruf fordert. Da lügst du wieder wie gedruckt. Das war erstens einmal damals zu Kriegszeiten und nicht universell. Das wird nicht universell gemeint. Das war, wie gesagt, damals zu den Kriegszeiten zu bestimmten Völkern, weil sie Gräueltaten begangen haben gegen Gott und gegen die ganze Menschlichkeit. Also hört auf zu lügen. Was ist denn das, hey? Tut sie die Schriften nicht richtig lesen? Was ist denn los? Oder seid sie total eingeschränkt? So, hier, Sure 2, Vers 216. Jetzt pass auf. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. So, und was soll das jetzt heißen, ne, Anwar? Euer ganzer Koran besteht fast aus nur Tötungsbefehlen. Und ich soll es islamisieren mit dem Schwert, die ganze Welt. Wer will denn die ganze Welt beherrschen und eine einzige Religion gründen? Ne? Soll ich dir das sagen? Es ist nur der Satan, sonst niemand. Ne? Also hört auf zu lügen und die ganze Zeit immer wieder die anderen Brüder anzugreifen. Wenn ihr Quellen habt, aber schau mal her, der liebe Sheikh hat eine super Grafik auch gezeigt. Man hat gesehen, ihr habt ja nur Verteidigungskriege begangen, nichts anderes. Plötzlich wart ihr in Spanien, in Europa. Komisch. Boah, da haben sie euch ja brutal die ganze Zeit angegriffen, ne? Wahnsinn, du. Das ist noch nicht normal. Also schämt euch, ihr Lügenbarone. Ein Wunder, dass ihr nicht alle drei Meter lange Nasen habt. Yeah. Ey, aber das mit diesen drei Meter langen Nasen, das, ich kann mich da nicht zurückhalten. Gangster. Sorry, es tut mir leid. Also ich bleibe eigentlich sehr neutral, aber deswegen Aram muss ich immer lachen. Dieser Aram ist Katastrophe, Mann. Wenn der seinen Mund aufmacht, ich muss immer lachen. Das ist schlimm. Da schreibt einer Pinocchios. Yeah. Ah. Ja. Oh, Scheiße. Oh, Pinocchio. Okay. Also, Alter, ich hörte den gesamten Allah. Das stimmt mich, ey, dieses Aram. Oder soll ich loslegen? Ich hole jetzt mal die hoch und den Omar. Soll ich loslegen? Oh, okay, gut, alles klar. Ja, natürlich, schon lange. Du warst Ding, warte, ich musste warten. Ich hörte den Gesandten Police Be Upon Him sagen, am Ende der Zeit werden junge Menschen mit törichtem Verstand auftauchen. Da kennen wir ja welche. Ihr Glaube wird ihnen nicht durch die Kehlen gehen. Oh, wen haben wir denn da? Und sie werden den Islam verlassen, wie ein Pfeil durch die Zielscheibe geht. Wenn du auf sie triffst, dann töte sie. Wenn du sie tötest, wird derjenige belohnt, der sie am Tag der Auferstehung getötet hat. Hier sagt er quasi, dass die Leute den Islam verleugnen werden. Da haben wir hier gerade jemanden, oder? Und auch hier haben wir zudem hier noch, was ich gerne zeigen möchte. Da. Guck mal, das ist der mieseste. Guck, hier werden Frauen und Kinder getötet und Mohammed sagt am Ende, dürfen wir die töten, fragen Mohammeds Gefährten. Und der sagt, sie sind von ihnen. Deswegen. Du kannst reden. Ah, ich wollte das langsam angehen. Ich will mich bei Anwar immer nicht aufregen. Guck mal, Anwar, du kommst mit einer Quelle für den alten Bund. Und das ist das, was ich gemeint habe mit alter Bund, neuer Bund. Und ich habe dir sogar gerade vorgelesen, was der Herr Jesus Christus gesagt hat, wo es heißt, nach altem Bund steht so und so, ich aber sage euch so und so. Wenn du mit einem Christen diskutierst, musst du eine für mich
eine Quelle bringen, die meinem Bund, dem neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus, die für mich bindend ist, okay? Und im Neuen Testament kannst du nicht einfach irgendwo irgendetwas finden, was sagt, dass ich jemanden töten soll, TikTok sportlich, dass ich jemanden hassen soll, TikTok sportlich oder sonst irgendetwas. Und das ist einfach, dein kleines Gehirn lässt es einfach nicht zu, so weit zu denken. Du verfängst dich selber in der Suche im Alten Testament, was der alte Bund ist, und checkst gar nicht, dass du hier mit einem Christen redest. Ich bin kein Jude, ja? TikTok sportlich, ich liebe Juden, ich habe nichts gegen Juden, okay? Aber für mich ist bindend, was der Herr Jesus Christus sagt, das habe ich dir gerade vorgelesen, und das ist für mich bindend, das entspricht ja allem, was es gibt. Liebe deinen Feind. Ich habe dich gefragt, zeig mir eine Quelle im Koran, die deine Nächstenliebe, die du ja gerade propagiert hast, beweist, sondern der Bruder wieder hat dir gezeigt, was der Koran und was die Hadithe sagen, was du mit Feinden machen sollst und Nicht-Muslimen machen sollst. Und du redest und redest und redest, suchst die Hilfe bei Aki, bei Omar, bei Friede. Bring, wen du willst. Keiner bringt irgendwie eine Schrift aus dem Neuen Testament, die das Gegenteil beweist. Und keiner bringt aus dem Koran, aus deinen Quellen, die das beweist, was du gerade hier die ganze Zeit probierst. Das probiert ihr seit Monaten, Jahren. Ihr werdet es nicht schaffen. Das ist einfach Fakt. Omar! Omar, du kannst reden! Ja, okay. So, ich hoffe, dass du mich nicht rauskickst, weil wenn du es machst, dann zeigst du deine Geschwister oder die 230 Zuschauer, dass du ein Lügner bist. Oh, daraufhin, bitte, Omar, hallo, bitte hör auf, hallo, Mann. Du siehst hallo, mich schon seit längerem streamen. Hör auf, bitte. Ich darf reden, danke. Erste Stelle an alle Geschwister, die gerade drinnen sind. Folgt dem Bruder Anwar oder dem Bruder Achi Schwitzkasten und inshallah okay, gehen wir live. Der macht die Werbung, also der nächste wieder locker. Ja, danke schön. Das heißt typisch Islam. Geht raus und die dürfen die Wahrheit nicht erfahren. Nein, geht raus. Also das geht nicht. Also ich hole ihn wieder hoch, wenn er keine Werbung macht hier, weil Werbung funktioniert so nicht. Das geht nicht. Also in dem Sinn, ich finde sehr, sehr lustig, was hier immer wieder passiert. Aber die Sache ist so. Als der Gesandte Allahs im Begriff war, seinen letzten Atemzug zu tun, zog er ein Tuch über sein Gesicht, und als er sich unwohl fühlte, entblößte er sein Gesicht und sagte in diesem Zustand: Verflucht seien die Juden und die Christen. Verfluchen können sie gut, jeder weiß, jedem Christ, jeder Atheist, jeder Mensch, der nicht Muslim ist und irgendwann einmal bei diesen Muslimen im Stream war. Wir sehen, warum sie uns verfluchen. Jesus sagt: Segne die, die euch verfluchen, betet für die. Nur Gutes, Jesus hat gesagt für uns. Aber der Prophet Mohammed hat gesagt, verflucht sind sie. Und ich kann auch andere Quellen zeigen, die ganz klar sagen, warum die Muslime uns so gerne verfluchen. Also, erst der Prophet Mohammed sagt selber, verflucht seien die Juden und die Christen. Also, wir werden verflucht, unsere Kinder, unsere Frauen, alles Mögliche. Das ist der Geist des Islam. Zu fluchen, verflucht seien die Juden und die Christen. Okay? Und ja, komm, also sollen Muslime raufkommen, also richtige Muslime. Damit wir richtige Gespräche. Ganz ehrlich, liebe Leute, ich weiß gar nicht einmal mehr, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wirklich, wirklich, Leute, tut's mal eure Schriften lesen und schaut's bitte richtig da rein. Und wo ist denn dieser, wie hat er geheißen, Anwar? Der ist wieder weg. Okay, oder der Omar. Was ist denn los mit euch? Ich tue es einfach ein paar Kapiteln aus den Kontexten ziehen in der Bibel, in der Heiligen Schrift, und das gehört sich nicht. Bleibt doch wahrhaftig. Also passt auf. Ich lese mal aus dem Johannes Kapitel 16, damit wir ein bisschen vielleicht mehr das begreifen. Ne?
So, bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Seitdem wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Und alle drängen sich danach hineinzukommen, aber eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe im Gesetz wegfällt. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Auch wer eine Frau heiratet, die von ihrem Mann aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Und ich glaube, dass euer Mohammed nicht nur einmal, nicht nur hundertmal, nicht nur tausendmal Ehebruch begangen hat und auch alle, aber komplett alle 10 Gebote total gebrochen hat. Und dann kommt hier uns her mit ein paar Versen, die wo ihr absolut aus den Kontexten ziehen tut. Ihr seid nicht wahrhaftig, ihr seid Lügner und deswegen bleibt es ja wahrscheinlich auch für immer in der Lüge, leider Gottes. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt jetzt gerettet werden, findet zum Herrn Jesus Christus, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur er, absolut, das sagt er ja klipp und klar, und auch nur er kann Sünden vergeben. Nur er kann dir das Himmelreich versprechen. Und er verspricht es auch jedem von uns, wenn wir wahrhaftig in seiner Lehre bleiben und nichts anderes. So, jetzt. Lauf, Forrest, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Also, lauf, bevor sie zu Ungläubigen werden. Baller rein, baller raus. Ja, los geht's. Guck ja, das, was ich vorhin gezeigt habe. Es wird mit der Autorität von Saad berichtet. Okay? Auf die Frage nach den Frauen und Kindern der Polytheisten, die während des nächtlichen Überfalls getötet wurden, sagte er, sie sind von ihnen. Man kann also töten, wen man will. Hauptsache, es sind keine Muslime. Okay, hier ist Forrest. Ja. Und jetzt schauen wir mal, warum es hieß des nächtlichen Angriffs. Schaut mal das an. Anas bin Malik, wann immer der Prophet mit uns auszog, gegen Allahs, gegen Nationen zu kämpfen, ohne die keines dies kann nicht bis morgen angreifen und als er verfallen sei sehen, wenn er einen ersahen, das ist falsch übersetzt, man, nee, ist gescheiter übersetzt. Anas bin Malik sagte, wann immer der Prophet mit uns ausging, um in Allahs Sache gegen jeden zu kämpfen, die Nationen, er erlaubte uns nie bis zum Morgen anzugreifen und er würde warten und sehen, wenn er Adhan hörte, er würde den Angriff verschieben. Und wenn er Adhan nicht hören würde, würde er sie angreifen. Das heißt, man wurde von Muslimen belagert. Wenn man Adhan gehört hat, dann hat man nicht angegriffen. Wenn kein Adhan zu hören war, yalla, los ging's. Also, wir haben gesehen, das Typische, was immer passiert, wenn man Quellen zeigt, standhaft bleibt und dagegen spricht, ja, mit Quellen, dann läuft der andere weg, weil ihm gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Also der Aram-Bruder, der Sheikh und ich haben Quellen gezeigt und letztendlich kommt der Bruder wieder auch noch hier rein und zeigt ihm ganz zum Schluss, wie man mit Juden und Christen umgehen soll. Und daraufhin hat er jetzt hier das Gebäude verlassen, ja, wie immer. Anwar ist wirklich jedes Mal so, es ist typisch für die Leute, die ihn jetzt das erste Mal erlebt haben, verfolgt ihn mal, folgt ihm ruhig. Guck mal, wenn er live ist, guck mal diese Verdrehung der Tatsachen, dieses Halbwissen, gefährliche Halbwissen, das er jedes Mal verbreitet, sucht wirklich seinesgleichen. Es gibt Leute wie Aki, die reden auch mit Quellen und zeigen auch diese Quellen und versuchen aber trotzdem da standhaft zu bleiben, aber kommen auch nicht dagegen an, aber die reden wenigstens noch mit Quellen. Da kann man wirklich, da hat man eine Diskussionsgrundlage. Aber bei jemandem wie Anwar, der einfach nur kommt und wirklich mit so einer falschen Zunge redet, die Tatsachen verdreht, mal ganz eben ignoriert, was 1300 Jahre lang Islam bedeutet hat, mit dem Schwert verbreitet worden ist, alle Andersgläubigen, Andersdenkenden und Leute, die sich nicht assimilieren lassen wollten, umgebracht und ermordet hat, der kommt jetzt hier hin und zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, in der Bibel steht irgendwo, dass 20.000 Aramäer ermordet worden sind. TikTok sportlich, okay? Das ist der Punkt, das ist sein Geist, ja, mit dem er jedes Mal reinkommt. Er hat noch nie irgendetwas ganz bis zum Ende gelesen, auch nicht seine eigene Religion, da bin ich fest von überzeugt.
und das ist sein Problem, ja, nicht unseres. Johannes 4, 7, 8, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Punkt. So, liebe Leute, ich werde jetzt hier aufhören damit. Auf jeden Fall, falls liebe Muslime, falls Sie mit Quellenangaben kommen könnt und sachlich diskutieren wollen tut und können tut, dann bitte immer wieder. Aber das hier finde ich einfach nicht richtig, wie ihr da hierher kommen tut, so einfach nur philosophieren und lügen tut. Das ist nicht wahrheitsgemäß und das ist einfach nicht akzeptabel. Ne? Kommt einfach mit euren Schriften darüber und wir können gerne wie Menschen, wie Brüder auch diesbezüglich diskutieren und die Wahrheit herausfinden. Wenn jemand die Wahrheit herausfinden will, der kann das absolut, aber nur das Problem ist, ihr wollt einfach gar nicht die Wahrheit herausfinden und das ist die größte Problematik eines jeden Moslems. Ne? Sucht nach der Wahrheit und dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Flex, liebe Leute, danke schön, dass ich überhaupt hier spreche und hochkommen durfte. Gott segne euch. Auf jeden Fall wollen wir nicht hetzen gegen die Muslime, sondern gegen den Islam, denn der Islam ist absolut, absolut das Gefährlichste, was die Menschheit überhaupt vorgebracht also hat. Also sollen wir gegen den Islam hetzen oder was jetzt? Gegen den Islam, was heißt hetzen? Ich meine, wir tun aus deren ihren Schriften alles benennen und sagen und nichts anderes. Ich meine, wir tun ja nichts dazu hinzufügen, wir philosophieren nicht, wir holen alles aus deren ihren Quellen. Ich meine, ja. Wenn ihr das als Hetze dann ansehen wollen tut, dann könnt ihr es auch von mir aus auch so betrachten. Das ist mir wurscht, ganz ehrlich gesagt. Warte aber mal, Aran, sagen, hörst du das? Guck mal, ich mache jetzt was und sag mir, was wonach sich das anhört. Um Gottes Willen, umblättern oder was? Keine Ahnung. Nein. Ich mach's nochmal. Guck jetzt. Warte. Das ist ein Gegenstand, okay? Jetzt. Egal. Oh my goodness. Ey, man, richtig GTA 5 hier. Okay, egal, redet weiter. Ihr könnt weiterreden. Ich hol mal den Typen rein. Moment. Oh, scheiße. Wie kommt ihr denn überhaupt drauf? Hallo Leute, das ist. Unterstellt mir das bitte nicht. So, jetzt. Darf ich gerade sagen? Akan, du kannst reden, ne? Oh. Ich glaube, Akan ist nicht da, wie es aussieht. Okay, dann muss man Akan erstmal rausschmeißen. Okay, jetzt. Hallo? Vielleicht? Ja. Xa. Yeah. Ich habe ja gehört, du warst ja damals Rapper und so. Ich bin kein Rapper. Wie bist du eigentlich zu Bodybuilding gekommen? Wie meinst du, das passt jetzt gerade nicht zum Thema. Das können wir später besprechen, gerne. Also wie, okay, aber kann ich kurz eine Frage dazu stellen? Wäre mir sehr wichtig. Wenn das zu diesem Thema passt, was wir gerade besprechen, dann ja. Welches Thema ist genau? Wir reden gerade über den Glauben zwischen Christentum und Islam gerade. Ja, Islam, auf jeden Fall die Wahrheit, hundertprozentig, weil, ich sage jetzt auch mein Argument, wie okay. Kann Gott der Bibel sich selber anbeten? Was ist das für eine Logik? Ein Chef, ja, aber nicht der Chef. Hast du es überhaupt gelesen? Hast du es überhaupt verstanden? Ja, ich habe verstanden, aber wie kann Jesus als Mensch, der selber Gott ist angeblich, zu Gott beten? Gibt keinen Sinn. Ja, aber warte mal, hast du überhaupt die Bibel gelesen? Weil du sagst Sachen, wo ich echt denke, so, okay, hast du überhaupt gelesen? Ja, habe ich. Ich glaube nicht, weil hättest du es gelesen, hättest du es verstanden. Nein, weil ohne den Heiligen Geist bei euch kann man sowieso nichts verstehen, oder?
Das ist, nein. Also kann man nicht lesen, also kann man ja lesen, wie lange man will. Okay, dann schlag mal die Verse auf und dann, wie gesagt, du bist ja in der Beweispflicht, dann zeig uns das. Ich würde gerne, dass du mir erklärst, wie kann Gott selber sich anbeten? Also was ist das für eine Logik? Weil wenn ich ein Chef bin von einer Firma, kann ich mich ja nicht selber nach Geld fragen, weil das ergibt ja keinen Sinn. Okay, und was sagt ihr denn in den Johannesvers? Ich kenne die Bibel nicht auswendig, das musst du mir zeigen, meine Zeit zu. Dann hast du es auch noch nie gelesen. Auswendig. Kennst du deine Bibel auswendig? Nein, also. Natürlich nicht, aber wer Johannes gelesen hat, der weiß eigentlich, was da drin steht. Okay, naja, wie auch immer. Joe. Du kannst reden, Joe, ne? Ach, ich wollte nur eigentlich darauf antworten, was es ist, was du vorhin gezeigt hast. Auf jeden Fall eine Halbautomatik, TikTok sportlich. Mit 14 Schuss, einem Lauf. Das wollte ich nur sagen. Hey, ich habe keine Ahnung, von was du da sprichst gerade, ne? Ha? Ich habe keine Ahnung, von was du da gerade sprichst. Was du vorhin gezeigt hast, Brudi. Oder uns anhören ließ. Aha, und wie kommst du aber drauf, dass das ist? Weil ich den, also ich kenne meine auch und die hört sich genauso an. Sorry, ne? Scheiße. Aber mal auf diesen Anwar mal zu sprechen. Also Leute, dieser Anwar, ich war ja einmal in seinem Stream, ich habe das mal dem Flex erzählt, dieser Typ ist eine falsche Ratte. Er kommt in die Streams von uns, also in die christlichen Streams, geht aber bei den Muslimen, also hier ist er ganz ruhig, bei den Muslimen sagt er, er würde jeden Christen seine Mutter auf den Kirchturm. Nein, dein Ernst jetzt? Das hast du mir doch mal erzählt, wurde gesagt, das gibt ihm keine Plattform. Echt? Ja. Oh mein Gott, Alter. Ja, guck mal, ich hab's vergessen, aber jetzt, okay, wo du sagst, das passt sogar überein, ja. Wannabe-Muslim, dessen Eltern Geschwister sind, nicht wirklich waren, also, ne, nicht wirklich ernst nehmen. Deswegen solltet ihr euch gar nicht über so Spacken Gedanken machen. Okay, krass, krass. Ja gut, wenn die Community das schon schreibt, weil viele schreiben das ja auch gerade, ne? Siehst du, Mike Boy sagt das ja auch. Ja, ja. Deswegen, macht euch... Ja, Bro. Okay, das verstehe ich. Von denen machen das privat, das ist aber so, ne? Das, was der Anwar ist da nicht der Einzige. Das ist leider schade und das ist leider traurig, aber leider, die meisten von denen beleidigen wirklich das Christentum aufs Übelste. Nicht nur das Christentum an sich, sondern auch Jesus, sondern auch den Heiligen Geist, die beleidigen alles. Und dann tun die immer hier so, als würden die so diplomatisch sein. Und das ist immer diese zwei Gesichter. Die haben nicht nur zwei Gesichter, die haben 16 Gesichter. Wenn sie bei den Buddhisten sind, reden die so. Wenn die bei den Anarchisten sind, reden sie so. Wenn sie in Deutschland sind, reden die so von unten. Na, wir wollen nichts, nein. Wenn die in irgendwelche islamische Länder sind, sagen die, ich komme aus einem scheiß Deutschland. Das ist immer so. 99 Gesichter. Anstatt 99 Namen von Allah haben die Muslime 99 Gesichter. Und ich habe ja gerade extra dieses Ding gezeigt. Diesen Hadith, der besagt, es werden Zeiten kommen, wo sich Muslime für ihre eigene Religion schämen werden und sich die. Ich habe dir gerade den Hadith gezeigt, Bruder. Ja. Das ist einer der. Ich finde, das ist einer der besten Hadithe, die wo es gibt. Dass Muslime sich wegen ihren Quellen, die sie haben, schämen werden und ihre Gesichter werden rot, wenn sie vor ihren Freunden diese erwähnen sollen. Das ist einer der besten Quellen, die wo es gibt. Alle musst du mir auf jeden Fall geben. Habe ich gerade vorgelesen, Bruder. Mach mal diese Dinge, diese Challenge-Ding hier, diese 2-Minuten-Ding weg. Wir brauchen das gar nicht mehr. Okay, dann redet weiter. Ich stumm mich kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja. Schwitzkasten, auch die Rat. Ja. Die spielen sich auf, als würden die irgendwas wissen. Bitte bring mir einen mit deinem Titel. Ein Imam oder Sheikh, irgendwas, wo es Spaß macht. Also ich muss mal jetzt die Lanze brechen für die Muslime, ja, in einem Punkt. Wir wollen ja auch fair bleiben irgendwo.
Und zwar, wenn die immer wieder behaupten, dass wir hetzen. Ja, also ich muss denen da wirklich in diesem Punkt leider recht geben. Okay, es ist tatsächlich so, dass wenn wir aus den Hadithen und aus dem Koran vorlesen, das auf eine hetzerische Art und Weise machen, da gebe ich dem Muslim wirklich recht, weil wir lesen da Hetze vor von Muslimen, die betrieben werden soll gegen Juden und Christen. Also den Punkt gebe ich allen Muslimen, dass wenn wir daraus vorlesen, wirklich eine Art Hetze betreiben, und zwar gegen Juden und Christen. Ja, weil das Einzige, was hier hetzt, liebe Muslime, sind eure Schriften gegen Andersgläubige. Da steht nicht drinne, macht mit Muslimen das und das, macht so und so mit Muslimen. Muslime sind Nijis und Wissers und ich weiß nicht, was in diesen Schriften alles noch steht. Da steht das über Christen und Juden drinne. Ihr habt tatsächlich recht, das ist Hetze. Das ist Hetze vom Allerfeinsten, vom Allerfeinsten. Und die findest du einfach nicht im Christentum, die findest du nicht in der Bibel. Und den Beweis, den möchte ich immer noch sehen. Und auch wirklich die Quelle aus dem Neuen Testament, wo Jesus gegen andere Menschen hetzt oder uns befiehlt, dass wir hetzen sollen. Also, liebe Muslime, ich gebe euch recht, das ist Hetze, wenn wir daraus vorlesen, aber Hetze in unsere Richtung. Von daher, wenn wir das aufklären, ist es eigentlich sogar noch besser, weil ihr seid betroffen davon, ihr seid involviert, ihr seid indoktriniert und ihr redet hier auch nicht die Wahrheit. Wir wissen auch, dass ihr lügen dürft. Taqiyya gilt nicht nur für Schia, weil Taqiyya steht im Koran. Ihr kommt jedes Mal hier rein, um den Islam reinzuwaschen, aber so eine dreckige Weste, manchmal, wenn eine Weste weiß ist und so verschmutzt ist, kriegt man die einfach nicht weiß, nicht mal mit Bleiche. Und das ist der Punkt. Es tut mir wirklich leid für euch. So, liebe Leute, die 2 Minuten nutze ich noch und dann höre ich auf. Also, im Großen und Ganzen ist es doch keine Hetze, es ist eine Aufklärung, denn wir lesen und zitieren nur aus euren Quellen. So, Sure 1. So. Im Namen Allahs, des Allbarmers, des Barmherzigen. So, liebe Muslime, wer spricht hier? Im Namen Allahs, des Allbarmers, des Barmherzigen. Ich dachte, hier spricht Allah. Ne? Spricht er jetzt in seinem Namen zu sich selbst? Erstens. Sure 2, Ayah 2. Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Wer spricht hier? Zu wem spricht er? Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Also, liebe Muslime, zu wem, also wer redet hier? Wer redet hier? Das ist Sure 1, Al-Fatiha. Wer betet hier zu wem? Im Namen Allahs, des Allbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg. Ich dachte, Allah spricht hier. Was ist denn los, Leute? Ne? Allein hier müsstet ihr schon stutzig werden, wer dieser Allah überhaupt ist oder was dieser Koran bedeutet. Ne? Den Weg derjenigen, den du uns erwiesen hast, nicht derjenigen, die denen Zorn erregt haben und nicht der Regehenden. Also wer spricht hier? Wer spricht hier? Wer spricht hier im Namen des Allahs? Wer? Der Koran ist doch Allahs Wort. Wer redet hier? Wer spricht zu wem? Denkt darüber nach. Ist er noch da? Hallo, hallo, hallo? Ja, aber ich wusste, dass wir noch eine Fragerunde haben. Fragerunde geht weiter. Also wie gesagt, wir haben eine ganz normale Unterhaltung und es ist schön gerade. Deswegen können wir weiter fortfahren. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin eigentlich, ja gut, was soll ich euch sagen? Was der Bruder Aram gesagt hat, ist wirklich schon sehr eindeutig. Man sollte sich echt immer Gedanken machen, wie oft wir diese Menschen hier versuchen zu erklären, was der wahre Weg ist und die das immer noch nicht so wirklich verstehen wollen. Und deshalb, man wird irgendwann mal müde, wenn man immer wieder diesen Menschen versucht, den wahren Weg zu zeigen. Deshalb habe ich so langsam auch ein bisschen aufgegeben, diesen Leuten ständig eigentlich zu erklären, was richtig, was falsch ist. Gestern habe ich das auch wieder erleben müssen, weil eine Frau ihre Emotionen nicht im Griff hatte. Deshalb. Ja, ich hoffe, die kommen irgendwann mal zur Besinnung.
Ja, Joe, stimmt. Aber also ich für meinen Teil, ich sag dir ganz ehrlich, ich werde nicht müde. Ich werde sogar eher ruhiger momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab und zu rege ich mich immer noch auf und werde lauter, aber am Anfang war ich nur laut. Das gestehe ich mir selber auch ein. Aber das Ding ist halt einfach wirklich, ich lasse mir das nicht nehmen in einem Land, wo ich eine Meinungsfreiheit habe und Gott auch dafür danke, dass es diese Meinungsfreiheit gibt in manchen Ländern. Auch wenn es manche nicht so sehen, aber trotzdem, ich kann hier sprechen, ich kann meine Meinung frei kundtun. Ich nutze das, egal wo. Ich nutze das privat, ich nutze das mit Freunden, ich nutze das tatsächlich hier auch im Internet. Alle, die denken, ich mache das nur hier, das stimmt nicht. Also ich mache das auch, ich habe auch muslimische Freunde. Mit denen diskutiere ich genauso scharf, aber am Ende des Tages verstehen wir uns trotzdem irgendwo und haben immer noch nicht miteinander gebrochen und sonstiges. Ich möchte auch nicht mit dem brechen, ja, aber ich werde niemanden heucheln, nur weil er mein Freund ist und ihm sagen, dass er da richtig liegt oder sonst irgendetwas. Also ich werde nicht müde, muss ich ganz ehrlich sagen, für die, die meine Worte gerade nicht verstanden haben, das war ein bisschen ironisch gemeint am Anfang. Natürlich ist das keine Hetze, was wir hier betreiben, aber dieser Vorwurf steht immer wieder im Raum und dann ist doch meine Frage, wenn wir aus euren Schriften vorlesen, ist es dann Hetze? Ja, meiner Meinung nach ja, aber von muslimischer Seite in Richtung der Juden und der Christen und der Andersgläubigen, da ist es tatsächlich Hetze. Aber wenn wir das vorlesen, dann ist es unser gutes Recht. Und gerade eben hier hat einer in den Kommentaren geschrieben, als der Bruder Aram aus dem Koran gelesen hat übers Handy. Also ich bezweifle erstmal ganz ehrlich, dass du überhaupt selbst einen Koran zu Hause hast, aus dem du liest. Und das sind offizielle Quellen, offizielle Seiten eurer islamischen Institutionen. Wenn da dann irgendwas falsch ist oder sonst irgendwas, dann geht euch bitte beschweren bei euren eigenen Leuten und nicht bei uns. Wir nutzen das, ihr stellt das zur Verfügung, also nutzen wir das auch. Und alles andere ist euer Problem, nicht unseres. Ja, ich möchte mich nur gerade nochmal korrigieren, also nicht müde, indem ihr den Menschen nicht den wahren Weg gerne zeigen möchte, sondern ich bin müde, mit Menschen zu diskutieren, die das einfach... Hab ich verstanden, Bruder. Ach so, nicht, dass wir das da irgendwie missverstehen. Es gibt halt solche Spezialisten wie diese Anwar und Co., die sich wirklich boykottiert hinstellen und einfach nur unnötige Fragen stellen, zeitauftreibend die Leute eigentlich hinhalten, obwohl die eigentlich gar nicht checken wollen. Sie sind einfach irgendwo in einer Position hängen geblieben, da wo Hopfen und Mais verloren ist. Und deshalb finde ich schade, wenn Aram, du und Airflex sich so bemühen, die Menschen einen wahren Weg zu zeigen, aber eigentlich gar kein Gehör bekommen. Das ist das, Joe, was ich eigentlich... Joe, guck mal, ich stelle dir eine Frage. Ne? Wenn ich jetzt etwas behaupte und jemand kommt und sagt, das ist eine Lüge, wie er es ja immer tut, dann bin ich doch, wenn ich sage, das ist eine Lüge, jemanden der Lüge bezichtige, dann komme ich doch mit dem Beweis, ich springe doch nicht zur Quelle des anderen, sondern ich komme doch mit meiner Quelle. Ich habe ihn, er kam doch und sagte, Nächstenliebe. Und ich habe dann gesagt, es gibt keine Nächstenliebe, okay? Er soll uns das bitte zeigen. Und er zeigt es einfach nicht, weil er es aus seinen Schriften nicht zeigen kann. Er kann einfach die Nächstenliebe im Koran einfach nicht zeigen, aber was er dann tut, ist immer dann behaupten, du bist ein Lügner, du bist ein Lügner, du bist ein Lügner, du bist ein Lügner. Mehr kann er nicht. Ja, deswegen, das sage ich dir doch. Das ist eine unnötige Zeit, die er verschwendet, weil dieser Mensch oder diese Menschen, es gibt gewisse Menschen, sich überhaupt gar nicht dafür interessieren. Die wollen einfach nur deine Zeit schinden, du bemühst dich, aber im Endeffekt hast du gar kein Gehör bekommen. Aber wir lassen jetzt mal die Muslime sprechen, die hier noch anwesend sind. Vielleicht haben die ja faktische Fragen und interessante Äußerungen am Ende. Gottes Segen. Gottes Segen, Joe. Und ich glaube, ich bin der einzige Muslim hier. Hallo Yusuf, wie geht's dir? Vielen Dank, danke gut. Boah, nee, nicht schon wieder. Immer wieder. Aber jemanden vielleicht rege ich auf, jemand. Aber ich versuche wirklich ruhig zu reden und nicht betroffen zu sein. Einfach, ich rede mehr vom Erlebnis, auch vom Koran auch. Aber wie gesagt, seit ich praktizierter Muslim bin, bin ich viel ruhiger und viel anders mit Mitmenschen. Der Aram hat sehr gut alles erklärt, man kann alles verstehen. Auch vor dem
Eröffnung dieser Aya oder dieser Sure. Das kann ich verstehen, was er meint, weil er hat andere Ansichten. Ich respektiere Aram wirklich sehr, sehr. Wir hatten einmal ein sehr gutes Gespräch, hat er mir ein paar Ratschläge gegeben, wo wirklich sehr gut sind. Seine Ansicht ist anders, dadurch er vielleicht nicht so überzeugt, dass er nicht überzeugt ist an dieser Richtung. Und genau, ich verstehe auch die Christen, dass die überzeugt sind für Jesus und die folgen das. Was ich darstellen möchte ist, ob ihr jetzt durch die Bücher, wo wir haben für die Hadithe, das ist zweitrangig, Nebensache für mich. Hauptsache ist Koran. Im Koran kommt ihr auch mit Ayas und so Sachen. Und die Aya nehme ich je nach Situation. Und so tue ich mich entwickle oder die Situation entschärfe oder mich schützen. Ich möchte hier nur sagen, okay, wenn ihr über Islam etwas schlecht redet oder so kommt mit dem, ist alles okay. Einfach mit bodenständig, ohne große Beleidigung. Als Moslem sollte man... An die Frauen, die Moderatoren sind, ne? Ihr habt die Macht über die Männer, nur so, ne, in den Raum stellen. Wie bitte? An die ganzen Moderatoren, ja, die Frauen hier drin, ihr habt Macht über die Männer, ihr seid in der Überzahl. Wollte ich nur mal erwähnen. Ah, okay, was anderes dann. Ja, und Yusuf, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen, bitte? Du kannst sofort weitermachen, ja. Ich will nur zum Bruder Aram sagen. Sicher. Ich glaube nicht, dass der Bruder Aram irgendeinen Punkt hier falsch versteht, weil der Bruder Aram liest original aus den Schriften vor und wir lassen auch nicht Raum zur Interpretation, sondern Aram liest auch die Tafsire dazu und das ist die Erklärung für Suren und Hadithe und da ist keine Interpretation oder ein Falschverstehen. Nur so viel dazu. Du kannst ruhig gerne jetzt weitermachen, ich wollte nur das nochmal in den Raum werfen zum Bruder Aram und dass das richtig gestellt ist. Ja. Dankeschön. Das, was er gesagt hat, ist okay. Er versteht das so. Ich verstehe es so, weil wir jede Gebet fängt mit dem an. Mit dem El-Fatiha, mit dem Eröffnung. Und wenn da etwas gesagt wird, dann tut auch der Mensch das sprechen, anbieten zu Allah. Das heißt, wenn die Eröffnung ist es, Allah sagt uns, so und so, und dann fängt es an, dass der Mensch an Allah sich gebunden hat und zum Gebet eingegangen ist. So verstehe ich. Deswegen, ich habe nicht gegen Aram. Wirklich, der ist ein super Mensch, weil wir haben so gut geredet, vielleicht 20 Minuten vor glaube letzte Woche war, oder keine Ahnung, am Wochenende, weiß ich nicht genau. Und ich kann auch nachvollziehen, wie ihr Christen das seht, weil Wenn ich die Aya nehme im Koran, nur Gott entscheidet, wer recht geleitet wird und wer nicht. Ich kann es nicht wissen, warum Gott so das entschieden hat. Ich nehme es einfach so an. Aber wenn ich denke und ich bin überzeugt, dass ich gläubiger Moslem bin, dann versuche ich mit anderen Menschen gut umzugehen. Dann nehme ich eine andere Aya, wo sagt, ich habe euch zu unterschiedliche Völker gemacht, dass ihr euch findet und dass ihr könnt euch miteinander umgehen. Dann kann ein Christ kommen und sagen, ja, aber dieser Hadith oder dieser Khalif hat das und dies. Ja, je distanzierter, je vom Zeitraum näher zu uns, zu unserer Zeit kommt, je schwächer ist der Hadith. Darf ich noch mal was sagen, Yusuf? Ja, bitte. Okay, guck mal, das, was du jetzt beschreibst, handelt davon, warum einer Moslem ist und warum einer kein Moslem ist oder warum einer Christ ist oder sonst irgendetwas, okay? Genau, ja. Das ist ja gar nicht mal so das Schlimme, okay? Darum geht es ja auch gar nicht im Kern. Es geht darum, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, ob du Moslem bist oder nicht. Es geht um die Bedeutung von bestimmten Versen, von bestimmten Hadithen, die Andersgläubigen und Nichtgläubigen, alles, was kein Moslem ist, gegenüber sehr feindlich gesinnt ist. Und es geht jetzt hier nicht darum, ob du das falsch verstehst, wir das falsch verstehen, irgendeiner das falsch interpretiert oder sonstiges, sondern eure Schriften geben her, was da steht. Das ist die Sure, das ist der Koran. Und dann gibt es Gelehrte wie Ibn Kathir
und die anderen Gelehrten, die es da alle gibt, die Tafsire dazu geschrieben haben. Und das ist die Bedeutung, wie man es verstehen soll. Also gehen wir auch da rein und lesen es. Und dann gibt es auch eigentlich normalerweise keine Missverständnisse. Für mich, wenn ich den Koran lese, ist so ziemlich vieles schon klar. Allah sagt ja selber auch im Koran, ja, dass er in einer klaren Sprache, Arabisch, herabgesandt worden ist, so dass man ihn verstehen kann. Jetzt müssen wir davon ausgehen, nicht viele Muslime, sondern 20% der Muslime sprechen nur Arabisch, also verstehen 80% der Muslime diesen Koran nicht, okay? Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist: Ich brauche keine Tafsire eigentlich, laut Allah, wenn ich der arabischen Sprache mächtig bin. Ich brauche keine Gelehrten, weil er hat ihn in klaren, deutlichen Sprache verfasst, so dass ihr ihn alle versteht, die Arabisch sprechen. Also kannst du nicht einfach herkommen und sagen, dass du das anders verstehst als ein anderer Muslim, als ein anderer, als ein anderer, als ein anderer. Sondern es ist ja eigentlich eindeutig. Jetzt braucht ihr Gelehrte und die Gelehrte sagen genau das, was wir auch widerspiegeln. Jedes und jedes Mal. Also bitte verwisch hier nicht die Tatsachen, dass irgendwer irgendwo irgendetwas falsch versteht. Ihr interpretiert das, wie es euch gerade passt. Wir tun das nicht. Wir nehmen sogar eure Gelehrten, die wir nehmen sollen, laut euren islamischen Auslegungen, ja. Und dann steht das sogar noch teilweise, muss ich dir ganz ehrlich sagen, schlimmer da, als es eigentlich im Koran dasteht. Die Tafsire verschlimmern sogar noch das Ganze. Das ist aber euer Problem und nicht unser Problem. Also wenn wir das lesen, wenn wir das dann erläutern, okay, aber das, wie ich gesagt habe, wie viel? Warte ganz kurz. Ganz kurz. Nachvollziehen, weil es ging viel zu lang jetzt. Ja, das geht mir auch zu lang. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich versuche dir das höflich zu sagen, aber deine Taqiyya geht mir auch zu lange hier schon. Also du verwischt und bringst deine eigene Interpretation hier rein, machst aus den Suren, aus den Versen, aus den Hadithen eine ganz andere Bedeutung, wie du es verstehst. Dann mach das so, dann ist das dein Islam, den du dir selber kreiert hast, aber nicht der Islam, der im Koran steht, nicht der Islam, der in den Hadithen steht. Fertig. Den Koran nehme ich so, wie es ist. Ich habe gesagt, je nach Situation nehme ich diese Eier und setze ich es um. Darfst du diese Eier nehmen, den Koran, ohne den Tafsir zu lesen? Wie bitte? Darfst du diese Eier umsetzen, ohne den Tafsir dazu gelesen zu haben? Ja, natürlich, weil weil, guck mal, Sonst wäre das ungültig eigentlich, wenn du nicht etwas nimmst vom Koran, nach Lust und Laune nimmst etwas anders. Ich nehme alles vom Koran, aber die Sache ist, die Umsetzung liegt an mir. Ja, das sage ich doch gerade, aber dann bist du doch fehlgeleitet, wenn du es falsch verstanden hast. Wenn du dann noch deine Gelehrten über Bord schmeißt, wie ein Ibn Kathir, der dir erklärt, wie du diese Eier zu verstehen hast. Ja, dann bist du doch der Fehlgeleitete laut deinem Islam. Nicht wir sagen das, das sagt der Islam. Dann, wenn du so denkst, dann bin ich der Fehlgeleitete. Ist auch gleich. Genau wie die Moslems sagen, dass die Christen fehlgeleitet sind. Ja, genau. Und ich hab jetzt zu einer zweiten Person geredet und nicht von mir, dass die Muslime sagen. Okay. Die Sache ist es so. Auch wenn du mit einem Hadith kommst, natürlich, da wird es erzählt, aber es werden nicht alle Christen oder alle Juden in dem Topf oder in dem Kategorie geschmissen. Es werden diejenigen, die die Friedenssituation gebrochen haben. Und so warst du gerade da, als der Bruder wieder den letzten Hadith, das letzte, was Mohammed aufgeschrieben hat, also was er mitgeteilt hat, in dem Hadith, dass alle Juden und Christen verflucht sind, nicht die, die irgendeinen Vertrag gebrochen haben, nicht die, die irgendwie irgendwo ein kleines Kind die Schuhe ausgezogen haben. Okay, stopp nur da, ich weiß, was du sagen willst. Guck mal, was du hier machst. Was du hier machst, ist Taqiyya. Du verweichlichst das alles. Du ziehst eine Grenze und sagst, ja, nicht alle Juden, nicht alle Christen. Doch, wir sagen dir, alle Juden und alle Christen, dein Prophet Mohammed sagt Teil, das. Ein Teil gebe ich dir hier etwas zu. Ein Teil. Es gibt im Koran, wo Allah für sich selber spricht, für andere Völker. Da habe ich nichts zu entscheiden. Da hat Allah entschieden. Aber es gibt etwas Allah, wo uns gebietet, was wir sollen machen und wann und wie. Das sind zwei Sachen.
Und das guck mal, ich habe dir doch gerade gesagt, der Bruder Wida hat einen Hadith. Ich habe ihn jetzt nicht hier, wer ihn mit aufgeschrieben hat, postet es mal bitte rein. Ich kannte den tatsächlich auch noch nicht, das gebe ich zu, den habe ich auch das erste Mal gesehen, aber er hat auch gezeigt, dass die Quelle Sahih ist, okay? Wo drinne steht, dass der Prophet Mohammed alle Juden und Christen verflucht hat. Alle Juden und Christen, nicht mit irgendeiner Ausnahme. Aber ich komme auch noch gerne mal zu deiner Ausnahme zurück, alle, die den Vertrag gebrochen haben. Von welchem Vertrag reden wir denn hier, den die Juden und die Christen gebrochen haben gegen Muslime? In Friedenszeiten. Nein, warte. Von welchem, kennst du den Vertrag, der gebrochen worden ist? Das ist der Vertrag, wo Juden und Christen als Dimmis, Menschen zweiter Klasse, degradiert wurden, eine Schutzsteuer bezahlen wollten, ein Moslem 3 Tage bei mir als Christ in meine Wohnung kommen kann oder in mein Haus, mein Essen essen darf, meine Frau TikTok sportlich benutzen darf und machen darf 3 Tage lang, was er will, bis der nächste Moslem kommt. Das alles, das steht in diesem Vertrag drinne. Und jetzt sag mir mal, lieber Yusuf, würde dir so ein Vertrag schmecken? Natürlich bricht man irgendwann mal diesen Vertrag, ja? Und dann ist man also verflucht, wenn man nicht mehr als Mensch zweiter Klasse reden will. Guck mal, deine Taqiyya funktioniert hier nicht. Du redest hier mit Menschen, die sich auskennen. Das ist euer Problem. Ihr habt eure Schriften überall über die ganze Welt verteilt. Ihr habt die online gestellt, ihr habt die übersetzt. Das ist Pakt von Omar. Genau, der Pakt von Umar, ganz genau. Ihr habt das alles übersetzt, wir können es lesen, es sind eure Übersetzungen. Aber auch wenn ihr die Übersetzungen nicht akzeptiert, wir haben arabischsprachige Christen. Das ist der Hadith, wo du suchst. Hast du den Hadith gefunden, Bruder? Das ist mir schon klar. Ob die Muslime das übersetzt haben, Yusuf, das weiß ich nicht. Dir ist gar nichts klar. Wenn dir etwas klar wäre, dann wäre dir klar, dass du hier mit Menschen redest, die sich auskennen und würdest nicht hier einfach mit deinem Euro-Shisha-Moslem, den du jetzt hier vertreten tust, oder deinem eigenen Islam oder deinem eigenen Verständnis hier das Ganze breit tun. Du redest hier mit Menschen, die sich auskennen. Kenn dich bitte ein bisschen besser in deinen Schriften aus. Komm hier hin und erzähl die Wahrheit und ich werde wahrlich mit dir diskutieren auf einer wahren Grundlage, aber nicht mit so einer Taktik, wo ich alles weichspüle. Ja, die Christen und die Juden haben Verträge gebrochen. Ich sag's nicht, dass der Islam nur friedlich ist. Ich habe nie das behauptet. Der Islam ist nur friedlich unter Muslimen und dann auch nur von einem Sunni zu einem Sunni, aber ein Sunni zu einem Schia auch wieder nicht, andersrum genauso wenig zu Aleviten, zu kurdisch stämmigen Muslimen. Also ihr seid untereinander, nur in eurer Konfession seid ihr freundlich. Wie geschweige denn, wenn ihr euch untereinander an die Kehle geht, wie geschweige denn seid ihr den Juden und Christen gegenüber, wo es noch in euren Schriften steht, dass ihr uns feindselig gegeneinander sein sollt? Okay? Also Junge oder Alte, egal was. Weißt du was? Ich sag's eins. Zum Glück sind die Muslime nicht einig. Und nur Gott weiß warum. Zum Glück weiß ich, dass der Prophet 2 schwarze Sklaven verkauft hat für einen. Zum Glück weiß ich das. Das ist ganz okay, genau. Aber ich weiß, dass er Sklaven befreit hat und der erste Muezzin war ein Schwarzer. Und ja, Muezzin aber Bilal, der als Sklave. Ja, aber guck mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, den Schwarzen habt ihr auch wieder draußen stehen lassen, damit er die ganzen Leute ruft. Ja, das ist auch wieder eine Sklavenarbeit. Warum hat er nicht einen Weißen genommen, der hingeht und die Leute ruft? Warum musste er unbedingt einen Schwarzen Muezzin schicken? Aber nicht ja? dass er der Einzige war. Ja, aber er hat damit trotzdem ein Zeichen gesetzt. Er hat wieder einmal gezeigt, dass die Schwarzen für ihn nur Laufburschen sind. Ja, was anderes wollte er damit nicht zeigen. Deine Einstellung oder deine Ansicht ist so, dann nimm das halt so. Ist mein eigentlich guck mal, meine Einstellung und meine Ansicht ist so hier. Schlussendlich. Mach mich mal ganz kurz groß, Bruder. Punisher, schlussendlich, ihr habt eure Religion, wir haben unsere Religion. Und die Zukunft wird das zeigen, oder wenn ich Aber eure Religion will ja unsere Religion nicht in Ruhe lassen, beziehungsweise uns nicht in Ruhe lassen. Es liegt in eurer Religion, liegt es, ja, dass ihr uns, sage ich mal,
eliminiert, ja? Das liegt in eurer Religion. Wir haben genug Hadithe, wo das drinne steht. Guckt doch mal, was gerade da unten Israel-Gaza passiert. Das ja. passiert nicht wegen Land, es passiert wegen religiösen Gründen, weil die Muslime sollen alle Juden ausrotten. Flexbruder, mach mich mal ganz kurz groß, damit auch hier jeder meine Ansicht über den Islam sehen kann. Ich habe dazu nämlich ein schönes Thema für heute Abend, sowieso. Wir schon. Der Westen wollte die Juden ausrotten. Flex, mach mich mal bitte groß, Bro. Es ist einfach Kolonialisierung. Weiß man, wer gemacht hat. Ja, ist egal. Aussprache, das ist nicht meine Muttersprache. Gott sei Dank. Nein, Yusuf, alles gut. Yusuf, guck dir mal dieses Bild an. Guck dir mal dieses Bild an. Das ist meine Ansicht. Das ist meine Ansicht über eure Religion. Ja? Denn bis heute habt ihr noch Kinderehe drin. Bis heute noch. Alter, das ist irgendwo in Afghanistan oder was auch immer. Nein, das ist sogar in Deutschland. Selbst in Deutschland. Es gibt genug Berichte. Selbst in Deutschland, ja, werden kleine Mädchen im Alter von 7 und 6 und 8 verheiratet, ja. Und sie wissen gar nicht, was sie da tun, die kleinen Mädchen. In Afghanistan auch, in Saudi-Arabien auch, ja. In jedem islamischen Land findest du das. Willst du mir jetzt mit solchen Sachen? Wer tut Wirtschaft bauen mit solchen Leuten? Der Westen tut das. Was denn? Der Westen tut solche Leute, wie soll ich sagen, handeln. Ja, handeln, Yusuf, aber nicht handeln. Mit den Taliban, ja? Die das produzieren, praktizieren. Man hat die Bevölkerung in Afghanistan unterstützt gegen die Taliban. Und als man abgehauen ist, hat man sofort wieder die Taliban an die Macht gelassen. Also, sorry bitte. Guck mal, das sind genau diese Sachen, ja, die ich meine. Bitte. Wenn du Deutschland und Amerika haben sich voll gestopft mit den Ressourcen. Warte mal kurz, Yusuf. Bitte bleib mal bei einem Thema, dass ich hier Dinge irgendwas zerfetzen kann. Weil ich springe von Thema zu Thema, ich kann nicht zerfetzen. Ich habe mittlerweile 100 Hadithe offen. Bitte bleib bei einem Thema, dass ich irgendwas durch Dinge filetieren kann. Guck mal, die Hadithen habe ich gesagt, je weiter entfernt sind von Zeiten vom Prophet oder von den ersten Sahaba, werden je schwächer sein. Das ist es halt. Du hast euch jetzt eingehindert. Ich weiß nicht, ihr habt 1000 Sachen geredet. Guck, ja, Bruder, ich muss los, ganz kurz. Yusuf, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, passiert nicht nochmal. Ich wollte nur mich verabschieden. Ich muss los. Ich muss mich fertig machen. Und ich wünsche euch alle Gottes Segen. Und Bruder, Flex, du hast gut gearbeitet. Sauber. Dankeschön, Sheikh. Danke auch an dich. Danke an den Punisher. Flex, danke, dass ich da sein durfte. Und Yusuf, ich wünsche dir auch Gottes Segen. Und setz dich wirklich mal ein bisschen mehr mit dieser ganzen Thematik auseinander. Und ich hoffe wirklich inständig, dass du irgendwann mal die Wahrheit findest. Wenn das die Wahrheit für dich ist, dann ist das so, aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Wahrheit ist. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir das so sage. Ich sage das respektvoll. Es ist okay, ich bin nicht gekränkt. Ich sage das respektvoll. Das ist eben nicht okay. Ich wünsche dir trotzdem noch Gottes Segen. Nein, es ist okay, dass er das so sieht. Ich bin Ahono. Danke schön. Er mag Dora. Er mag Dora. Okay, dann meinte Gottes Segen. Gottes Segen. Sheikh Bruder, er will doch authentische Hadithe, die sehr nah sind an der Sahaba und am Propheten. Ja. Öffne ihn doch mal bitte, Sunnah al-Nasai, 3221. Ich hab schon mal Schlimmeres offen. Guck mal, ich hab euch erklärt, wie ich das verstehe. Versteht ihr nicht? Könnt ihr nicht nachvollziehen, wie ich das verstehe? Yusuf, hör auf, dauernd solche Sachen zu sagen. Deine Bücher sind deine Bücher. Guck mal, ich erkläre dir jetzt kurz was, wonach du dich halten musst. Und guck mal, das ist einfach Fakten. Du musst das einhalten, was ich dir jetzt sage. Ja, wer sagt, ich muss? Guck, pass auf, du musst. Weil guck mal, es funktioniert nämlich auf diese Art und Weise. Guck mal, ich sage es immer wieder. Wenn du ein guter Jude sein möchtest, dann musst du dich an die Tora halten. Die Gesetze, wo die Tora gibt, du musst dich dran halten, wenn du ein guter Jude sein willst. Okay. Wenn du ein guter Christ sein möchtest, dann musst du dich an die Gesetze und Regeln, die Christus gegeben hat, halten, damit du auch ein guter Christ bist. Okay. Wenn du ein guter Muslim sein möchtest, dann musst du dich an das, was der Islam vorschreibt, die Gesetze und Regeln, musst du dich daran halten. Ansonsten siehst du so aus wie Flex jetzt. Flexi, du hast schöne Augen.
Aber hast du das verstanden, Yusuf? Ja, verstehst du das? Ich verstehe es, aber wie gesagt, du musst dich dran halten. Ich verstehe, ich kann nachvollziehen wirklich auch, wie die Christen warum so denken. Aber dadurch ich die Ayas vom Koran nehme und schlussendlich sage, wenn ich der, wenn ich sage, nur Gott entscheidet, wer recht geleitet wird, dann kommt ein Christ und sagt, ja, in dem Fall, im jüngsten Tag, Bruder, Yusuf, Allah, eine Frage, Yusuf, kann ich das beenden, bitte? Eine Frage, Yusuf. Bitte. Wer tut, du hast gesagt, okay. Gott tut recht leiten? Ja. Dass nur wer Gott entscheidet, wer, zum, wer recht leitet. Ja, okay, ich habe verstanden, Bruder, ich verstehe. Und wer tut Unrecht leiten? Guck mal, fangen wir doch an. Halt, sag du mir mal eine Antwort auf meine Frage endlich. Du hast gesagt, Gott tut Recht leiten. Wer tut Unrecht leiten? Gott leitet Recht, wem er will. Ja, und wer leitet Unrecht? Und wenn man eine andere Eier nimmt, ist es so. Derjenige, der Schutz bei mir sucht, der findet, der wird nicht von dem Satan Yusuf, in sich gezogen. Yusuf, der wird von Satan hingezogen. Wer leitet Recht, wer leitet Unrecht? Kannst du mir endlich mal eine Antwort darauf geben, die nicht 15 Jahre dauert? Ja, okay, ja. Nochmal. Wer leitet Recht? Meine Frage ist das. Allah, wer Allah leitet Recht. Wenn, okay. Wenn derjenige Allah... Nichts wenn, Punkt. Nicht wenn, Punkt. Allah leitet Recht, okay, Allah. Punkt. Ja. Wer leitet Unrecht? Der Satan. Satan? Der Shaitan. Vielleicht kannst du mich kurz groß machen? Das mache ich mal groß, aber das habe ich eigentlich heute Mittag schon mit Yusuf geklärt. Er weiß, wer Unrecht leitet. Weil das, ja, der träumt wieder mal. An. Wie hat die Menschheit angefangen? Die Menschheit hat angefangen. Wie hat die Menschheit angefangen, als ob du hier so Anunnaki-Anhänger wärst? Die Menschheit hat angefangen, indem Allah sie erschaffen hat. So hat die Menschheit angefangen. Allah hat Adam und Eva geschaffen. Voilà. So hat sie angefangen. Wir sind alle gleich am da, gleiche Einstellung haben. Was steht hier? Dein Allah tut Unrecht leiten. Allah recht leitet, ja. Kannst du lesen? Lies mal bitte, bitte lies mal. Du hast noch eine rote Nase. Hier, Yusuf, Sure 488. Lesen bitte, hier ist Deutsch. Scrimshop, was? Lesen. Welche war das? Hier, Sure, war immer noch, Sure 488, bitte hier les. Hier. Lesen. Lesen, wie weit? Ja. Lies. Ja, Englisch. Lesen bitte. Nein, Englisch kenne ich nicht. Englisch. Da ist Deutsch. Hier ist Deutsch. Okay. Ich lese es dir auf Deutsch. Warum seid ihr Gläubige hinsichtlich? Er soll selber lesen. Ich will, dass er selber liest. Hier in Deutsch, Yusuf, lese bitte. Das weiß ich jetzt nicht, weil welche das ist. Ich kann es. Immer noch 488. Ja, aber ich kann immer noch so 488. Gut lesen. Siehst du da oben? 488. Es ist zu kannst klein, ich kann es nicht lesen. Das ist, aber ist hier doch, ist 488. Ich kannst glaube du bitte dir, dass lesen du, hier? Dass du richtig lesen, liest. Hier lesen. Okay, warum ist du? Hier. Ja, aber ey, nur mit Aya kann man nicht diese Situation verstehen. Ach. Und jetzt, was ist jetzt? Lest du oder nicht? Ja, ich hab's gelesen, ich hab verstanden. Dann lese hier. Ich weiß, um was es geht. Aber nun mit einer Eier. Das musst du verstehen, dass man nur... Was mit für Eier, Mann! Kannst du nicht verstehen. Hast du nicht vorhin gesagt, du brauchst kein Tafsir und so, du liest einfach den Vers und den interpretierst du? Guck. Das hast du doch vorhin noch, vor 10 Minuten, als der Bruder Ich bin da war, hast du genau das gesagt. Ja. Das ist Koran. Das, was er dir zeigt, ist Koran. Ja? So, warum seid ihr Gläubige hinsichtlich der Heuchler in zwei Gruppen aufgeteilt? Während Allah ihnen erlaubt, aufgrund ihrer Missetaten zum Unglauben zurückzufallen, möchtest du diejenigen, die Allah verlassen hat, in die Irre führen, und wenn auch immer Allah in die Irre gehen lässt, für den werdet ihr niemals einen Weg finden. Boom, boom, Allah lässt in die Irre führen. Yusuf, jetzt meine Frage an dich. Ja. Wenn Allah in die Irre führt,
Was macht Iblis? Ist Iblis, ist er gerade Kuchen backen oder macht er Urlaub oder hat er Bürgergeld angemeldet? Guck mal. Was macht hier Allah in ihrer Führung? Ist Allah Teufel und Iblis ist... Es geht um den. Bei dem Eier geht es um den. Das heißt, wenn ein Mensch... Was für Eier, Mann? Wenn ein Mensch den einen anderen zwingen will oder wie soll ich sagen? Ich schwöre, ich habe mit den Typen schon gestern geredet, der ist ein falscher. Yusuf, guck mal, in diesem, richtig, Yusuf, du hast es schon richtig erkannt. In diesem Vers geht es darum, wenn ein anderer Mensch einen anderen Recht leiten möchte, geht das nicht. Ja, das heißt, wenn Allah sein Segen weg von ihm hat, dann ist er in der Irre geleitet. Nein, das heißt, Allah hat ihn in die Irre geführt. Das steht doch ganz klar da drinne. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Iblis? Hat er eine Nummer beim Arbeitsamt gezogen? Was ist mit dem? Ist er arbeitslos geworden? Was ist mit Iblis? Welchen Job hat Iblis denn noch zu tun, wenn Allah doch schon die Irreführung nimmt, in die Hand nimmt? Allah hat gesagt, derjenige, der mich nicht annimmt und mich verstoßt, da wird nicht geschützt wird vom Iblis. Fertig. Das steht ja aber nicht drin. Auzu billah, ich sage dir, Allah hat nicht ein einziges Wort bis jetzt gesagt. Dieser Koran wurde geschrieben von einem Menschen. Allah hat nicht ein Wort gesagt. Das ist der Anfang von der Menschheit, wo es entstanden ist. Boah, hey, meine Güte. Wo der Iblis versprochen hat, dass er die Menschen in Ehre leiten wird. Und Allah hat gesagt, diejenigen, die mich akzeptieren, mich bitten auf Verzeihung und zurück zu mir kommen, der wirst du keine Chance haben, sie in der Ehre zu leiten. Oder in der also Ehre, haben, oder also haben Iblis, also haben Iblis und Allah Aussage gegen Aussage gespielt, ja? Das ist der Anfang der Menschheit. Das ist der Anfang von Menschheit. Was kannst du noch von Anfang von Menschheit? Ja, natürlich, weil so und Christen und Juden akzeptieren diesen Anfang. Und wir Muslime auch gleich. Hier, lest mal das. Das ist das Gemeinsamkeit, was wir alle Menschen haben. Diejenigen, die glauben. Lesen. Ist etwas anderes. Hören zu, lesen. Es gibt niemanden unter euch, mit dem nicht eine Attach aus dem Kreis der Djinn, also Attach heißt, Attach ist angehängt, okay? Es gibt niemanden unter euch, mit dem nicht ein Djinn angehängt ist, Teufel, also verbunden wäre. Es gibt niemanden unter euch, der nicht mit einem Djinn verbunden wäre. Die Gefährten sagten, Allahs Gesandter, ist auch bei dir ein Djinn? Daraufhin sagte er, ja. Aber Allah hilft mir gegen ihn und so bin ich vor seiner Hand sicher und er befiehlt mir nichts anderes als zum Guten. Hier haben wir Mohammed, sein Djinn, der wo nur gute Sachen befiehlt, oder was? Ha? Yusuf, haben wir hier Mohammed, sein Djinn, der wo nur gute Sachen befehlen tut? A'udhu billah. Ah. Allah. Ja, das ist jetzt Bum Bum, gell? Bum Bum, Aziz. Leute! Was geht ab? Flex, Bro, wie lange streamst du noch? Ich kann noch mehr zeigen. Ich streame noch 10 Minuten und dann muss ich kurz was essen, weil ich habe mega Hunger. Ja, okay, also ich mach danach auf jeden Fall einen Stream auf. Mein Thema ist heute Aisha und Fatima und Pedo Mohammed. Ja, das wird heute mein Thema sein. Ich werde heute alles entlarven über den. Ja, ein Moslem hat mich heute Morgen leider dazu gebracht, dass ich so böse schießen muss. Und Sheikh, ich würde es begrüßen, wenn du natürlich auch kommst. Ich habe ein paar schöne Sachen vorbereitet. Ich habe richtig schlimme Sachen vorbereitet. Ja? Schau mal hier. Allah hat eine Gebärmutter.
Die Kirchen. Schau mal hier, Allah hat eine Gebärmutter, Bruder. Warte, Bruder, hör mal, was er sagt, hör mal. Okay, Yusuf, ganz kurz, bevor du weiterredest, du kannst sofort weiterreden. Von welcher Kirche redest du? Diese, wo du den Boden gemacht hast und auf den Knien den Herr Jesus Christus angebetet hast? Redest du von dieser Kirche? Siehst du, wie du da kommst? Das heißt, sag doch, von welcher Kirche redest du? Du hast es doch heute Morgen selber gesagt. Ja, ich gebe das zu. Zu verstecken. So, habt ihr das gehört, Leute? Habt ihr gehört? Er war in der Kirche auf die Knie. Er ist in der Kirche gewesen und wurde in die Knie gezwungen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört, Leute? Wer zwingt mich in die Knie? Flex, lest mal bitte den Hadith. Guck mal, den Hadith an. In die Knie gehen. Aber Yusuf. Hör mal zu und erklär mir das, Yusuf. Guck mal hier. Der ja, Gesandte Allahs, erklär mir das, okay? Deine der Jeans kommen aus, sagte, Yusuf, deine Jeans tanzen, warte ganz kurz. Endlich, mein letzter Wort. Yusuf, ich hab meine Religion, schlussendlich. Deine Jeans kommen raus, Yusuf. Wenn dazu kommt etwas Auge um Auge, das akzeptiere ich auch. Aber ich werde den Hadith schon. Ich kenne den Hadith schon. Den habe ich sogar offen. Ich kenne den Hadith. Der Stream gestern war 10 von 10. Auf jeden Fall. Jetzt Flex in der Haus. Aber heute habe ich nochmal etwas gefunden. Wirklich, Leute. Ich habe jetzt einen draufgelegt in den Hadith. Leute, ich werde das erst leaken, wenn wir hier sehr viele Likes haben, Leute. Gottes Segen, Irinka. Gottes Segen. Leute, ich habe einen Vers für euch. Ihr glaubt mir, ihr schießt euch weg, Leute. Ihr schießt euch weg. Ich habe was für euch, ihr schießt euch weg. Gottes Segen, Bruder. Danke für deine tolle Arbeit. Kein Problem, Bruderherz. Yes. Flex is back in the house, man. Flex is back in the house. Leute, ich habe ein Hadith für euch. Ich habe ein Hadith für euch. Und wenn ihr das lesen tut, ihr schießt euch wirklich alle weg. Aber ich warte, bis es erstmal hier ein bisschen voller wird. This is going to be insane. Ich fange aber ganz langsam an und dann hau ich diesen Hadith raus. Den King jemand? Muss auf jeden Fall mein, okay. Flex, neuer Hadith über Schwarze magst du haben. Ich habe was viel Besseres gefunden. Weil, wie gesagt, ich schaue mir immer diese Hadiths ganz genau an und ich habe da was gefunden. So, Gottes Segen, Bruderherz, Gottes Segen, Bruderherz. Ich kann aber auch schon jetzt damit anfangen gleich, aber ich warte jetzt erstmal. So, ich hoffe, euch geht's allen gut, Leute, ne? So, warten wir mal ein bisschen. Aber ich kann euch damit schon mal unterhalten ein bisschen. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt ein Hadith, ja. Da geht es um den hier, ja. Um den hier. Oh Mann, ey, das ist pure Comedy. Also vor allem, ich weiß nicht, was dieser Sahih sich dabei gedacht hat, diese Sachen sich aufzuschreiben. Meint der das ernst mit Israel? Also Aylin Fetai, wie soll ich das denn verstehen? Soll ich jetzt Israel hassen oder wie? Also jetzt im Ernst, was habt ihr alle gegen den Juden? Ey, jetzt mal im Ernst, was habt ihr alle gegen Israel eigentlich? Also ich komme nicht drauf klar, ey. Also jetzt mal im Ernst. Seid ihr alle so gegen Israel? Boah, Alter, das ist ja schlimm. Das ist ja schrecklich. Schreib auf, bitte lese später sein. Mhm. Tu das gleich mal screenshotten. So, jetzt warten wir mal ein bisschen. Hau langsam raus. Okay, Leute. Ich blende das jetzt ein, Leute. Haltet euch ganz fest. Ja. Haltet euch ganz fest. Ich werde jetzt diesen Hadith raushauen. Leute, aber Leute,
kriegt keinen Schock, wenn ich euch das zeige, okay? Weil das wird ein kompletter Knockout sein. Ich zeige euch diesen Hadith, aber Leute... Leute, wenn ich jetzt gerade ein bisschen lagge, dann muss ich nochmal neu starten. Hängt etwas, okay. Komischer, okay. Nein, Gottes Segen. Hängt nicht. Gottes Segen, Bruder. Ich glaube, ich muss neu starten. Ich hänge. Nein, warte zwei, drei Minuten. Wir gucken mal. Das hängt bei mir auch ab und zu. Das ist normal. Das ist der Server, wenn zu viele online sind. Okay. Abwarten. Wenn es nicht besser wird in 3, 4, 5 Minuten, dann hast du recht. Dann kannst du komplett... geht wieder. Okay, ja, Leute, geht's wieder? Flex hängt nicht mehr. Hängt nicht mehr. Nein. Okay, ist super. Alle Daumen hoch, wenn es passt. Alle Daumen hoch. Ab und zu hängt es. Okay. Oder mach vorsichtig, aber bevor die armen Leute hier liken, starte lieber neu, weil es hängt jetzt wieder. Warte kurz noch. 30 Sekunden, wenn es wieder anfängt, dann kannst du neu starten. Am besten ganz die App schließen und dann nochmal neu starten. Aber warte kurz, so 1, 2 Minuten. Ja. Ja, wenn es nicht allerdings... Geht besser. Okay, es geht wieder. Also Leute, ich lese euch was vor. Haltet euch ganz fest, Leute. Ich zeige euch was, aber bitte kriegt keinen Schock des Lebens, okay? Ich zeige euch das einfach. Moment, Leute. Ich zeige euch das jetzt. Also, schaut mal. Das ist ein Hassan, okay? Hassan ist sehr, sehr gut, ja? Sunan ibn Majah 480. Leute, schreibt euch das auf. The Messenger of Allah said, if any one of you touches his, then he has to perform ablution. Er muss eine Waschung vollziehen. Also, wenn jemand sein Ding anfassen möchte, der muss sich erst davor waschen. The Messenger of Allah said, if any one of you touches his... Leute, habe ich richtig gelesen oder falsch? Oder ich sag dir eins, hol dir einfach das Buch hier, das, was ich habe, was ich gestern den Kollegen gezeigt habe, Allahs Täuschung, da hast du die ganzen Dinger drin. Ja. Ich zeig dir das Wort. Ey, aber warum schreibt man das überhaupt? Überleg mal, der sagt ja selber, the Messenger of Allah, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, if anyone of you touches his, perform ablution. Ey, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Wirklich. Nein, Mann, das ist zu viel. Oder da gibt's noch andere Hadithe, zum Beispiel. Moses und die Propheten Allahs haben die besten Genitalien. Da gibt's auch so ein Hadith darüber. Ey, aber lass uns mal ehrlich drüber reden. Also erstens, ein Prophet, der so eine Aussage trifft, ja, auch wenn ich drüber lache, ich sag euch ganz ehrlich, ein Prophet, der so eine Aussage tätigt, das kann nicht von Gott kommen. Was sagst du dazu, Holi? Bruder, eindeutig, sobald du damit anfängst, wollen die Muslime nicht darüber reden. Ich war ja gerade bei Liebe zur Hadith, Hamdi und so weiter, die haben gesagt, komm hoch. Also die Zuschauer unten haben gesagt, hey, geh doch hoch. Ich so, wenn ich hochgehe, dann nehme ich sie auseinander, ich gehe nicht einfach so hoch. Kaum die Aussage getroffen, auseinandernehmen, haben die mich gestummt, war wieder mal klar. Damit ich nicht sage, holt mich hoch oder so, sondern die haben mich einfach weggestummt. Ja. Katastrophe. Ja, da haben sie, guck mal, jetzt erkläre ich es mal kurz den Zuschauern. Da haben sie über die Kinder Ehe Mohammeds gesprochen. Sura 65. Ja, oder? Ja, you hear me? Chat. Dann haben die gesagt, ja, aber früher war das ja anders. Okay. Wir sagen, es war anders, stimmt, aber es ist Sunnah, das ist der Unterschied. Das heißt, es ist Pflicht, jede Person, die dem Propheten folgt. Und das ist der Unterschied, und das checken die nicht. Die reden sich immer wieder raus. Die schämen sich für ihre Schriften. Ja. Deswegen reden sie so. Hey, Dinger Holi, wir haben ein 2 gegen 2. Wir haben ein 2 gegen 2. Da kommt jemand, der will auch ein 2 gegen 2. Yalla. Oder ich habe hab keine Gegner. Yeah, what's going on? Yeah, I can only speak English. So, ich f*** deine Mutter, Sohn. Ich f*** deine Arschloch. Ah, er tut gerade seine eigene Mutter. Okay, erzähl mal weiter von deiner Mutter. Du
mit dem Puff? Ah, okay. Ich schick deine Mutter. Du hast deine eigene Mutter. Okay, erzähl nicht zu viel, weil wir wissen jetzt... Ich schick deine Mutter. Ah, der Wait, warte, stumm dich, Bruder. Alles gut, lass ihn reden. Ja, ja, lass ihn reden. Erzähl deine Mutter, du. Ich will noch mehr hören. Erzähl mal, was hast du noch gemacht, außer deine eigene Mutter? Ich schick deine Mutter, du. Ah, du hast deine eigene Mutter, okay. Arschloch. Deine Mama. Ja, okay, interessant. Das ist deine Mutter. Wein lauter. Wein lauter, es tut weh, ich weiß, dass es gerade wein lauter. Bitte eine Runde mitleiden. Ich fick deine Mutter. Ah, ja, du hast deine Mutter? Okay. Was hast du noch? Deine Mutter, du Hose. Ach, das ist Sunna, was du machst. Normal, ja, normal. Der tut gerade seine eigene Mutter. Okay, erzähl weiter. Wir wollen dir zuhören. Was hast du noch gemacht? Your Mohammed said touch his penis. Deine Mutter, yalla. Go to your Mohammed. Okay. Komm mit dem Schlauchboot in Deutschland und schon lernt er ein bisschen Deutsch. Ein Schlauchboot. Ja, ein bisschen Deutsch gelernt. Hörst du mich? Der war bestimmt in der Schule, die haben mir nur diese Wörter beigebracht. Hört ihr mich? Hey, ganz kurz, Moyoto. Aber habt ihr gesehen, die Wahrheit tut einfach weh. Das geht schon tief ins Herz. Tut schon weh. Ich verstehe, was du meinst. Jetzt hast du irgendwelche Fragen, die du stellen willst? Dann werde ich gerne Fragen stellen. Was bist du überhaupt? Naja, ich bin Muslim. Du musst ihn fragen, Flex. Welche Rechtsschule ist er? Ist er Moslem? Ist er Christ? Ich bin Muslim. Okay, Rechtsschule? Nein, keine Rechtsschule, nichts. Also du bist in keiner Rechtsschule? Nein. Das heißt, du bist einfach ein Muslim? Ohne ich bin ein Muslim, ja. Ja, ich bete fünfmal am Tag, ich weiß den Islam. Okay, dann bist du Sunnite. Fünfmal am Tag, wir nehmen dich als Sunniten ernst, gut. Kannst du, habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr erstmal stellen wollt, dann würde ich auch gerne fragen. Ich hätte ein paar Fragen, ja. Okay, klar. Also, okay, ich will erste... Nur kurz, wir wollen jetzt... Ja. Wir sind 2, 3, 4 Erwachsene, die stehen. Wir wollen jetzt alles mit Respekt Fragen stellen und beantworten können, ne? Also, erzähl, bitte. Okay, aber du bist jetzt nicht so ein Moslem, der danach hinterher am Ende dann beleidigt, nein, 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 oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich hab kein Problem damit, weil für mich ist es eigentlich eher, ich hab Respekt an Christen und ich kenne auch viele, die vom Christentum zum Islam gegangen ist oder vom Islam zum Christen, also ist ja kein Ding. Es juckt mich gar nicht, was sie da machen. Ja. Erstmal Jules, wie geht's dir? Jules, are you there? Hi, ja, mir geht's gut und dir, Gottes Segen an alle. Gottes Segen. Moyoto, das ist eine ernste Frage, die ich dir stellen möchte. Okay, klar. Eine ernste Frage. Das ist auch kein Spaß. Mhm. Ist die Moschee für dich ein heiliger Ort? Die Moschee ist kein heiliger Ort. Ist kein heiliger Ort? Nee, eine Moschee ist ein Platz für gemeinsamen Gebet. Okay, also es ist kein heiliger Ort mehr. Nein, nur der Mekka ist ein heiliger Ort für uns Muslimen. Ja. Okay, das heißt also, ich könnte, wenn ich will, das ist aber eine ernste Frage, in der Moschee 72 Frauen dahin bringen und quasi mit denen Bunga-Bunga machen. Nein, als würdest du in Saudi-Arabien mit diesen Sachen dahin machen, ist... Es hat mit Dings nichts zu tun, mit heiliger Ort oder was auch immer. Es hat mit den Sachen zu tun, wem das gehört, in der er das ungern haben will. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Okay, also okay. Dürfte ich da einfach 3, 4 Frauen reinbringen in die Moschee und mit denen zusammen einfach da sein? Nein. Frauen dürfen. Das darf. Frauen haben ihren eigenen Platz in der Moschee, genauso wie die Männer. Und die Frauen machen ihr Gebet, genau wie die Männer, aus Respekt-Sache, ne? Keiner geht ja dahin. Okay. Stehst du aus Religion? Das ist genauso, als würde in die Kirche reingehen oder sowas machen, ja? Okay. Das heißt also, rein theoretisch, ich nehme den Mekka zum Beispiel als Vergleich. Dürfte ich mit einer Frau in der Mekka aus Versehen, sagen wir mal, Geschlechtsverkehr haben? Aus Versehen? Geschlechtsverkehr? Ja. Also es rutscht ein aus und das passiert halt einfach. Kannst machen, was du willst. Ist ja dein Ding. Aber was daraus enden wird, ist
Kann ich nicht weitererzählen, ne? Ich weiß ja gar nicht. Kannst du nicht weitererzählen, okay. Aber warum darf man dann in Gottes Präsenz im Himmel in Gender 72 Jungfrauen Bunga Bunga machen mit schwellenden Brüsten? Das verstehe ich nicht. Wo ist der Sinn dahinter? Wo hast du das hin? Wenn man das in der, wenn man das in der Kaaba, wenn man das in der Kaaba nicht machen darf, warum darf man das dann im Himmelreich vor dem Heiligen Vater? Warum dürfen wir dort 72 Jungfrauen Bunga Bunga machen? In den Himmelreich kannst du alles machen, was du willst. Es ist den Himmel, dein, wie sagt man das? Du hast es ja dir verdient, machen, was du willst. Weißt du überhaupt nicht, wie du mit 72 kommst? Du kannst auch 100 machen, 150, 200. Hast du den Koran überhaupt gelesen? Du willst mir erzählen, dass im Koran steht, der multipliziert schon seine Frauen in den Himmel ficken? Glaubst du mir das nicht? Nein, auf jeden Fall nicht. Nein! Holi, ich mach dich groß, bitte blende das ein, bitte, okay. Holi. Bitte, ich flehe dich an. Ich mach dich groß. Was soll ich einblenden? Die 72 Jungfrauen im Koran. Ey, das wird immer besser hier, ey. Ich sag's dir. Was ist mit der langen Palme, die die bekommen? Das kommt auch noch. Warte, Bruder, lass mich nur das mit der Palme einblenden. Das reicht dem völlig aus, dann ist er schon weg. Also. Warte ganz kurz. Alles gut, Moyoto. Wir wollen dir einfach nur die Augen öffnen. Deswegen nimm's nicht persönlich. Nein, alles gut. Nimm mal Zeit. Aber im Ernst. Glaubst du daran, dass du 72, Moyoto, glaubst du daran, dass du 72 Jungfrauen im Himmel bekommst, also mit einem gesunden Menschenverstand? Im Himmel, wie ich das weiß, im Himmel bekommst du alles. Alles, was du willst. Alles. Glaubst du auch daran, dass wir junge Knaben im Himmelreich bekommen? Was heißt junge Knaben? Knaben, kleine Jungen mit schön bestückten Perlen. Nein. Bist du ganz sicher? Wie ich schon gesagt habe, du kannst einfach alles bekommen, was du willst. Ist ja ein Himmel. Okay, ja. Also ich werde dir auch zeigen, dass wir Knaben bekommen im Himmelreich. Laut Koran kriegen wir Knaben mit schönen Perlen. Okay. Aber wie gesagt, wir zeigen dir das jetzt. Ist das jetzt im Koran oder wo ist das jetzt? Koran, wir zeigen dir das im Koran. Alles gut. Das ist ja die Koransure hier. Genau. 23, Vers 5 bis 7. Sie sind diejenigen, die ihre Genitalien vor anderen in Zaun halten, außer bei ihren Gattin und Sklavin, die ihnen gehören. Wer auch immer ihr gegen diese Ausnahmen verstößt, ist gegen Allah. So, ein Penis einer langlosen Palme gleicht. Oder was sind das für Quellen, Mann? Ich kann nicht mehr. Guck mal hier. Guck mal, was da hier steht. Sex mit ihren Schwestern, Großmüttern, Tanten, Cousinen. Gott. Guck mal hier. Sämtliche Frauen aus den Familien. Allah. Mit Ausnahme seiner Mutter und seiner Töchter zu haben. So, und dann. Was für ein Buch heißt das? Kannst du mir zeigen, was das Buch heißt? Oder das sind Quellen. Ein Buch, da sind alle Quellen drin, was du wissen willst. Guck mal, hier ist ein Inhaltsverzeichnis. Wenn du nicht so belesen bist im Koran, dann kaufst du dieses Buch. So, und dann vergleichst du alle Quellen. Und das ist ein Buch, die das übersetzt, oder was? Nein, das ist ein Buch, wo dir alle Quellen zeigt. Okay. Guck mal hier, das ist Christian Prince sein Buch. Der hat alles schon gemacht. Für Muslime, also der kann Bock haben zu lesen. Es gab doch da eine Christen, der ein Anti-Koran-Buch geschrieben hat, der aber Muslim geworden ist, oder? Nein, habe ich noch nie gehört. Doch, der ist auch berühmt geworden. Ganz berühmt sogar. Der Rede von Christian Prince. Warte. Also ihr will wissen, wie das Buch heißt. Kein Problem, ich blende es euch kurz ein. Wenn dann FlexiCam braucht, einfach mich hier kleiner machen. Ich blende es euch so lange ein. So. So heißt das Buch Allahs Täuschung. Warum heißt es Allahs Täuschung? Weil Allah die Kreuzigung vorgetäuscht hat. Es steht ja auch so drin, als hier Isa gekreuzigt werden sollte, heißt es ja, es erschien ihn nur so. Er wurde nicht gekreuzigt. Richtig? Moyudo, du musst doch die Kreuzigung wissen, wenn du Muslim bist. Erzähl, warte, ich habe nicht zugehört. Isa wurde ja nicht gekreuzigt im Islam. Und deswegen heißt das Buch Allahs Täuschung. Und da erklärt er dir, wer der Gekreuzigte war, also wer anstatt der Isa gekreuzigt wurde.
und wieso er gekreuzigt wurde. Mhm. Und was steht im Buch? Also wem? Wer das gewesen war? Sarjes. Das war einer der Jünger. Der so aussieht wie er. Genau, der hat ihn verwandelt wie er. Mhm. Da steht genau drin, wie das abgelaufen ist. Das ist ja vom Arabischen ins Deutsche übersetzt. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das im Islam so drin steht. Weil du brauchst ja Tafsire und so weiter. Das ist alles auch mit Tafsire drin. Du musst nicht extra ein Tafsir lesen, das ist schon mit drin in ein Tafsir. Okay. Mhm. Also guck mal, Moyoto, ich will dir noch einen anderen Vers zeigen, okay? Und dann reden wir über die Knaben, okay? Aber ich will, okay. ich will dir was zeigen. Ist das der eine, der Wünsche, was du machen musst? Also guck mal, wir haben einen Hassan. Hassan ist ja authentisch, das wissen wir ja. Entschuldigung, Sunan ibn Majah. Warte kurz, bevor ich will erstmal deinen Namen kennen, so dass ich dich ansprechen kann. Wie heißt du überhaupt? Flex. Flex, okay, erzähl weiter. Flex. Yeah. Sunan ibn Majah 480. Hassan, das ist authentisch, das ist gut. Hassan heißt immer gut. So, jetzt lesen wir. The Messenger of Allah said, if any one of you touches his. Denn he has to perform ablution. Ich hab's verstanden. Das bedeutet, wenn du deinen eigenen Penis anfasst, dann musst du deine neue Wäsche machen, bevor du betest. Aber warum sagt er das? Was will er damit bezwecken? Die erklären halt, dass wenn du irgendwas anfällst, was dreckig ist, dann musst du deine Wäsche wieder neu anfangen. Das ist ja verständlich. Ja. Als würdest du pissen gehen oder auf die Toilette gehen, musst du die Wäsche neu mal machen. Okay, ich frag dich, Multo, jetzt was Logisches. Guck mal, wenn Muslime auf Toilette gehen, dürfen ja kein Toilettenpapier benutzen, richtig? Du kannst Toilettenpapier benutzen. Nein, auf jeden Fall kannst du Toilettenpapier benutzen, aber es ist viel sauberer, wenn du Wasser benutzt. Ohne Seife oder mit Seife? Auch ohne Seife könnte es sein. Ohne Seife? Alter, die Hände stinken, Mann. Was redest du da? Mein Vater, Allah yerhamuh, der hat Seife benutzt. Seht ihr, was die Religion aus diesen Leuten macht? Aber du kannst auch ohne Seife. Ohne Seife stinken auch deine Hände, du hast nur Wasser benutzt. Ihr macht ja nur Papier. Wasser hat doch keine Seife, Mann. Wasser ist rein. Stell dir vor, du wäschst deine Hände nach Kaka. Gehst du Hände waschen, machst nur Wasser drauf und dann kommt der Chef und sagst, hi, guten Tag, ich habe gerade mal meine Hände in den Arsch gesteckt. Aber du weißt, keine Seife benutzt, weil das ist auch erlaubt. Bruder, ich will mich schicken. Du wirst deine Hände doch mit Seife, oder nicht? Oder? Oder verstehst du das falsch? Allein schon sagt er so, ohne Dings Kacke waschen. Bruder, ohne Seife stinken doch deine Hände, Mann. Aber du wäschst deine Hände mit Wasser. Ich würde es ja verstehen, wenn du in der dritten Welt leben würdest. Da gibt es vielleicht keine Seife, aber du bist hier in Deutschland. Guck, wir machen das so. Wir waschen unsere Arsch mit Wasser, dann waschen wir unsere Hände mit Seife. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Wie macht ihr das denn? Wir das machen. Wir nehmen Seife. Okay, soll ich euch erzählen, wie ich das mache? Hör zu. Oder ich würde es ja verstehen, wenn er kein Deutsch ist, dann würde ich sagen, okay, du kommst von dritter Welt. Hör zu, ihr kennt doch von dem Hahn beim Duschen, dieser Strahl. Ja, den haben wir. Genau, dann tust du das abmontieren und dann stellst du dich in der Dusche und dann tust du einfach dich umdrehen und dann mit dem Strahl direkt in dein, du weißt schon, das ist viel besser. Wir benutzen unsere andere Hand, danach nicht wieder. Aber Flex, die Richtung, in welche Richtung du es machst, ist auch wichtig. Bruder, dass wir darüber reden müssen, ist schon... Alter, jeder weiß doch, wie man duscht. Und der sagt, nein, ohne Seife geht auch. Ey, Bruder, okay, wenn ohne Seife ist, dann dusch auch ohne Seife. Dann sparst du wenigstens Geld. Erwartest du Besuch an deinem Arsch oder so? Ich wasche meine Hände mit Seife. Oder allein schon die Aussage, du musst dir mal vorstellen, einer kommt zu dir, der sagt, ja, ich habe nur mit Wasser geduscht.
Was so duschen? Wir reden über Arsch sauber machen, Digga. Willst du verarschen? Ja. So, ja, aber so macht man also, ja auch eigentlich. Jedes Mal, also sagst du mir, jedes Mal, nachdem du kackst, gehst du die Dusche runter und dann waschst du deinen Arsch, oder was? Oder wie macht man das? Ja, also du musst schon. Wenn wir auf die Toilette gehen, auch beim Blutpissen, Digga, benutzen wir Wasser, um uns sauber zu machen, dann waschen wir unsere Hände mit Seife und Wasser. Wisst ihr, Digga, verstehst du das nicht? Genau, ja. Genau, hast richtig gesagt, genau. Und dann sagst du mir, Digga, Hand geben und was. Aber es geht um dein, Alter, es geht um dein Po, Mann, es geht um dein Po. Leute. Du musst doch dein Po sauber machen. Stell dir vor, du machst nur mit Wasser, Alter, ohne Seife. Hey, Leute, ich muss was vorlesen. Hier hat einer gerade eben geschrieben, Papier ist verboten wegen Koran. Papier ist gar nicht verboten wegen Koran. Jetzt, also, dürfte ich normalerweise, guck mal, ich muss dir das sogar erklären, Alter. Wenn du doch unter die Dusche gehst, du benutzt doch Seife. Benutze ich nicht. Könnte ich Fragen stellen? Warte, wir sind ja noch nicht fertig mit der Po-Sache. Ich habe das beobachtet bei mir in der Firma. Die gehen, Bruder, die nehmen eine Flasche, die füllen die mit Wasser. Genau. Und gehen in die Toilette, Bruder. Und wir waren auf dem Klo und dann sagt der Chef zu mir so, warum nehmen die immer Wasser? Trinken die Wasser? Ich so, nein, die tun ihr Po-Dings. Bruder, das ist voll unlogisch, ehrlich. Da gibt es Toilettenpapier. Aber wenn du nicht zu Hause bist, du stirbst ja nicht, Alter, bis du nach Hause kommst. Kannst ja auch nachher zu Hause duschen. Nein, du musst das voll praktizieren, damit die ganzen Leute sehen, oh, der ist hier richtiger Muster. Na, wir sind, aber hinter Schweinefleisch essen, das hat mit Sauberkeit zu tun. Wir können auch bis zu Hause warten, duschen und danach den alles genau, durch. Genau. Aber das machen ja voll viele nicht. Aber wir sind auch dran gewöhnt, ne? Wir machen das schon seit Kindheit. Wir sind dran gewöhnt, sauber zu sein. Wir sind dran gewöhnt, unser Körper sauber zu behalten. Es gibt auch andere, die nicht so muslimisch sind wie die das machen, ne? Aber das sind ja halbe Sachen. Wie macht ihr nur mit Papier, bis das weggeht, oder wie ist das jetzt? Nein, also ich bin bei sowas wirklich sehr hygienisch, weil Hygiene ist wirklich eins. Wie bitte? Also wenn ich zu Hause bin, dusche ich. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich dusche. Richtig. Wenn ich gerade auf Hochzeit bin, das geht nicht, okay, dann musst du halt warten, bis du zu Hause bist. Ist ja nicht Ende der Welt. Kannst ja gleich am selben Tag auch duschen. Weil stell dir mal vor, du läufst und dann klebt das in deinem Po, das klebt in deine Hose. Ihr macht das richtig. Aber wie ich das von anderen gehört habe, ich warte, bis das durch ist. Darf ich jetzt Fragen stellen? Bruder, allein schon dieses Ding, dass die Flasche nehmen und dann gehen sie auf Toilette. Ich denke so, haben die so viel Durst, Alter? Bis ich dahinter gekommen bin, sind Monate vergangen. Mhm. Ja, und danach habe ich festgestellt, ja, die putzen sich tatsächlich. Und die sitzen nicht mal richtig auf die Klobrille, ne? Wie so Affen sitzen sie, also Füße auf der Klobrille. Hä? Nein. Da alle Toiletten waren kaputt bei uns, Bruder. Darf ich jetzt Fragen stellen? Gleich, ich hätte nur eine letzte und dann kannst du gerne Fragen stellen, ist kein Problem. Okay. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. Bitte erklär mir, warum, deswegen habe ich auch diese israelische Fahne, okay? Ich möchte auch, dass du bitte, wenn möglich, darauf eingehst, okay? Ich lese ihn dir vor und dann sagst du es mir. Moment. Guck mal, das mit den Knaben, da kommen wir auch noch dazu. Guck mal, wir haben hier ein Sahih al-Bukhari, okay? Mhm. Das ist ein Sahih al-Bukhari 2926. Mhm. Allahs Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the hour will not be established until you fight the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, oh Muslim, there's a Jew hiding behind me, so kill him. So, jetzt Moment. Ich drehe jetzt kurz meine Kamera. Erklär mir, warum Juden abgeschlachtet werden, wenn sie hinter Steinen sich verstecken, und wenn ihr sie seht, schlachtet sie ab. Was haben denn die Juden euch denn getan? Oder beispielsweise, warum sagt das der Prophet, dass man Juden abschlachten soll? Also ab da hört der Spaß eigentlich auf. Warum? Weil das kann nicht von Gott sein. Ja, und das ist, Gott würde niemals einem Propheten befehlen, Juden umzubringen. Niemals, auf keinen Fall. Schon allein aus dieser biblischen Sicht ist das schon eine sehr dämonische, dämonischer Vers. Kannst du bitte nochmal den ersten Satz zeigen, bitte? Und dann kannst du mir weiter erzählen. Ja, natürlich. Okay, natürlich. Kleinen Moment. Ja, jede Wort zählt, ne, finde ich.
Allah's Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the hour will not be established until you fight with the Jews. Yes. Okay. Also ganz ehrlich, nimm's mir nicht übel, aber du kannst nicht einem Propheten folgen, der befiehlt, Juden umzunieten. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Wenn du das immer noch denkst, dass das mit Gott eine Gemeinsamkeit hat, in meinen Augen, das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Das ist absolut dämonisch. Das kann nicht von Gott kommen. Und überhaupt Menschen zu töten. Gott ist der, der Leben nimmt und nicht ein Prophet. Weil der Prophet der Prophet gibt einen Befehl. Und das kann nicht von Gott kommen. Wenn es ein Befehl von Gott ist, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Erklärung dazu, warum. Aber unser Gott ist barmherzig. Weil wenn du einen Menschen getötet hast, so sei es, als hättest du die gesamte Menschheit getötet. Aber hier sehen wir ganz genau, er befiehlt, die Juden umbringen zu lassen. Warum? Wie könnt ihr so einem Propheten folgen, der einen Tötungsbefehl gibt? Warum? Ja, da gibt es keine Antwort drauf. Ja, ich weiß, es ist hart. Ich bin auf derselben Website, tut mir leid, ich bin gerade auf derselben Website, ich gucke mir das gerade an. Amir, ich bin gerne in den Streams so. Und also so mäßig eine Doku auslassen. Psychologen sich wirklich das Leben von Mohammed angeguckt haben und wie die Leute ihn beschrieben haben, wie seine Frauen ihn beschrieben haben und so. Mhm. Und Psychologen der Meinung sind, dass er auf jeden Fall Epilepsie hatte und komplett unzurechnungsfähig und leider psychisch nicht ganz beisammen. Also weil auch die Frauen ihn halt also Darf ich jetzt reden? Ja. Es tut mir leid. Ja. So, ich hab den einen davor noch gelesen. Hast du den einen davor schon gelesen? Mhm. Okay. Wie ich das weiß. Ich weiß schon, was davor steht. Okay, wie ich das weiß, in der Zeit wird jemanden kommen. Kennst du den? Es steht sogar, warte, bevor du weiterredest. Und da steht sogar ein Vers davor, was ich hier jetzt gerade sehe. Der Chapter ist immer noch gleich, Fighting the Jews, Against the Jews. Die Steine werden die Juden verraten und ja, sobald ja, sie... Ich hab's verstanden. Also wir den Islam haben so mäßig... auch in der Zukunft, was auch später geschehen, Krieg mit den Jews, also mit den Juden. Das wird nicht nur wir sein, das wird auch den Christen sein. Es gibt ja, wie heißt diesen strengen Christen? Es tut mir leid, ich weiß die Namen nicht. Orthodoxen, genau. Die werden mit den Muslimen gegen den Juden kämpfen. Und das wird auch später geschehen bei ihm, lass mich sagen, Dajjal. Kennst du denn den Dajjal? Hast du jemals von ihm gehört? Ja, aber ja, Bruder, ich erkläre dir, warum wir aufgetragen sind, den Juden zu töten. Das sagt nicht Gott, das sagt der Prophet, das hat, Mohammed. Das hat ein Prophet zu den Sklaven Abdullah gesagt, oder nicht? Slave Allah, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Guck dir den Surah davor. You will fight with the Jews until some of them will hide behind stones. The stones will betray them, say, oh Abdullah, there is a Jew behind me, so kill. Nein, guck mal, du hast da was nicht beachtet. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you Muslim will fight the Jews until some of them will hide behind stones. The stones will betray them and say, oh Abdullah, but there is a Jew hiding behind me, so kill him. Das ist ein Tötungsbefehl. Wenn du sogar ein Vers weiter gehst, wird es ganz klar erklärt, dass ganz klar können wir lesen, dass es ein Tötungsbefehl ist. Das kann man nicht schönreden. Es ist auch ein Tötungsbefehl, auf jeden Fall. Wenn ein Krieg zwischen Juden und Muslimen da sind. Aber dann sag mir, warum du so einem Propheten folgst.
Weil Gott würde sowas niemals zulassen, dass er einem Propheten sagt, ey, du hör mal zu, wenn ein Jude sich hinter einem Stein versteckt, mach das mit ihm. Das kann nicht von Gott kommen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Schon alleine, wenn aus biblischer Sicht, ja. Oder unser Prophet ist ja kein Gott. Es ist ein... Es sagt doch keiner... Guck mal, erstens, er ist ein Prophet. Der Prophet ist nicht derjenige, der den anderen verzeiht oder so. Das ist only God can judge the one. You feel ja, me? Okay, dann ist er aber ein Sünder. Dann war er doch nicht der beste Mensch. Dann ist er ganz klar ein Hardcore-Sünder, weil er gibt hier einen Tötungsbefehl. Guck mal, Mojoto, ohne dass wir uns jetzt ins Wort fallen oder so. Er ist ja angeblich der beste Mensch, der ja je gelebt hat. Aber hier sehen wir, dass er einen Tötungsbefehl gibt. So, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, ja, und das Leben von Mohammed, das sind Weltenunterschiede. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße gehe, in den Demos, wenn ich sehe, wie die Leute Allahu Akbar und dann sagen sie Mohammed, der Rasulallah, dann denke ich mir so, der Name Isa taucht nie auf. Und Isa ist aber ohne Sünde. Aber Mohammed war ein Sünder. Also wie kann man einen Mohammed vorziehen? Den Jesus irgendwo in die Ecke lassen. Nein. Wir lieben den genauso viel wie die anderen Propheten. Wir Isa hören immer nur Mohammed, die Rasulallah. Wir hören trotzdem, nur Mohammed, die Rasulallah. Wir hören nie trotzdem, Isa. Nie. Trotzdem. Weil Mohammed war der letzte Messenger. Und auch der wichtigste Messenger. Und ein Sünder. Und einer, der Tötungsbefehl gibt. Und einer, der sogar Sklaven hatte. Ich kann dir sogar ein Vers zeigen, wo er zwei schwarze Sklaven verkauft für einen. Also wie kann man denn so einem Propheten folgen? Das verstehe ich nicht. Kannst du mir diesen Surah zeigen? Weil, wie ich das weiß, ist Bilal auch ein Sklave gewesen, aber nicht für ihn. Der ist Bilal, okay. Wenn du ihn kennst, der ist ja den ersten Person, der den Weg erzählt hat, ne? Guck mal, ich werde dir diesen Vers zeigen, aber ich sag dir ganz ehrlich. Darf ich ein paar Fragen stellen? Ich will auf Interesse zum Christen. Darf ich da ein paar Fragen stellen, wo ich ein bisschen stehen geblieben bin, sozusagen, ne? Natürlich. Es gibt Testamenten bei euch, keine Ahnung wie viele, ich will auch nicht was Falsches sagen. Es gibt viele Testamenten bei euch, der eine... Es gibt das Alte und das Neue Testament. Also nur zwei, okay. Ja, natürlich. Bei den Alten, wie ich das gehört habe, es gibt ja ein Interview gewesen von also in Deutschland, was auch im Fernsehen gewesen war, wo die gesagt haben, den Koran oder Bibel. Da haben die Leute ein paar gefragt, ein Vers vom Koran oder ein Vers vom Bibel, was könnte es wohl sein? Die meisten Aggressivsten waren im Bibel gewesen. Wo die gesagt haben, man muss den einen töten oder man muss den das machen oder was auch immer. Ich könnte euch den Video gerne zeigen. Da war ich schon ein bisschen sprachlos. Dann habe ich auch schon von anderen gehört, dass auch den Alten Testament gesagt hat, man darf kein Schwein essen, weil es dreckig ist. Wenn ich das auch gehört habe oder wie ich das weiß, man darf kein Alkohol trinken. Aber es hat sich anscheinend viel verändert. Aber wer ist derjenige, der das verändert hat? Oder wie seid ihr drauf gekommen? Okay. Guck mal, ich gebe jetzt ein Argument, den ich... Ich habe noch was, weil ich weiß, ihr werdet zwischen meinen Fragen noch mich aufhören zu Fragen zu stellen. Meine letzte Frage ist noch den Namen Allah. Ihr wisst ja, dass der auch von eurer Sprache ist, was Jesus hat. Der hatte, wie ist der Sprach von Jesus? Er hat meine Sprache gesprochen, Aramäisch. Armenisch, genau. Und Armenisch, was ist nicht Gott? Armenisch. Nein, nicht Armenisch, Aramäisch. Es tut mir leid, Aramäisch. Armenisch und Aramäisch, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist nicht das Gleiche. Okay, es tut mir leid. Okay, was ist Gott? Warte, ganz kurz, bevor du hier 15 Minuten im Alleingang redest. Wir gehen Stück für Stück deine Frage. Du hast gesagt, ändert Gott seine Meinung? Ich gebe dir nur ein Gegenargument, Mojoto, damit du direkt die Antwort hast. Dann kannst du weiter sagen. Du sagst, ändert Gott seine Meinung? Okay, wenn Gott nicht seine Meinung ändert, warum gibt es den Koran eigentlich? Warum ist der Koran herabgesandt worden, wenn Gott nicht seine Meinung ändert?
Die Bibel hat nicht mit Gott zu tun, mit dem Koran zu tun. Also ja, für uns. Du sagst ja trotzdem, das ist Gottes Buch. Was hat das jetzt damit zu tun? Warum ist der Koran da, wenn Gott nicht seine Meinung ändert? Schon hast du deine eigene Frage beantwortet. Den Koran, der Koran ist erstellt worden von uns Muslimen und er würde bis jetzt nicht verändern. Achso, der ist von euch Muslimen, also nicht von Allah. Doch, natürlich. Doch. Ja, also. Ich will euch zeigen. Also, da hast du deine Antwort schon. Du hast dir gerade selber einen Knockout gegeben und ich gebe dir jetzt noch eine andere Antwort. Nein, Gott hat immer den Menschen getestet, weil er hat ihnen den freien Willen gegeben. Und er hat gesehen, dass sie ungehorsam sind. Was hat er mit ihnen gemacht? Er hat nur 8 überleben lassen und den Rest hat er ausgelöscht. Ja, und das musste alles passieren, damit wir heute gläubig sind. Sonst hätten wir gesagt, was ist das für ein Gott, wenn jeder ins Himmelreich kommt? Scheiß drauf, dann werden wir sündigen. Verstehst du, wir hätten ja keinen Weg mehr. Quasi keinen richtigen Weg. Wir würden ja alles machen. Wie heute die Atheisten, die glauben, dass wir Menschen vom Affen abstammen. So läuft es, so hohl ist der Mensch. Die glauben tatsächlich, dass wir Affen waren früher. Dann habe ich einen Atheisten-Stream. Und gesagt, das Ding ist, das ist ja, ganz kurz, ich muss Holi sogar noch, ja. Ganz kurz, ich mach's kurz, einen Satz noch. Dann habe ich den Atheisten gesagt, okay, wenn wir Affen waren, sag mir bitte, war ich ein Orang-Utan, Gorilla, ich will jetzt wissen, was für Art ich war. Und schon war der Mund tot. Ja, wenn man schon A sagt, dann muss man auch B sagen. Jetzt kannst du flexen. Richtig. Noch hinzuzufügen ist, wir haben ja jetzt Gorilla, wir haben Schimpansen, wir haben noch andere Affenarten. Und komischerweise sehen wir keine Weiterentwicklung, wenn wir angeblich von Affen stammen. Und dann dieses blöde Geschwätz, dass wir durch Urknall entstanden sind und so. Das ist der größte Rotz, den ich jemals gehört habe. Also wenn wir durch Urknall entstanden sind, dann müssten wir ja Fossilien gewesen sein. Was totaler Bullshit ist, ey. Wie sind wir dann entstanden? Weißt du, das ist alles, die Medien lügen uns so dermaßen an, das ist unglaublich. Also wer an sowas noch glaubt, der ist nicht normal im Kopf, ganz ehrlich. Der ist echt nicht normal. Den ist nicht mehr zu helfen. Über den einen wegen dem Testament sich geändert hat, weil ich das immer noch nicht verstanden habe. Den Koran ist jetzt immer noch nicht verändert und die meisten Leute kennen das aus dem Kopf. Gottes Segen. Okay, wenn du ganz kurz, du sagst ja, Koran wurde nicht verändert. Okay. Wurde die Bibel verändert für dich? Testament, ja. Ja, okay. Du weißt schon, dass das Alte Testament Prophezeiungen sind, ne? Und Erfüllungen. Die Alte Testament würde an der Zeit doch geschrieben worden, oder nicht? Ja, und das Neue Testament heißt ja die frohe Botschaft. Das heißt, das ist das Gegenstück, nicht das Gegenstück, sondern der Puzzle, dass sich das Buch komplett erfüllt hat. Genau was prophezeit wurde, wurde im Neuen Testament festgelegt. Und es ist auch passiert. Wer hat den Neuen Testament, den ersten Testament geschrieben, wenn ich fragen darf? Was war nochmal die Frage? Wer den ersten Buch geschrieben hat in Bibel? Weil ich das nicht du weiß. Meinst, ich frage jetzt nur das Alte Testament. Den Alten und den Ersten Testament. Wer hat den geschrieben? Ich frage mich nur, um zu, weißt du, informieren lassen. Ich könnte dir die Frage beantworten, dann würde ich aber gerne wissen von dir, wer den Koran geschrieben hat. Wenn du jetzt sagst von Allah. Nein, das war Engeln, die den Botschaft an Mohammed gegeben hat. Mohammed hat das im Kopf behalten und hat den Kollegen gesagt, weil er nicht schreiben oder lesen kann, um das auf ein Buch zu schreiben. Und die haben das. Ich kann dir beide Fragen beantworten. Alles wurde kanonisiert durch Gelehrte. Okay? Die haben das kanonisiert und haben das dann aufgenommen. Okay, guck mal, Orthodoxen haben 83 Bücher. Mhm. Katholische haben 73 Bücher und die Freikirchler haben 66 Bücher. Die äthiopischen Christen haben 87 Bücher, glaube ich, oder 89, genau weiß ich jetzt nicht. Also es wurde immer kanonisiert und dann haben das die Gelehrten quasi aufgenommen. Also Priester, Erzbischöfe und so weiter, die haben das entschieden, was aufgenommen wird. Aber ist das jetzt in Bibel, redest du, oder? Ich habe jetzt über beides, auch bei euch im Islam genauso. Ibo 47, komm mal hoch. Dann erkläre ich dir mal was. Der Ibo, den holen wir jetzt mal hoch. Warte, wo ist der? Ich sehe den nicht mehr. So. Ja, ich hab noch eine Frage. Ich kann dir das aus der Quelle zeigen, warte kurz. Ja, Ibo, komm mal hoch. Dann sage ich dir, wer der größte Sklaventreiber war. Überhaupt in der ganzen Geschichte. Wenn du es noch nicht weißt, dann werde ich dir sogar sagen, wer der größte Sklaventreiber war. Komm hoch, Ibo, komm. Mr. 47, AK 47. Darf ich mal eine Frage stellen? Ist ja eine sehr einfache Frage.
Ja, so gar kein Problem. Stell sie ruhig, wenn wir sie beantworten können. Komm, Ibu, komm hoch. Denn im Christen, wie heißt euer Gott? Ihr habt ja einen eigenen Namen dafür, ihm, oder? Was heißt ihr einen eigenen Namen? Gottesname, das ist immer gleich, hat sich nichts geändert. Ich hatte, achso, okay. Yahweh, Yeshua, Yahweh. Ah, Yahweh, okay. Spezielle Yahweh. Und in den Sprache von Jesus, hast du den mal übersetzen lassen, was Gott in Bedeutung ist? Was ist Aloho, heißt? Meinst du? Aloho. Elah, Elah, E-L-A-H. Nicht wie widerschreiben, aber... Nochmal? E-L-A-H. E wie Edward. Okay, warte, ich mach mal den Dinger hoch. Moment, ich mach den mal kurz groß. Ich glaube, der wollte irgendwas zeigen. Also er wollte wissen, wie ist das entstanden? Hier hast du deine Antwort. Ich verstehe auch nicht, warum fragt ihr solche Fragen? Habt ihr kein Internet zu Hause? Habt ihr kein Google oder so? Für solche Fragen benutze ich immer Google, ehrlich. Wir sind ja nicht alle allwissend, aber Google... Ihr kommt ja auch mit Fragen im Islam, wo wir die Übersetzung über googeln können. Ja, ist ja kein Problem. Du kannst es ja googeln und antworten. Ist ja kein Problem. Aber wenn wir dir Fragen stellen, zum Beispiel... glaubst du daran, dass du deine Genitalien quasi da im Himmelreich kilometerlang lang sind? Da musst du nur antworten, ja oder nein. Das kannst du nicht Google fragen, ob er dein Wissen beantworten kann. Ne? Nur Gottes Wissen. Musst du antworten, wenn wir sagen, glaubst du an 72 Jungfrauen, dann ist das deine Sache, deine private Sache. Ja. Wir wollen ja wissen, wie weit du denkst. Glaubst okay, du aber wir sind total vom Thema, wir sind vom Thema total abgeschweift. Bitte, Moyuto, kannst du mir bitte erklären, warum man Juden, egal wo sie sind, abschlachten soll? Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso gibt der Prophet so einen Tötungsbefehl? Weil jemand, der als Prophet, reden kann und Gottes Wort verkünden kann, der sollte keine Tötungsbefehle geben. Und deswegen ist das schon mal a big penalty, dass er schon mal gar kein Prophet ist. Also für mich ist das jemand, der eigentlich ein Mörder ist. Das ist ganz klar ein Mörder. Wir reden, Flex, wir reden über der Zeit, wo ein Krieg zwischen vielen Religionen und vielen Landesplätze waren. Also Du weißt schon, dass dieser Vers auch bis heute noch gilt. Das weißt du schon. In den Chapter von Hamas ist das ausgeschrieben. Deswegen blende ich das hier gerade ein. In den Chapter von Hamas ist das hier ganz genau ein sehr, sehr spitzes Thema. Was es auch wichtig ist, dass Isa, also Jesus, auch noch später zurückkommt und gegen den Juden kämpft. Oder nicht? Natürlich, erzähl. Okay. Ja, ich kenne den Moyuto. Ganz kurz. Ja, Er hat gerade gefragt wegen Jesus, dass er am jüngsten Tag kommen wird. Ja, er wird im Islam wieder kommen, im Christentum wird er auch kommen. Bloß genau, im Christentum wird er als den Richter kommen, Juden, wie man auch bei euch im Juden Islam kämpfen. Wird er als Richter kommen. So, jetzt pass auf, jetzt hast du dir selber einen Knockout gegeben. Wer darf richten außer Gott? Darf richten außer Gott? Darf ein Mensch richten? Genau, warum kommt Isa bei euch, Isa, um zu richten, um das Kreuz zu brechen? Der kommt, um für den Welt zu kämpfen. Gegen den Dajjal. Aber warum sollte Jesus kämpfen? Okay, wir machen es noch einfach. Okay. Genau, warum sollte Isa kämpfen? Genau. Ja. So, Moyuto, wir machen es noch einfacher. Wer kommt, um zu richten? So frage ich dich jetzt. Jetzt fragen wir dich mal direkt. Wer kommt richten? Was könnt ihr denn richten übersetzen? Richten heißt jetzt... Judging, am jüngsten Tag des Gerichts. Wer wird am jüngsten Tag des Gerichts? Wartet, Leute, weil das Ding ist jetzt gibt es wirklich Knockout, sein Vater. Gott, genauso wie Jesus, genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ein anderer Propheten. Nein. Warte, es kommen nicht so viele. So viele werden nicht kommen. Ich frage dich nochmal. Muhammad wird sowieso nicht kommen. Wer daran glaubt, der träumt. Muhammad wird nicht kommen. Nochmal. Meine Frage ist, am jüngsten Tag des Gerichts, wer wird richten? Nur Gott wird richten. Nur Gott, jetzt ist kein Mehdi mehr. Ihr habt Mehdi, Imam Mehdi habt ihr vergessen. Kommt er nicht? Imam Mehdi ist, der wird früher kommen als Jesus.
Okay, da, und wenn er kommt, was macht er? Was ist seine Aufgabe? Der kämpfte gegen im Krieg, den wir später haben mit Juden. Ja, das haben wir doch jetzt. Wo ist der? Nein, der kommt noch, der kommt noch. Der wird erst kommen, also kommt wie, noch. Wie ich das erfahren habe, der wird erst kommen, wenn die ganzen Moscheen in Israel wegmacht. Wenn das die ganzen Moscheen in Israel wegmachen, dann kommt Imam Mehdi. Alter, ich will sehen, wie der aussieht. Ich will sehen, wie Imam Mehdi aussieht. Und dann nach einer Weile wird Dajjal kommen, der mit der anscheinend Propheten für den Juden dasteht. Nachdem Dajjal kommt, wird Jesus kommen, der für den Christen und den Islam kämpfen wird, weil der Muslim ist und für Gott dasteht. Und nach einer Weile, wenn er gewonnen hat, Isa, wird er hier leben, bis er stirbt. Und dann sind wir näher dran zum... Also ich bin ehrlich, wenn Mehdi kommt, ich buche sofort Ticket, ich gehe dahin, ich will ihn sehen. Okay. Aber ich frage mich... Ja, weißt du, das ist der Antichrist in der Bibel, die haben ihn Dajjal genannt, ja? Wir nennen ihn den Antichrist, der Antichrist, der kommen wird, ja? Um viele zu verführen in die Irre. Wir sehen das auch hier in TikTok, ist das ja gang und gäbe. Jeder läuft mit dem Heiligen Geist herum, aber wenn du in andere Streams siehst, sind sie alle fleischlich. Also sie interpretieren so, wie es denen gern ist und dann sagen sie, sie haben den Heiligen Geist. Das sind diese Sachen, wo uns Wölfe im Schafsfeld quasi zu entlarven. Ja, die laufen alle rum mit dem Heiligen Geist, sind aber nicht wissend. Ich habe noch eine Frage. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wie die alten Christen gebetet haben. Die gebeten genauso wie die Muslimen. Ist das? Ja, das sind die Orthodoxen. Orthodoxen. Sind die Urchristen. Ja. Die folgen die also den Alten Testament so mäßig. Mojoto. Die folgen 1:1 die Bibel. 1:1. Mojoto. Okay. Die beten nicht wie diese Menschen beten nicht wie die Muslime. Die Muslime beten wie die Christen. Genau. Das ist der Unterschied, ne? Du musst immer gucken, was zuerst war und was nicht. Ich habe mal eine kurze Frage an dich. Du sagtest, dieser Hadith, den Flexer zitiert hat, der gilt für Kriegszeiten. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Kennst du Dar al-Harb, Dar al-Islam, die Begriffe? Nein, komm mir nicht im Kennst Kopf. Du nicht, okay. Ich übersetze dir das mal. Haus des Islams und Haus des Krieges. Weißt du, was das bedeutet? Okay, wir leben ja hier in Deutschland, ne? Ja. Würdest du sagen, dass hier in Deutschland dieses Land eingestuft ist als Haus des Islams? Nein. Dann bleibt ja nur noch Haus des Krieges, oder? Keine Ahnung, wie weißt du überhaupt nicht, wie du drauf kommst? Ich sag dir, wie ich da drauf komme. Es ist schon sehr komisch, dass du als Moslem das nicht weißt. Also, die Länder auf dieser Welt sind nach diesen beiden Ländern unterm Islam unterjocht werden müssen. Da muss der Islam herrschen und dann sind die Haus des Islams. Ja? Willst du mir also sagen, es tut mir leid, dass ich das höre. Mojoto, okay. ganz kurz, guck mal. Also, diese Satzwiederholung und immer wieder, wo wir hören, das gilt nur in Kriegszeiten, da gebe ich dir recht, aber der Islam ist in diesen Ländern laut seiner eigenen Definition im Krieg. Haus des Krieges. Mhm. Ganz einfach. Also guck mal, erzählt uns bitte nicht immer, der Islam ist friedlich oder ist nicht im Krieg oder ist nicht dies oder ist nicht das. Ihr habt selber eure Definitionen festgelegt, Dar al-Harb, Dar al-Islam und fertig aus. Das bedeutet, alle anderen Länder müssen erstmal erobert werden. Dazu gibt es Hadithe, wo es auch noch drin steht, dass ihr ausziehen müsst zum Kampf, zum Heiligen Krieg, dass diese Länder erobert werden müssen. Also wir kennen das alle. Informier dich bitte erstmal über deine eigene Religion, bevor du solche Sachen von dir gibst. Wie ich mich informiert habe und wie ich das weiß. Wir dürfen erst nur angreifen, wenn wir angegriffen werden. Also guck mal, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Albanien anschaue, das Schwert, der Islam hat sich verbreitet mit dem Schwert, ja, und wenn ich dann einen Albaner frage, du weißt schon, für was deine Flagge eigentlich steht, dann sagen sie, Alhamdulillah, ich bin Moslem, aber die wissen nicht, dass deren Eltern, Familien umgebracht worden sind und dass die gezwungen worden sind, den Islam anzunehmen. Ja, ich verstehe das nicht. Wie kann man über seine eigene Geschichte... Ich komme nicht drauf klar, Mann. Ey. Also ich komme echt nicht drauf klar. Das war doch in allen europäischen Ländern, oder nicht?
Auch in Türkei und so. Zwar im Balkan extrem, ja. Ja. Willst du mir erzählen, dass Libanon ein was für ein was ein Land sein würde, ein Sogar kleines Land? Libanon. Libanon ist, glaube ich, korrigier mich bitte, Holi, 50-50 war es damals, gell, Genau, richtig. christlich, Das, das, 50-50. genau, 50%, Ja. ja. Und da sind Guck die da mal, sind, ganz kurz, Mojito. die sind stark, Du hast ja glaube ich. gerade, behauptet, dass du nur, Erzähl. ja, also Muslime greifen nur an, wenn sie angegriffen werden, richtig? Genau Ich so kann dir muss das es aus den sein. Hadith lesen, dass das nicht stimmt, was du gesagt hast. Erzähl mal Guck mal, wieder. bei so berichtete Amar bin Yasir in Sahih al-Bukhari, Buch 58, in Hadith 197, Stufe 1, Mohammed, der Mann des Friedens. Zu diesem Zeitpunkt während dieser Stufe war Mohammed ein Niemand. Er hatte keinerlei Macht, keine Armee und keine große Anhängerschaft. In den ersten 13 Jahren seiner Prophetenlaufbahn hatte er gerade mal 70 Anhänger. Ihm blieb nichts anderes übrig, als friedlicher Mann zu sein. Ein Großteil der Leute, die später zu seinen Anhängern gehörten, waren Sklaven. So berichtete Amar bin Yasir in Sahih al-Bukhari, Buch 58, in Hadith 197. Ich sah den Gesandten Allahs. Und begleitet wurde er von den einzigen, die den Islam angenommen haben. Fünf Sklaven, zwei Frauen und Abu Bakr. Guck mal, schon damals hat er Sklaven gehabt. Jetzt pass auf, beachte, dass fünf von seinen Anhängern noch immer als Sklaven bezeichnet wurden, auch nachdem sie den Islam angenommen hatten. Mohammed betrachtete seine Glaubensbrüder immer noch als seine Sklaven. So. Sicher hatten die Sklaven keine andere Wahl, als zum Islam zu konvertieren. Anfangs manipulierte Mohammed seine Sklaven, so dass sie Muslime wurden und für ihn kämpften. Dafür versprach er ihnen, wenn alles geschafft war, hinterher die Freiheit. So ein Schicksal erteilte auch Bilal, dem ersten Mann, der zum Islam konvertierte und für Mohammed kämpfte, nur um dann niemals die von ihm versprochene Freiheit zu erhalten. So, Stufe Ja. 2. Hijra, Immigration, die Stufe ist genau das, was auch die Muslime heute praktizieren. Um sich auf den Krieg in einem anderen Land vorzubereiten, kommen sie in einer großen Zahl in dieses Land und tun sich zusammen, um einen Angriff im Voraus zu planen. Dann bereiten sie sich auf den Angriff, bis ihre Zahl erst einmal groß genug ist, um eine Armee aufzustellen zu können. So haben es auch Osama bin Laden und Al-Qaida, sie emigrierten dorthin, um sich für einen großen Angriff bereit zu machen. Und als sie bereit waren, griffen sie ohne Gnade an, genau wie Mohammed, also der Prophet, in seiner Zeit tat. Ab hier sichern sich die Muslime ihr An Einkommen hochzügig. Saddam Hussein, nee, nicht Saddam Hussein, an Osama bin Laden haben wir ja erkannt, was wirklich Islam ist, ne? Also der Typ war ja Hardcore, der war ja. Guck jetzt, Ja, gut, das ist wieder so ein anderes Thema, aber. Ich habe gerade gelesen, es sind sogar 3 Stufen. Ich habe gedacht, das wären 2 Stufen. Guck mal, durch den Raub bezwecken die Muslime 2 Dinge. Sie sammeln sich Reichtum an, indem sie andere Leute Geld, Tiere und Güter stehlen. Terror, die versetzten Ungläubigen in Angst und Schrecken. Terror durchsetzen ist für den Islam fundamental. Terror ist eines der besten und schnellsten Mittel, den Feind, egal wie Ist groß er das, auch sein mag, welchen Hadith ist das? Ist das aufzustellen. ein Buch, den du da liest? Ich lese ja gerade aus dem Dings, aus den Hadithen, was das ausmacht. Und aus den Welchen Allgemeinen. Hadith, wenn ich fragen darf, dass Ja, ich warte, mich ich lese dir denke. das so vor und dann kriegst du die Hadithe. Warte kurz. Okay. Wenn er Angst hat, verbeugt sich selbst der Elefant vor einer Maus. So, das können wir überbrücken. So, Muslime Liest du verstoßen gerade gegen den Vers, Rassenschicht wo das Allahs Problem des Fuß sich Feindes ändert. entblößt? Liest du gerade den Vers, wo Allahs Fuß sich entblößt und dass alle sich vor ihm niederwerfen? Nein. Das sind die Stufen, Ach so. wo Mohammed erst was macht, wenn er Macht hat. Oder allgemeine Ah, okay. Muslime. Ja, wie Ich zum dachte, Beispiel. du hast irgendwas von dem Fuß, was sich entblößt oder Nein, sowas das gesprochen. ist ganz was anderes. Du wirst gleich wissen, was ich gerade lese. Wenn ich bei der 3. Stufe bin, wirst du verstehen, was ich da lese. So, jetzt pass auf. Alles, was sie tun müssten, ist geduldig zu warten, also die Muslime bzw. der Islam, unter Furcht Zeit zu lassen, sich aufzubreiten und sich festzusetzen. Mit Furcht im Herzen wird der Feind niemals siegen. Solange dein Land sich fürchtet, wird es niemals gewinnen. Bevor er in Arabien zu Gott auf Erden wurde, hat Mohammed mehr als 56 Angriffe auf Händler durchgeführt. Von den angegriffenen Händlern waren 28 Ghazwa, also Karawanenreiter, beziehungsweise reiche Leute wahrscheinlich. Stufe 3, der totale Krieg. Entweder seid ihr für mich oder gegen mich. In der 3. und letzten Stufe war Mohammed nicht länger schwach.
Er verkündete seine Agenda offener und mit deutlichen Worten. Jeder, der sich mit ihm nicht beugte, wurde getötet. Alle, die ihn ablehnten, besonders die, die sich ihm entgegenstellten, wie die Juden, wurden hingerichtet. Ja, an einer Nacht hat er 900 Juden, glaube ich, geköpft. Oh mein Gott. TikTok sportlich. Ja, da hat er die erbarmungslos so. Hingerichtet. Ja, der hat dann sein wahres Gesicht gezeigt, wenn er. Also Moyoto, auch wenn wir gelacht haben, etc., wir wollen dir einfach nur eine Sache sagen. Jesus Christus ist die Wahrheit und das Licht und wie gesagt, er ist der Einzige, dem man folgen sollte. Aber wenn du jetzt einem Mohammed folgen möchtest, der ist nicht der Weg. Das ja, er wollte gerade, ich gebe ihm kurz die Suchen, dann kann er sie lesen. Koransura 5, Vers 20 bis 26, kannst du alles lesen. Ja. Sura. Wir alles Kriegssuchen. 5. Koransura 5, Vers 20 bis 26, ich kann dir eine lesen. Und als Moses sein Volk sprach, oh mein Volk, gedenkt Allahs Wohlgefallen euch gegenüber, als er Propheten aus euren Reihen schuf und er machte euch zu Königen, gab euch, was er keinem anderen Volk auf der Welt gegeben hat. Warte mal kurz. Okay, hier geht's um die Propheten. Warte. So, oh mein Volk, betretet das heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat und dreht den Krieg nicht den Rücken zu. Also hört nicht auf zu kriegen. Ja, Kriege machen, schön Kriege machen. Tut ihr dies, macht Allah euch zu Verlierern. Also wenn du keine Kriege machst, bist du ein Verlierer. So, sie sprachen, oh Moses, dort leben doch die vom Volk der Riesen und wir werden das Land nicht betreten, solange es ihres ist. Wenn sie es verlassen, erst dann wollen wir es betreten. Da geht es um einen Vers wegen den Riesen. Hast du den Vers, wo wir neben den 72 Jungfrauen auch Knaben haben mit schönen Perlen? Nee, oh je. Erzähl. Da gibt es doch diese eine Vers mit den Knaben, weil wir kriegen ja Knaben im Gender. Endlich Knaben und sie werden wie ausgeworfene Perlen auf dem Boden. Die Sprache ist nicht die erste. Moyoto, ganz kurz, ich will dir auch gerne eine Sure mitgeben, weil du sagtest, ich soll ja nicht angreifen und schreib dir mal bitte auch Sure 9, Vers 20 auf. Ja, ich lese dir ganz kurz vor. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten. Ja, ja, aber da gibt's und Verse, in Allahs Weg eiferten mit Gut und Blut, nahm die höchste Stufe bei Allah ein. Okay, also da ist deine Ansage, dass du auch auswandern sollst auf dem Weg von Allah mit Gut und Blut. Und dann nimmst du die höchste Stufe ein. Da kommen wir wieder zurück zum Haus des Krieges. Also es ist dir eigentlich befohlen. Ja, also nicht sagen, nur wenn ich angegriffen werde oder sonst irgendwas. Es wird dir auch gesagt, dass du... 29 sagst du, ne? Sure 9, Vers 20, ja. Diejenige, die glauben und auswandern mit... Ja, ich habe noch schlimmeres Hadithe. Al-Mabdud, ich kann es euch mal, Dings, das ist voll lang der Name, also ich blende. Ja, komm, ich mach dich groß, blende das ruhig ein, wenn du willst. Ich zeig euch das kurz. Also passt auf. Das sind zum Beispiel seltene Hadithe, die keiner fast vorliest. Also ich hab's noch keinen Stream gesehen hier. Ein Mädchen im Säuglingsalter zu heiraten, ist im Islam vollkommen in Ordnung. Da ist die Quelle. Ja, ja, im Säugling, Bruder, da steht sogar Säuglingsalter, da steht nicht ein Alter. Sondern also, steht Säuglingsalter. Ja, da ist die Quelle. Also nicht rumheucheln. Ich kann euch das auch gleich lesen. Bruder, ich lese es jetzt vor. Da ist der Hadith hier oben. Da hat irgendwas mit kein sexuelles. Kannst du mir das nochmal zeigen? Was wolltest du wissen? Denn da ist andere Seite, unten. Genau hier. Wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem kleinen Unschuld verloren, dann werden hierfür keine Strafen fällig. What the fuck? Wie ist das Buch? Kannst du mir das mal zeigen? Oder guck mal, da schreibt einer, ich muss ganz kurz korrigieren. Warte kurz, Huli. Warte kurz, Bruderherz. So, an die Leute, die jeden Freitag in der Moschee gehen. Was ich sehr traurig finde, dass die Leute hier reinschreiben, ja, wer ist Sahih al-Bukhari, der interessiert uns nicht, nur der Koran ist die Wahrheit. Allah. Jeder,
jeder, der die Moschee besucht, geht zu euren Imame und fragt diesen Imam, ist Sahih authentisch, ja oder nein? Soll man den Sahih akzeptieren, ja oder nein? Und ich gebe euch Brief und Siegel, euer Imam wird euch sagen, ja, ihr müsst den Imam, ihr müsst die Hadithe akzeptieren und gleichzeitig auch noch die Tafsire. Deswegen, Leute, Mann, das kann doch nicht sein, dass ihr das nicht wisst. Mach mich mal größer, ich muss noch was vorlesen. Ich finde das voll toll. Mach mal den Chat aus, Bruder, weil ich kann die Quelle, mach mal den Chat aus kurz. Mach mal den Chat aus, weil ich muss die Quelle zeigen. Der Kollege hat gerade gezeigt, da hast du geredet. Ja, mach mal kurz. Also Leute, alle gemeinsam liken. Ich mache jetzt kurz Chat aus. Ne, nicht vergessen, Leute, liken, dann schalte ich den Chat wieder ein. So, Chat. Ach so, Marusch hat schon gemacht. Okay, perfekt. So, warte kurz. Guck mal, er wollte ja gerade was wissen. Guck mal, ich kann dir alles zeigen. Hier sind die ganzen Themen. Ich habe das noch nicht einstudiert, weil ich nur an der Bibel gerade bin. Ich studiere eher die Bibel ein, anstatt sowas. Ja, aber das ist praktisch zum Beispiel. Wenn du keine Zeit hast für Koran lesen oder Hadithe, hier hast du alles zu finden. Ja, zum Beispiel die Moral hier. Frauen sind mit Tieren gleichzusetzen. Habe ich schon zigmal vorgelesen. Zeig mal den Frauen, sollen sich nicht ihre Geschlechtshaarung entfernen. Das ist mir auch neu. Das ist mir alles neu jetzt. Ja, siehst du? Das sind die ganzen Hadithe drin. Ich hab das Koran gelesen. Ich habe das auch in Deutsch gelesen, hatte aber nie sowas gesehen. Ja, es gibt noch mehr. Guck mal. Oder Schia. Oder bist du... Gestern kam ich nicht dazu, aber hier stehen zum Beispiel Sklavenverse. Guck mal, Omar dankt Allah dafür, dass der schwarze Junge nicht sein Sohn ist. Also komplett rassistisch natürlich. Wow. Hier geht es dann um Bilal. Wer bedankt? Wer meinte das? Hier Omar. Omar dankt Allah dafür, dass der schwarze Junge nicht sein Sohn ist. Wow. Also Moyoto, wie gesagt, wir wollen dir nur die Augen öffnen, aber wenn ich das lese, ich sag dir ganz ehrlich, niemals Islam annehmen, schon als dunkelhäutiger Tabu. Ich werde mich hinterher noch informieren lassen, aber den Buch kann ich mich nicht trauen, weil es ein Christ ist. Ja, muss auch nicht, guck mal, so heißt das Buch. So heißt das Buch, der hat alles, was du wissen musst. Das ist so der hat alle Quellen, Moyoto, der hat alle Quellen. Ja, fast alle. Der hat alle Quellen. Es gibt noch einen anderen, da sind Quellen. Schätze. Ja. Das sind Quellen, die stehen im Koran und in den Hadithen drin, Moyoto. Da ist nichts gefaked. Das ist schon echt. Kennst du die Geschichten? Handy Quellen zeigen. Kennst du den Geschichte von Joram van Claveren, der Niederländer, der ein Anti-Islam-Buch geschrieben hat, aber ist Muslim geworden? Oh, keine Ahnung. Das ist Propaganda. Ich glaube an sowas nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Der hat versucht, ein Anti-Islam-Buch zu schreiben. Nachdem er das geschrieben hat, hat er herausgefunden, dass der Islam eigentlich die Wahrheit ist. Nein, also wenn Islam die Wahrheit ist, dann würde ich schon Anfang des Jahres schon längst Moslem sein. Und das bin ich nicht. Warum? Weil ich die Schriften mir angeschaut habe und erkannt habe, das kann nicht von Gott kommen. Das ist schon mal Fakt. Ja, ich wäre schon längst Moslem, ich sag dir ganz ehrlich. Es hat nicht viel gefehlt, ich wäre Moslem, sag ich dir ehrlich. Und dadurch, dass ich die Schriften gelesen habe und verstanden habe, dass das nicht von Gott sein kann, habe ich sein lassen, habe ich mir gedacht, so niemals im Leben kann das von Gott kommen, niemals. Würdest du sagen, dass der Bibel vom Gott ist? Die Bibel ist auf jeden Fall die Wahrheit und keine Lüge. Das steht schon mal fest, kann ich dir jetzt schon sagen. Guck mal, allein das hier, dass der Prophet besessen war, also der Prophet der Muslime, besessen, wie kann ein Prophet besessen sein? Wir sehen im Alten Testament kein Prophet, der besessen war. Keiner. Null. Auch nicht ein Prophet, der alle Gesetze gebrochen hat. Das war nur Mohammed, der die Gesetze gebrochen hat. Richtig. Ja, die 10 Gebote hat er alle gebrochen, komplett. Bei mir war es... vielleicht ist es ja eine Religion für mich. Ich habe mir das angeguckt und dann war mir auch klar, nee, ganz sicherlich nicht. Nee, ist guck es mal, auch nicht. Das Ding ist, guck mal, siehst du, Jules, warte kurz, Holly, siehst du, ja. Jules, daran merkt man, du hast geforscht und nachgeguckt und hast wirklich verstanden, um was es geht. So ging es mir auch, weil man mir immer zugemunkelt hat, ja, der Islam ist die einzige Religion und so. Da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, wenn es die einzige Religion ist, dann muss ich erstmal die Schriften mal ein bisschen tiefgründiger reingehen und lesen, wer da spricht.
ja, und was da zitiert wird, ja. So, und dadurch, dass ich da gewisse Dinge einfach erfahren habe, zum Beispiel Al-Burak, ein fliegender Esel, wo Mohammed drauf saß und er ist in allen sieben Himmelsrichtungen geflogen. Allah, Astaghfirullah, nicht mal Isa hat das gemacht, wo er auf der Erde war. Hey, Mann. Guck mal hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie wurde Mohammed überhaupt ein Prophet? Wisst ihr, wer überhaupt seine Zeugen waren? Also, wo Jibril kam? Ich weiß, nur sein Esel war ein Zeuge. Jibril. Nur der Esel war Zeuge, der da war, und seine Cousine, glaube ich, die das nachher einfach nur bestätigt hat. Also keine Propheten oder sonst wer hat behauptet, dass er ein Prophet ist. Deswegen findet ihr keine Bibelstelle, die seinen Namen, also es steht nirgendwo Mohammed drin. Nirgendwo. Und auch keine Beschreibung. Sie nehmen das alles aus dem Kontext und sagen, guck mal hier, da wird der Prophet prophezeit. Das stimmt nicht, Leute. Wenn ihr die Leute fragt, die sich richtig damit auskennen, die nehmen das alles auseinander, was sie da behaupten. Ja. Es gibt keine Prophezeiung. Und so, es steht auch in der Bibel nicht, dass er verhext wurde. Ja, und so wie Flex es eigentlich auch immer sagt, so, warum sollte Gott uns so in die Irre führen lassen wollen? Und erstmal die Tora, dann das Christ, also erst das Judentum, dann das Christentum und dieses Ganze, die Tora hat ja darauf hingedeutet, dass Jesus kommt. Dann kam er und dann 600 Jahre später, oh nee, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Ich habe mir jetzt was ganz Neues ausgedacht. Na, also, vor allem das Witzige an der ganzen Geschichte, Leute, ist, ja, stellt euch mal vor, einer der Augenzeuge von Jesus Christus war, ja, und da musst du dir vorstellen, 500 bis 600 Jahre kommt jemand plötzlich, da frage ich mich eigentlich, was hat denn der liebe Gott gemacht? Hat er geschlafen? Was hat Gott gemacht in diesen 600 Jahren? Also er hat es erlaubt, dass wir alle in die Irre geführt werden. 600 Jahre lang konnte er die Tora nicht mal beschützen, weil sie ja angeblich verfälscht ist. Also ganz ehrlich, man, an die Muslime, hört auf zu lügen, Mann, Alter. Also, dass bei euch die Nase nicht groß geworden ist, das wundert mich wirklich. Also, Next. Ganz ehrlich, Mann. Ich habe eine Frage. Es gibt ja auf YouTube eine Straßenumfrage mit Isam Bayan, Bibel oder Koran. Die Leute werden nachgefragt, welchen Vers das sein könnte. Eine von den Fragen war den Vers Jesaja. Domo Yuto, ich habe das gesehen. Ich habe das Video gesehen, was du meinst. Und ich sage dir ganz ehrlich, so eine Propaganda, die da betrieben worden ist, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Er nimmt Verse aus Geschichten aus dem Alten Testament, die wir alle kennen, das Geschichten sind, die keine Befehle sind, und nimmt dann die schönen Sachen aus dem Koran und Genauso wie die Geschichten im Koran, wegen den Nein, 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 nein. Die haben direkte Tötungsbefehle von Allah an die Gläubigen im Koran. Das kannst du jetzt nicht miteinander vergleichen. Das war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Tötungsbefehl gegeben hat, oder nicht? Warte. Hat Mohammed den Koran geschrieben? Redet Mohammed den Koran? Ja, aber der Kollege hat uns Moyoto, redet Allah im Koran oder redet Mohammed im Koran? Der Kollege hat uns in Seite gegeben. Moyoto, redet Allah im Koran oder redet Mohammed im Koran? Allah redet im Koran, natürlich. Okay, wir haben 27 direkte Tötungsbefehle im Koran. Warum steht denn? Moyoto, ganz kurz. Dass Allah im Koran redet und nicht Mohammed. Und wenn im Koran 27 direkte Tötungsbefehle stehen, dann hat Allah die direkt an seine Gläubigen gegeben. Nicht Mohammed. Richtig. Okay? Sondern Allah. Okay? Und wenn Allah dir einen direkten Tötungsbefehl gibt, einen direkten, Sure 9, Vers 14, kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Sure 9, Vers 29, kämpft wieder jene von denen, welche die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben, und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand gedemütigt entrichten. Soll ich weiterlesen? Da steht, dass Mohammed das gesagt hat, oder nicht? Also, Flex, ganz kurz. Ich kann nicht mit jemandem reden, der nicht versteht, dass Allah im Koran, also ein Muslim, der hier sagt, Mohammed redet hier oder sonst irgendetwas. Also, Flex, guck mal, soll ich dir den Koran erklären? Du hast den Vers selber gelesen, Flex, und du hast mir selber erzählt, wie kann man so einem Propheten folgen, ne? Du hast ihn selber gesagt, dass der Prophet... Ja, aber damit meinte Flex nicht... Weil das genau so im Koran steht.
Damit meinte Flex aber nicht, dass Mohammed hier diese Tötungsbefehle gibt, sondern er hat sie verkündigt und ihr seid dem Propheten gefolgt. Das ist was anderes, da musst du richtig zuhören. Hier geht es aber darum, wir reden jetzt über den Textinhalt an sich, der von Allah übermittelt worden ist, Mojoto. Ich habe den alten live gesehen, wo er gesagt hat, ich stocke den alten Testament und den neuen. Okay, warte, ganz kurz, Mojoto. Immer noch, es sollen auch ihre Kinder... Also redet hier Mohammed? Vor ihren Augen zerschmettert, Mojoto, redet ihre hier Häuser also geplündert und ihre Frauen geschändert werden. Mojoto, und das willst du mir sagen, also dass hier im Koran laut dir, Mohammed? Und eure Bibel vom euer Gott Jesus, oder nicht? Renn jetzt nicht mal zur Bibel, bitte. Wir sind doch jetzt gerade hier und müssen dir erklären, dass im Koran Allah redet und nicht Mohammed. Also nochmal, ist dir jetzt Allah, klar? Allah hat Mojoto, geredet, was da Mojoto, geschehen ist. Was Mojoto, ist dir jetzt klar, dass Allah hier redet oder nicht? Genauso wie eure Geschichten, oder nicht? Mojoto, ist dir jetzt klar, dass Allah hier redet oder nicht? Doch, ja, auf jeden Fall. Okay, aber wieso diskutierst du jetzt mit mir 4-5 Minuten lang, ob das Mohammed oder Allah gesagt hat? Im Vers, genau in diesem Vers hat Allah gesagt, dass Mohammed gesagt hat, zu den Sklaven den Gottes, dass er den töten Flex. Soll, oder nicht? Das steht doch genauso im Koran. Im Flex. Koran steht ganz genau. Ja, Bruder, jetzt. Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Ich glaube, der muss erstmal wirklich seinen eigenen Glauben lernen. Er kennt hier den Unterschied nicht zu Koran und Hadithe. Er verwechselt hier komplett etwas. Also guck mal, ich erkläre es dir gerne, Mojoto. In den Hadithen hat Mohammed was gesagt, okay? Im Koran redet Allah. Ganz einfach. Also es ist wirklich, also das habe ich bisher noch nicht erlebt in meiner Zeit, wo ich jetzt hier mit den Leuten debattiere, dass ich einem Muslim erklären muss, wer wo an welcher Stelle redet und wie das zu verstehen ist. Mojoto, ich bin Flex, raus. Welchen Mojoto, Sura ich war bin das raus. Ich kann dir das nicht beibringen, das ist mir zu anstrengend. Flex, welchen Sura war das bitte? Dann musst du mir das mal ihm zeigen. Welche Sura denn? Um was geht's denn? Wenn eine Sura hier gelesen, nimm mal Panischer hoch, bitte, der fragt, ob du ihn hochnimmst. Denn eine Sura von so. den Juden, der hinter den Stein versteckt hat, bitte. Ach so, diesen Vers möchtest du haben, ja, warte kurz. Bruder, das ist ein Hadith. Das ist ein Hadith. Da redet Mohammed. Das ist ein Hadith. Das ist nicht im Koran, das ist in der Sunna. Ja, aber Hadith musst du akzeptieren. Du kannst die Hadithe nicht ablehnen, denn lehnst du ja die Großgelehrten ab. Frag ihn, Mojoto, bist du Sunni, bist du Schia, bist du Koranit, was bist du? Ich bin Sunni. Sunni, dann darfst du die Sunna nicht ablehnen. So einfach ist das. Und dieser Hadith, den Flexer hier vorgelesen hat, ist entweder von Sahih Muslim, wo wir den finden, oder Sahih Bukhari. Und das ist Sahih. Hanum, da gella Alan, lo? Ich habe ihn am Anfang gefragt, der hat gesagt, er gehört keiner Rechtsschule an. Jetzt sagt er, ach, jetzt auf einmal doch? Ja, also, ach so, ich dachte, hey, Mojoto, du hast doch vorhin gesagt, du gehörst gar keiner Rechtsschule an. Ach so, ich habe Rechtsschule gar nicht verstanden. Ich dachte, er sei in Schule gewesen. Mojoto, guck mal, ganz ehrlich, ich muss dir wirklich was sagen. Ich möchte dich jetzt nicht hier bloßstellen oder grillen, Mojoto, ganz kurz, ich merke, dass du wirklich keine Ahnung hast. Und du tust dir hier gerade keinen Gefallen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber eine Sache muss ich trotzdem erwähnen, er ist respektvoll. Und deswegen will ich ihn nicht grillen. Ja, genau, und deswegen will ich ihn nicht grillen. Er ist wirklich nett. Er hört auch zu. Vorhin die ganze Zeit ist mir aufgefallen, er nimmt euch das an, er schreibt sich die Suren auf. Finde ich wirklich super klasse von ihm. Und deswegen habe ich gerade gesagt, ich merke, er hat keine Ahnung. Es ist wirklich nicht fair, ihn zu grillen. Nee, absolut. Aber eine Sache, Mojoto, kann ich dir sagen, Jesus Christus ist die Wahrheit und nicht Mohammed. Wenn du das hören möchtest, ich sag das nochmal, Jesus Christus ist die Wahrheit und kein Mohammed. Ein Mohammed wird dir nicht helfen. Ein Mohammed wird dich nicht zum Paradies bringen. Das Einzige, was ich sagen würde, das, was du mir gesagt hast, ich wünsche euch das Beste und das ist alles. Ja. Jeremia 13, 23, gucken wir mal. Deswegen, ich will es nur erwähnen, also Mohammed ist nicht der Weg. Dann würde ich sagen, jemanden anders an meinen Platz zu stellen, weil anscheinend habe ich nicht kein Wort zu sagen oder nichts dagegen zu sagen, verstehst du? Ist doch nicht so schlimm, du bist ja trotzdem sehr respektvoll, weißt du? Ich wünsche, wie ich das gesagt habe, ich wünsche uns alle die Wahrheit zu finden und ich wünsche uns alle die Beste. Habt einen schönen guten Nacht. Ja, okay, Mojoto. Ja, auch. Der Herr Jesus Christus soll dich direkt leiten. Amen. Gottes Segen. Amen. Amen. Alles gut.
Ich habe mal eine Frage, weil das ist eine Sache, die ich nicht so verstehe als Christin. Und zwar, wie bekommen sie einen Platz im Paradies? Weil für die ist ja keiner gestorben, also für deren Sünden. Was ist so? Weil die Sünden sündigen ja, also weil jeder Mensch ja sündigt. Wie kommen die dann ins Paradies? Was müssen die dafür tun? Die Muslime? Ja. Ja, wenn sie sich in die Luft sprengen. Wie bitte? Ja, wenn sie sich in die Luft sprengen, gibt es erstmal die Möglichkeit. Oder sie sammeln Hasana mit der Hoffnung, dass... Ja, das habe ich schon gehört, genau. Genau, nur also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ansonsten müssen sie immer zittern und sagen, Inshallah. Also der einzig sichere Weg, in die Paradies zu kommen. Jules, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass sind mit Perlen. Das ist das Paradies. Das war ja nicht die Frage, Flex, Bruder. Die wollte wissen, wie sie ins Paradies kommen. Ich will das ganz kurz beantworten. Guck mal, also der sichere Weg ist so, wie Holy gerade gesagt hat. Der einzig sichere Weg ist wirklich durch wenn er sein Leben im Kampf gibt. Ja, das ist der sichere Weg. Da kriegt er auch seine 72 Jungfrauen. Also wie ein Superheld, genau. Genau, das ist nur definitiv der einzige Weg, wo du dir sicher sein kannst, dass du als im Paradies landest. Anders. Also Selbstmord, das ist ja sehr sadistisch. Nein, nicht falsch verstehen. Nein. Selbstmord, wenn ich niemanden in die Luft sprenge, TikTok sportlich, nur mich richte, dann komme ich nicht in die nicht ins Paradies. Also du musst natürlich im Kampf, ja, aber jetzt kommt das andere. Können auch andere Menschen, ja, die können auch andere Gläubige, aber der Weg in die Hölle oder ins Paradies ist schon vorbestimmt. Also auch wenn du ein sehr, sehr guter Mensch warst, ein sehr, sehr guter Moslem, hast du keine Garantie aufs Paradies, weil du hast den freien Willen nicht. Du, dein Weg ist schon bestimmt. Von Anfang an, von deiner Geburt, ob du in die Hölle kommst oder ins Paradies. Das ist die Krux an dieser ganzen Sache. Ja, das ist diese Quatsch. Das ist voll krass. Ja, ist kein Quatsch. Das ist Quatsch. Allah weiß am Anfang und am Ende. Ja, er hat alles erschaffen, von vorne bis hinten. Ja. Dann zeig mir mal eine Sure. Warte ganz kurz, Mixbus. Ich brauche dir keine Sure zeigen. Guck mal, du schmeißt mich sowieso gleich raus. Nein, guck mal, Mixbus. Nein, Mixbus. Nein, ganz kurz. Du schmeißt mich sowieso gleich raus. Der schmeißt dich nicht raus. Doch. Nein, schmeißt er. Wie viele Priester ihr habt ihr bei euch? Pornografien, weißt du? Wie viele? Hallo. Warte. Lass ihn drin. Ich zeig ihn was. Extra, lass ihn mal ganz kurz. Ich freue mich auf diesen Argument. Die Kinder auseinander bei euch, weißt du? Okay, ich zeig dir jetzt was. Mach mich mal größer, bitte. Weißt du, ihr nehmt die Kinder in Kirche auseinander, jeden Tag. Mach mich mal größer, jetzt zerfetze ich dich. Du kannst mich nicht zerfetzen. In deiner Bibel steht. Ja, wisst gleich hin, warum ich der Zerstörer genannt werde. In deiner Bibel steht, dass du Jungs bekommst. Stumm ihn mal. Bruder, stumm ihn oder kick ihn raus. Ich zeig das jetzt den Leuten. Jetzt zeige ich euch diesen Heuchler, wie ich ihn zerfetze. Kick den raus, wenn er redet, okay? Er will sich's nicht anschauen, kein Problem. Hör zu, du Heuchler. Berlin diesen Sommer. Er sagte, der Koranlehrer hat mich ausgezogen. Erst Stunden später erzählt das Kind der Mutter, was ihm passiert war. Und auch nur, weil seine Verletzungen nicht Hör mal auf, mir irgendwelche Videos gleich zu zeigen. Hör mal auf damit. Hör mal auf. Oh, das sind junge Knaben. Das sind unsere Knaben. Bibel, junge Knaben, das ist bei uns. Das. Der ist emotional verletzt. Ich habe nicht verstanden, warum er das macht. Dann habe ich ganz laut geschrien, weil ich Angst bekommen habe. Aber er hat meinen Mund zugehalten mit viel Kraft. Und dann hat er die Toilettenbürste genommen. Oh. Später rufen die Eltern Polizei und Rettungsdienst. Ich mach doch mal bitte aus, weil sonst hast du Gefahr, dass wir wir kriegen Gefahr, dass ich gesperrt werde, Bruder. Mach das mal bitte weg, weil wir haben gestern auch oder vorgestern, nee, vor 3 Tagen hat der Punisher auch was gezeigt. Was auch so in diese Richtung ging und dann war der Account gesperrt. Mach das nicht. Ich denke, das reicht. Also guck mal, der ganz kurz, Jules, Entschuldigung, bitte. Ja, alles gut. Ey, aber hast du gesehen, wie die eine Hand diesen Knaben so berührt hat? So? Ja, gut, das ist ja nicht mehr. Dann reden die von Kirchen, Alter. Aber guck mal. Ey, die reden von Kirchen, Priester, die keine Ahnung, so solche Sachen machen, was mit der Bibel sowieso keine Verbindung hat. Und da sehen wir hier im Video, wie dieser eine da den Knaben so in den... Ey, Mann, Alter. Der arme Junge, ne? Also der Junge kann wirklich nichts dafür, aber...
Armer Junge. Ist schon ekelhaft, dass die hier reinkommen und meinen so, das würde in der Bibel stehen. Ne? Damit einer hast du dir selber einen Tor geschossen. Einer hat geschrieben, im Islam gibt es keine Kinderschänder. Ist komisch, dass so viele kleine Mädchen sterben, weil deren Gebärmutter aufgeplatzt ist. Ja, ja, und Aisha hat mit 9 Jahren freiwillig mit dem Propheten geschlafen. Das war ja, alles freiwillig. Ja, ganz bestimmt. Ja, aber ja, die verbluten, genau. Weißt du, deren Gebärmutter platzt auf und dann verbluten die und sind tot. Weil du körperlich in diesem Alter bist du einfach körperlich einem erwachsenen, ausgewachsenen Mann einfach nicht, deine körperliche Gegebenheit ist gar nicht da. Wie soll das ja, gehen? Sind ja auch nicht dafür gemacht. Es sterben jährlich. Also ganz ehrlich, ich habe mir mal die Geschichte mit Aisha angeschaut, ja. Und laut der Bibel wissen wir ja ganz genau, ein Mädchen muss über ihre Reife sein, ja. Über ihre, Bruder, ganz kurz, über ihre ganz Reife. Kurz. Kannst du kurz mich ausreden lassen? Ich habe jetzt im Chat gelesen, die schreiben alle, Rebecca war 3 Jahre. Guck jetzt, wie ich die war noch nie 3. Die waren nicht 3. Eine 3-Jährige kann kein Haus zusammenbauen. Bitte, komm nicht mit 3. Nein, es geht nicht darum, Bruder. Es geht nicht darum. Guck mal, ich erzähle euch jetzt den Unterschied zwischen Islam und Christentum. Bei uns ist es keine Sunna. Falls es auch der Fall wäre, wir müssen keine 3-Jährige heiraten, aber ihr müsst die Sunna eures Propheten folgen, weil das ist eure Pflicht. Deswegen seid ihr Heuchler, ihr seid gar keine Muslime, ihr seid schon längst raus. Der IS hat 1:1 den Islam praktiziert. Da haben sie auch sich rangemacht an kleine Kinder. Ja, da gibt's auch ganze Reportagen darüber, was sie da gemacht haben. Sag nicht kleine Kinder, die haben sich an Knaben rangemacht. Knaben. Ja. Knaben, ja. Gottes Segen, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich gehe schlafen, ich muss morgen früh raus. Und Bruder Herz, noch einen schönen Abend. Ah, okay. Ja. Du gehst schlafen? Sag mir einfach Bescheid, schreib mir eine WhatsApp. Yes, I will, brother. Okay. Schönen Abend noch, ja. Gottes Segen. Schönen Abend, Bruder. Herz, Gottes Segen. Wenn du willst, mach noch 10 Minuten, dann gehe ich auch raus, weißt du, weil es ist schon 11 Uhr. Ja, alles gut, so. Dann machen wir alle eine kleine Pause, ist ja auch okay. Hey, aber kannst du das mit den jungen Knaben mal zeigen? Schade, die Sonja kann nicht hochkommen, sonst hätte ich ihr ihr Telegram genommen und hätte ihr das Video geschickt, von wegen Priester machen dies und das. Keine Sorge, in den Koranschulen ist genau die gleiche Scheiße. Ja? Ja. Und sie hört auf immer zu sagen, Priester, wo sind denn die neuesten Nachrichten 2023? Null, es gibt keine. Aber im Islam gibt's, das war eine aktuelle Reportage, was ich euch gezeigt habe. Hallo, hört ihr mich? Wir hören dich. Zuerst, ich habe eine Frage. Warum redet ihr eigentlich so schlecht über den Islam, wenn ihr debattieren wollt, warum debattiert ihr nicht? Okay, ich werde dich jetzt komplett, warte Huli, ganz kurz, ich werde dich erstens. Wie kannst, warte, wo bist du gerade? Bist du in, dumm sagen. Warte, bist du in Deutschland, ja oder nein? Nein. Der ist nicht in Deutschland. Was nein? Bist du jetzt in Deutschland, ja oder nein? Nein, ich lebe nicht in Deutschland. Da macht Takia. Okay, wenn du jetzt gerade nicht in Deutschland bist, was willst du dann von mir? Ich will dich fragen, ob du debattieren willst. Ich komme sogar extra nach Deutschland für dich. Sag mal, du bist, ich komme und wir debattieren. Du bist im Internet, du musst nicht extra nach Deutschland kommen. Das ist ja lächerlich. Weißt du was? Der hat Internet, Ich bringe dir sogar einen Sheikh, okay? Wenn ich dir einen Sheikh bringe, willst du mit denen debattieren? Auf offener Kamera? Sodass der ganze Live zu sieht? Ich hab schon eure ganzen Sheikhs auseinandergenommen. Aber gut, dass du mir so angeboten hast. Sag mal, warum bist du so persönlich, Mann? Warum bist du so persönlich? Ich hab doch nicht mal was gegen dich oder so. Bist du bothered? Tut das weh? Ist alles okay? Habe ich dir was getan? Du hast mir nichts getan, aber es regt mich auf, wie du über meine Religion redest. Jeder hat doch seine Meinungsfreiheit, oder nicht? Echt? Hör mal zu. Ich habe genug gelacht jetzt. Okay, hör mir gut zu. Erstens, das ist Deutschland. Hör mir an. Zweitens, du bewegst dich auf deutschem Boden. Drittens. Du hast hier niemanden zu sagen, was er zu tun hat und was er zu sagen hat hier. Viertens, wir haben eine Meinungsfreiheit. Wir können über alles reden, was wir wollen. Und wenn dir das hier in Deutschland nicht passt, Mann, buch dir dein One-Way-Ticket und geh wieder zurück, wo du hingehörst, Mann. Komm nicht hier hoch und schwätz die Leute voll, Mann. Mit deinem blödes Gelaber, Mann, ey. Raus mit dir, Mann. Laber keine Scheiße, Mann. Du hättest ihm sagen müssen, der soll erstmal lieber zu Hadith und die anderen Clowns gehen und sagen, okay, dann sollen sie auch nicht über die Bibel reden.
Die haben so eine Doppelung. Nee, weißt du, was mich am meisten voll stört, so, die kommen hier und wollen uns hier in Deutschland irgendjemanden erzählen, was zu sagen ist, was nicht zu sagen ist. Hey, wer bist du eigentlich, Mann? Wer bist du, dass du hier irgendjemand hier in Deutschland irgendwie erzählst, Alex, Bruderherz, wer bist du, dass du hier in Deutschland irgendjemand erzählst, was er zu machen und was er zu tun hat, Alter? Das ist deutscher Boden, Mann. Ich sag das, was mir passt und was ich will. Und wenn es dir nicht passt, buch dir dein One-Way-Ticket. Geh weg, Mann. Hörst du mich, Uli? Du bist gerade pausiert. Nee, alles gut, das passt. Keine Ahnung, warum. Ja, alles gut, ich bin da. Okay, pass auf, du musst so antworten, Bruder. Wenn die hochkommen, guck, ich gebe euch richtig tödliche Argumente für diese Leute. Er leckt wieder. Pass auf, wenn sie hochkommen und sagen, ja, warum redet ihr über Islam? Dann sagst du, warum reden eure Dava-Clowns über die Bibel? Die machen doch das Gleiche. Und wenn jetzt solche Clowns kommen und sagen, haha, euer genagelter Gott, dann sage ich immer wieder, euer vergifteter Prophet, euer fehlgeleiteter Prophet, der verhext wurde, das sind die Tötungsargumente. Da kommt nichts mehr von denen. Ihr folgt einen, der mit Magie befallen war, teuflische Verse zitiert hat. Wir folgen einen, der war unschuldig, der war ohne Sünde, ja, und er ist Gott. Euer Prophet war nicht Gott, er hatte nichts Göttliches, gar nichts. Er war nur ein Mensch. Also ein Mensch mit Fehlern. Null. Er war ja ein Mensch, er kann ja nicht allwissend sein. So, was war seine Mission, wenn er nicht allwissend war? Nichts. Islam ist die wahre Religion. Ja, ja. Ja, okay, Gesichtsdose. Ohne Foto. Islam ist die Wahrheit. Ah, okay. Zeig mal dein Ich bin stolz auf dich, Ahmad. Wenn Islam die wahre Religion ist, dann folg weiter in der Religion. Ist doch alles okay. Bruder, die kommen einfach ohne Foto. Anstatt wenigstens Pferd und Dings Schwert, dann würden wir verstehen, dass er so ein Killer wäre. Keiner lacht. Keiner lacht. Es ist mir egal, ob jemand lacht, Junge. Hauptsache ich lache. Also ich lache ja natürlich mit, aber Ahmad, was ist Bruder, denn deine... Bruder, sein Argument war, Islam ist die Wahrheit, das war's. Ohne Quellen. Ich wollte nur sagen, dass ihr aufpassen müsst, nicht, dass was passiert in Zukunft. Okay, du bist ein Pass lieber du auf. Du hast keine Ahnung. Pass lieber du auf. Bruder, der ist ein Dämon. Bruder, Kamelo-Ring getrunken. Kamelo-Ring. Uli, wir machen das so. Erzähl ihm mal ein bisschen was. Ich erzähl dir jetzt was. Glaubst du, dass dein Genitalien ein paar Kilometer lang ist, wenn du in Paradies bist? Und dass du immer wieder Bonga-Bonga machst und dass die immer wieder Jungfrauen werden? Dass sie blutrote Augen haben? Halt doch mal die Schnauze. Ich glaube eher, dass ich dir in dein Gesicht spucken will. Okay, glaubst du, dass dein Prophet allwissend war? Allah ist allwissend. Oder war der verhext? Ich dachte, Mohammed ist allwissend. Der weiß gar nicht, der Ahmed weiß gar nichts, Bruder. Nein, Mohammed. Man hört es schon, wer redet schon, guck. Mohammed, halt mal die Schnauze, Junge. Guck jetzt. Mohammed. Halt doch die Fresse, du fragst mich was und lässt mich nicht mal ausreden. Bruder, das ist so ein Kanacke einfach aus der Ecke, Bruder. Halt doch die Fresse, wenn du mich ausreden. Lass mich ausreden. Bitte niveauvoll reden, danke schön. Nein, da gibt's kein Niveau, dann lässt mich nicht ausreden. Deswegen rede ich auch ohne Niveau mit dem. Okay. Hey, Mann, ey. Der hat wieder Kamelo-Ring, Bruder. Der will uns jetzt was philosophieren ohne Wissen. Der Typ hat nie ein Buch in der Hand gehabt. Man hört ja schon raus, wie er redet. Und so sind die Leute, wenn sie nicht belesen sind. Einfach asozial, unverschämt, respektlos. Und dann wollen sie doch Respekt. Bin ich gerne asozial. Eine Frage. Ahmad, warte mal kurz, Uli. Uli, warte mal kurz. Adresse. Uli, warte kurz, Uli. Ahmad, eine Frage. Ja. Warum seid ihr immer so gleich so aggressiv, wenn man zitieren weißt tut? Warum? Weil ihr erzählt Lügen, ihr macht euch lustig und ihr spielt mit dem Tod und der Hölle. Ihr spielt mit dem Tod. Ja, ist doch so. Ja. Andere klären euch ab. Ihr müsst aufpassen. Oh ja, wir stehen drauf. Habt ihr vergessen? Na, ist doch so. Habt ihr vergessen, was Charlie Hebdo in Paris? Habt ihr vergessen, was in Frankreich passiert ist? Die wurden Nein, haben wir alles vergessen. Interessiert uns nicht. Oder, ja, deshalb haben wir alle vergessen. Wir haben keinen Plan. Wir haben keinen Plan. Das kann euch was kannst du machen? Das kann uns niemals treffen. Ich sag dir auch, warum, Junge.
Ich erwähne mal keine Namen. Das letzte Mal, wo einer mir gedroht hat, dem wurde es auch gedroht, dann hat er sich verzogen. So schnell kann das gehen. Weißt du, wenn der Jäger zum Gejagten wird... Sag mal, Achmann, ist dir bewusst genau eigentlich, mit was für Leuten du hier gerade sprichst eigentlich? Nicht zeigen will. Ey, warte mal kurz, lass mich ausreden. Ich sag Kollege, nicht, du weißt schon, ich zeige mich hier gerade, gell? Ich flüchte gerade gar nicht. Ich zeige mich hier öffentlich, mein Freund. Okay, lass mich doch ausreden. Derjenige, der Angst hat, ist vielleicht du, aber nicht ich, weil ich zeige mich ja. Also ich habe gar keine Angst vor dir. Also zeig dich mal. Stimmt ja. Du bist ja ein Rambo. Komm, zeig dich mal. Zeig mal dein Gesicht. Wir machen dich so gefunden. 15 Jahre, Mann. Schon wieder reden. Zeig dich mal. Komm, yalla. Du bist ja der Große hier. Komm, zeig dich mal. Guck mal, erstens habe ich seit... Nein, jetzt komm. Du bist hier hochgekommen, du hast Rambo gemacht. Jetzt komm, zeig dich mal. Du Schisser, du. Ich sag, du bist niemand. Du bist niemand, bist du. Zeig dich doch, komm. Bist ein Rambo, zeig dich. Bitte ohne Kamelurin, okay? Zeig dich doch, du bist doch ein Rambo. Zeig dich doch, du bist doch so stark. Alter, seid ihr schwul oder was wollt ihr? Das war's mit dem Bruder. Ja komm, zeig dich doch. Du hast doch so große Klappe gehabt. Du bist doch hier hochgekommen, hast einen auf hier Gangster schnelles Geld gemacht. Dann zeig dich doch mal. Wir zeigen dir, dass wir dich finden in Berlin. Zeig dich doch mal. Ja, der kommt, zeig dich doch mal. Der zeigt sich dich, Bruder, der ist schon mundtot, guck. Boah, du bist mundtot, Kerl. Zeig dich doch mal, nein, zeig dich doch mal. Du bist doch hier der Starke hier. Zeig dich doch mal. Du bist mundtot gerade. Yalla, zeig dich doch mal. Wir haben hier 300, guck mal, wir haben hier 300 Leute. Zeig dich doch, du bist ein Rambo. Zeig doch mal. Folgt mir erstmal alle. Wir folgen dir alle, aber erst zeigst du dein Gesicht. Wir folgen dir niemand, Mann. Zeig dich erstmal. Ich zeige mein Gesicht, wenn ihr mir einen Löwe schickt. Ich schicke dir. Ey, Mann, verschwende nicht unsere Zeit, Mann, Alter. Voll die Zeitverschwendung. Nur bla, bla, bla. Ey, Leute, wer Dinger schnelles Geld angeschaut hat, jeder weiß ganz genau, das ist so ein Wannabe. Ein richtiger Wannabe ist das. Ich bin aus Berlin. Ey, guck mal, ich mach dir das mal nach. Ich bin aus Berlin. Ich bin aus Berlin. Ey, Mann, Alter. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Der hat sein Gesicht nicht gezeigt. Schade. Alter, so peinlich, Mann. Ey, das ist so peinlich, Mann. Immer ein auf Gangster, aber dann, wenn's hart auf hart kommt, die ziehen sich alle zurück wie Kaninchen. Wie Kaninchen. Ey, Mann, an die ganze Community wirklich, es tut mir mega leid, dass ich gerade ein bisschen fleischig werde. Aber ganz ehrlich, bei so solchen Menschen, irgendwann mal kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Es ist einfach so. Es tut mir mega leid, Leute, nochmal. Ich will mich einfach nochmal in die Community entschuldigen nochmal dafür. Aber ganz ehrlich, sowas, da kriege ich wirklich so einen Hals. Da kriege ich echt so einen Hals, Leute. Ich wollte eigentlich raus, deswegen wollte ich ein paar abschließende Worte sagen, wenn ich darf. Ja, klar, natürlich, Jules, genau. Natürlich. Wenn du willst, liest sogar einen Bibelvers vor, damit unsere Seele sich ein bisschen beruhigt. Ach, bei der Bibel bin ich gerade am Durchlesen, da bin ich noch nicht so fest drin. Ich bin ja auch erst vor 6 Monaten zu Jesus gekommen. Sehr schön. Sehr schön. Was ich sagen wollte ist, dass ich kann verstehen, dass die Leute sich angegriffen fühlen. Da ist ja auch irgendwie eine Welt, die da zusammenbricht. Aber ich wollte nur sagen, dass wir oder die Leute, die diese Arbeit machen und aufklären, und wir machen auch keinen Hass, klar, man lacht, aber man lacht eigentlich aus Verzweiflung, wenn man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wir zitieren ja eigentlich nur, wir zeigen euch Beweise und wir wollen ja was Gutes, weil wir machen das aus Nächstenliebe, wir wollen so viele Menschen wie möglich retten, weil wir alle Menschen lieben, egal welche Herkunft, egal welche Religion, und deswegen wollen wir so viele Menschen wie möglich retten vor dem, was auf euch zukommt. Und deswegen bitte nimmt das irgendwie nicht als Hass oder Hetzen oder irgendwas auf. Wir machen das wirklich nur eigentlich aus gutem Herzen. Naja, das Ding ist, die verstehen das nicht. Auch wenn du zitieren tust, die sehen das trotzdem als Hetze. Deswegen, ich achte gar nicht drauf. Ich mache einfach mein Ding und fertig.
Ja, ich meine, einer muss, also wir müssen auch irgendwo aufklären, das ist ja auch unsere Aufgabe. Und es ist leider so, dass es heutzutage so ist, die meisten sind halt reingeboren in die Religion von ihren Eltern. Die Eltern kennen sich vielleicht selber auch gar nicht aus, sind selber reingeboren, haben nie wirklich den Koran gelesen oder die Sachen gelesen und sind einfach nur, ja, die laufen einfach nur wie so ein Schaf in eine Richtung. Ja. Das finde ich leider, ich finde es echt schade, ne? Ja, und dann denken die immer, alles ist so Die, vor allem, friedlich und schön. vor allem das Ding ist, muss leider auf Telefon. Gottes, oh nein, Huli, du gehst doch jetzt nicht wirklich offline, oder? Na, okay, Huli ist gegangen. Nicht so schlimm. Ja, sorry, Jules, kannst weiterreden? Nee, ich meinte nur, dass es mir halt auch leid tut, weil ich habe ja auch Freundinnen, die Kopftuch tragen und so, und dann die sagen immer, ja, aber der Islam, der ist so toll, der ist so schön und so friedlich und so. Und ich glaube auch, dass die das glauben, aber dann beschäftige dich doch bitte damit. Es ist leider nicht so, auch wenn du ein guter Mensch bist, ein toller Mensch bist, aber die Ideologie ist halt nicht gut dahinter. Ja, was bist du denn für eine Landsfrau, wenn ich fragen darf? Ich bin Deutsche. Du bist deutsch, aber du bist ja konvertiert, hast du gesagt. Nein, also ich bin halt in Deutschland geboren, also ich bin Deutsche. Ich wurde auch getauft als Baby und ich habe auch meine Aber wenn du in Konfirmation Deutschland gemacht. geboren bist, was hast du denn für eine Nationalität eigentlich? Nein, ich bin Deutsche, also meine ganze Familie ist deutsch, durch und durch. Ach so, okay, Ja, okay, genau. okay. Auf jeden Fall bin ich halt getauft worden. Ich habe meine Konfirmation gemacht, aber ich habe das alles nicht ernst genommen. Keiner hat das ernst genommen früher. Und dann bin ich irgendwann, weil meine Eltern waren nicht christlich, die haben mich zwar getauft und so, aber waren es nicht wirklich. Aber Und soll ich ehrlich dann war sein, ich so. wenn ich deine Stimme höre, hörst du dich gar nicht deutsch an, wenn ich ehrlich bin? Hä, wirklich? Ja, du hörst dich gar nicht deutsch an. Also null. Ja, also ich war auf jeden Fall Aber die das ist ganze nicht Zeit. so schlimm, alles gut. Ich war auf jeden Fall lange atheistisch und dann bin ich in die Spiritualität gekommen tatsächlich. Und dann habe ich angefangen mit Meditieren, Yoga, Steine sammeln, manifestieren und diese ganze satanistische Sachen, bis dann ein Freund von mir, der war auch spirituell, der war auch drogenabhängig und alles, also richtig schlimm. Und der ist von heute auf morgen irgendwie auf Jesus gekommen. Und der hat einfach sein ganzes Leben verändert. Er war von heute auf morgen nicht mehr drogenabhängig. Er hat sein Leben in den Griff bekommen. Und er meinte so, Weil er zu Jesus gefunden hat. ey. Ja, genau, Jesus hat ihn gerettet und dann meinte kommen. Und dann habe ich nach ihm gefragt und ein paar Tage später, er kam wirklich. Und seitdem habe ich mein ganzes Leben verändert. Ich trinke nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich gehe nicht mehr feiern, Sehr gut. ich ziehe mich nicht mehr freizügig an, ich mache keine Tattoos mehr, gar nichts. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Ja, Mixpass, was können wir denn für dich tun? Du Okay, warst ja tschüss, schon mal Gottes da, jetzt bist du zum Segen. zweiten Mal da. Gottes Segen, Jules. Gottes Segen. Was können wir denn für Bruder, dich machen, warte Mixpass? ganz kurz, ich wollte eigentlich offline gehen mit meiner Freundin. Bro, warte ganz kurz. Ich wollte eigentlich offline gehen, weißt du, was ich meine? Ich habe dieses ganze Gelaber gehört, deswegen musste ich jetzt nochmal hochkommen. Gib mir kurz Gelegenheit, dass ich ganz kurz sprechen kann und kurz was zeigen kann, damit ich das alles hier kurz beende, dieses Gelaber. Guck mal hier. Bruder, dann gib mir Waffe, bitte kurz groß. Yes, warte, ich mach dich groß. So, also, alles Palabra, von wegen, es gibt im Islam keine Kinder, ihr wisst, was ich meine, ihr seht ihr selber, dort wird es bringt, Save the Children, tödliche Praxis, täglich sterben 60 Mädchen an den Folgen von Frühverheiratung. Das ist alles die islamische Dinge, was Mohammed hinterlassen hat. Das, was Mohammed hinterlassen hat, dass die Leute sterben und dass man quasi diese Frühverheiratungen hat. Man hört mich nicht. Flex, die sagen, man hört mich nicht. Hört man? Doch, doch, man hört Hört dich, man man mich? hört dich, man hört dich. Okay, gut, dann ist es bei euch ein Problem. Also, täglich sterben 60 Leute, das haben wir mal zum einen. Zum anderen, hier, das ist der Mann, den ihr folgt. Schaut mal, was hier steht. The saying of the prophet, police be upon him. When he sighed between. Police be upon him. Ich sage immer, Police be upon him. Guck, wo das ist. Commentary of Imam al-Nawawi on the Hadith. Guck, the saying of the Prophet. Police be upon him when he sighed between of her four legs. Vier Beine. So,
Jetzt sag mir mal bitte, Flex, hat eine Frau vier Beine? Nein. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Klar, lesen wir weiter. Mostly it's home. Animal. Shubiha al-Araba al-Arba and intercourse her, then fetix her. Sex mit einem Goat. Passt auf. Dann geht's hier weiter. Gib mir noch ganz kurz ein paar Momente. Hier, also ich weiß nur, dass Al-Burak hat vier Beine, ja. Bruder, schau. Al-Qadi sagte, der Geschlecht GS mit einem Tier während des Fastens erfordert ebenso die Sühneopfer. Al-Sharia Al-Kabir von Ibn Qudama, Band 3, Seite 60. Dann haben wir hier. Das ist das Dinger, Bestiality. Pass auf. Das Verschwinden der Eichel in einer der beiden Eingänge oder Ausgänge, sei es im vorderen oder hinteren Bereich einer Frau, eines Mannes oder eines Tieres, annulliert das Fasten. Und es gibt auch früheste Dinge, früheste Wandmalereien, und das ist das erste, was von Mohammed gefunden worden ist. Ah, wo er mit Tieren sich vergnügt in der Geweide da. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir... Nein, mach's weg. Aber ich weiß nicht, ob... Das sieht so scheiße aus. Ey, Mann, das ist so hart, Mann. Ey. Das ist so hart. Ich will nicht noch weiter auf das Thema eingehen, aber guck, unsere Gefährten haben gesagt, dass wenn der PENIS in einem woman's anus or a man's anus or animal's vagina or its anus eingedrungen ist, dann muss man waschen, ob derjenige, der durchgedrungen ist, ob tot, jung oder alt ist. Ob es absichtlich getan wurde oder nicht, steht dann weiter. Also bitte aufhören mit eurer Propaganda. Ich schwöre es dir, ihr habt den perversesten Propheten aller Zeiten gehabt. So. Okay, es reicht. Oder ich kann das nicht mehr sehen. Das ist zu viel, Mann. Das ist viel zu viel. Ich musste kurz als Dr. Med Shake einen Zahn ziehen. Du kannst mich wieder runterschmeißen. Da war alles gut, Bruder Herz. Schlafen. Also, wird Zeit zum Schlafen. Warte, Bruder, noch eins. Schmeiß mich runter, Bruder, bitte. Na, alles gut, du kannst ja selber runtergehen. Ja, Punisher, Bruder Herz, wenn du noch was sagen möchtest. Ich erwarte mich runter. Ich wollte zuhören, wenn ja. Warte. Punisher, ist Punisher noch da? Ja, ich bin hier alle. Okay. Headhunter. Ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, heute war es ja mal... herausgefunden. Was habe ich? Ich hab heute was herausgefunden über den Propheten. Oh, jetzt kommt's. Ich hab eine klare Aussage, die bestätigt, dass er ein Pedo war. Nein. Doch, denn es gibt doch ein Hadith, ja, der, warte, wo ist mein Handy ist hier. Ich erzähle euch das mal kurz, und wenn ihr die Quellen haben wollt, können wir die gleich gerne zeigen. Aber sag es mir bloß nicht, das ist diese Quelle mit den Knaben. Nein, guck mal, er ist safe ein Pedo, was ihn und Aisha betrifft. So, wann hat er Aisha geheiratet? Als sie 6 war, ja? Wann hat er sie entjungfert? Als sie 9 war. Okay, so, wir haben uns die Geschichte von seiner Tochter Fatima mal durchgelesen, ja, so, seine Tochter Fatima, im Alter von 9 war sie schon eine junge Frau laut Geschichte, ja, dann kam Abu Bakr und Umar und haben um ihre Hand angehalten, weißt du, was der Prophet gesagt hat? Er hat gesagt, sie ist zu jung. Er sagte, sie ist zu jung, im Alter von 9, ja. Ja. Er hat sie dann verheiratet mit Ali, ja, Imam Ali, und das knapp 2,5-3 Jahre später, also so im Alter von 12. Okay? Katastrophe. Aber er selber sagt, seine Tochter ist zu jung zum Heiraten im Alter von 9, ja, aber er geht eine mit 6 heiraten und mit 9 geht er sie zerreißen. Und dafür gibt es komplett authentische Hadithe, wo diese Sachen drinne stehen. Das so, musst du mir schicken.
Und jetzt soll uns bitte, ja, Dunja, es geht hier nicht um Ali und um Fatima, es geht hier um Mohammed und um Aisha, ja? Er heiratet eine mit 54, die gerade mal 6 Jahre alt ist, und mit 9 zerreißt er sie. Ja, aber wenn es um seine eigene Tochter geht, ja, wo ein Abu Bakr kommt und ein Omar und wollen sie heiraten, obwohl sie schon 9 ist, sie ist 3 Jahre älter als Aisha gewesen, da schreit er rum, sie ist zu jung. So, und jetzt will mir bitte einer erklären, dass er nicht pädophil war. Hey, Leute, kann ich was sagen? Oh nein, Toni redet. Geht das wegen, Bruder? Oh nein! Bruder, Flexa, ganz kurz bitte. Ich möchte auf Titus 2, dass du was liest, das ist für die Muslime. Das haut die Muslime um, bitte. Lies mal Titus 2, Vers 13, Bruder. Das ist echt so ein geiler Vers. Das wird deine ganze Seele so richtig erfrischen, glaub mir. Titus 2, ja. Viele vergessen Titus 2, Bruder. Das ist so ein schöner Kapitel. Das macht euch richtig frei. Oh je. Lies mal Titel 2, Bruder. Ja, komm, denn ich mach dich groß, mach du. Ich bin gerade am Handy laden. Ich habe nicht viel Akku, ich muss dann rüben gehen und meine Bibel holen. Ja. Weil ich wollte jetzt sowieso gleich was essen. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch öffnet es. Bruder, bitte, liest du das für uns laut, bitte, Bruder. Keiner, ich gehe jetzt schlafen. Ich schicke dir gleich mal diese 2 Quellen über WhatsApp, dann hast du die auch. Ja, kannst du morgen deinen Stream ein bisschen damit pumpen. Ja, sind nämlich schöne Quellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle Gottes Segen, Leute. Ja, euch alles Segen, Gute. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Hau rein. So, jetzt erstmal an die Community. Leute, ich habe euch alle ganz, ganz dolle lieb und ich will euch nur eins sagen, der Herr Jesus Christus ist immer mit euch, er beschützt euch immer wieder und ich kann nur eins sagen, er ist der wahre Gott, ja, der Einzige, the one and only und wir lieben unseren Herrn. Ich bin jetzt nicht gerade da, mach einfach auf und lies vor. Okay, warte, dann muss ich kurz rübergehen. Ja, okay. Sonst bin ich aus der App raus, weil ich habe die App auf dem Handy, die Bibel-App, muss ich ganz kurz. Mhm, ja, ist kein Problem. Und deswegen, Leute, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Seele rettet, denn ohne Jesus Christus sind wir verloren, Leute. Ne, das wissen wir. Und ich kann euch nur eine Sache sagen, Leute, bleibt in der Liebe. Flex, ich bin orthodox. Ja, sehr schön, Fotini. Ist doch schön. Ne? Very nice, very nice. So, jetzt warten wir mal, bis Toni kommt. Tut jetzt Toni kurz mal was Schönes vorlesen, Leute, und dann machen wir mal für heute mal eine kleine Pause. Diana, du bist ja auch noch hier. Diana ist in der Haus. Diana ist auch noch da. Ey. Auf jeden Fall, jetzt tut Toni noch ein bisschen was vorlesen und dann. Nein, Flex, kennst du Reginald? Nee, ich kenne keinen Reginald. Nein, das ganz, ich hab's gleich. Hey, ich habe dir bei Instagram, ich würde mich freuen, wenn du mir antworten würdest. Also, wenn komische Nachrichten kommen, Leute, ich sag, und genau, das wollte ich eh schon erwähnen. Leute, wenn ihr irgendwelche komischen Sachen schreibt oder irgendwelche Beleidigungen, seid euch sicher, ihr werdet in 100 Jahren niemals eine Antwort bekommen. Ja, bleibt respektvoll. Wer mir eine Nachricht schreiben möchte, gerne. Es ist auch egal, ob es ein Pharisäer ist, egal, ob es ein Moslem. Wie gesagt, spielt keine Rolle. Ich schreibe immer zurück, aber nur, wenn ich weiß, es ist respektvoll. Und wenn die nicht respektvoll sind, wie gesagt, und da Drohungen kommen, seid euch sicher, ich werde niemals darauf antworten. Ne? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die meisten von euch, ich habe sogar die Information, die meisten von euch sind sehr, sehr hochkriminell und das geht an die Pharisäer, ja.
und ihr werdet beobachtet. Das will ich euch nur schon mal jetzt sagen. Ne? Deswegen haltet euch ganz fest. Ich weiß das nämlich. Es gibt hier ein paar Namen, die will ich nicht nennen, weil sonst würde ich mich strafbar machen. In eure Akten, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man da reingucken tut, was da für Scheiße ist, ich würde mich schämen, ne? Die arme Mutter, dass man so jemanden, also wirklich. Deswegen, ihr müsst vorsichtig sein, was ihr hier in TikTok macht. Das wollte ich nur mal sagen. Ja? Nur mal eine Info an euch. So, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, das ihm allein gehört, das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Hat es verstanden? Also Jesus Christus, unser Gott. Kannst du uns das nochmal vorlesen? Ja, Bruder. Aber du musst es deutlicher aussprechen. Ab 13, ja? Deutlich. Okay. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und erweise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Amen. Amen. Habt ihr es verstanden, oder? Amen. Das war deutlich genug, oder? Ja, das war schon besser. Unser großer Gott, Jesus Christus, unser Retter. Absolut, absolut. Deswegen, Leute, ich kann euch nur eins sagen, er ist das Licht und die Wahrheit. Deswegen haltet euch fest, wie gesagt, Leute. Der einzigartige und wahre ist Jesus Christus und sonst niemand. Ne? Er ist die Wahrheit, ganz einfach. Ne? Wer daran glaubt, dass er am dritten Tag auferstanden ist, der ist gerettet, folgt die Gebote des Herrn und wir sind gerettet, Leute. Ja. Deswegen, Leute, wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Ne? Und eins kann ich euch sagen, Leute, fühlt euch gedrückt. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ah, und, eine Sache noch, bitte. Ganz kurz. Ja, Bruder. Eine Herausforderung. Was hat Allah gemacht, was Israel nicht konnte? Bruder, lass uns morgen darüber reden, sonst dieses Thema geht eh nicht. Was konnte Allah, was Jesus nicht konnte? Das ist richtig schwer, weißt du warum? Weil Jesus hat es bewiesen, pass auf. Zu sagen, dass Allah allwissend ist, das ist einfach. Das kann jeder behaupten, ich bin allwissend. Aber es zu beweisen, das kann nicht jeder. Ich sag dir warum. Jesus wusste die Gedanken, die Leute, die da drin waren. Du weißt doch, die eine sündige Frau, die kam doch rein. Und die haben sich doch alle lustig gemacht und sie haben sich gefragt, was ist das? Wäre ein Prophet, er würde doch wissen, dass Frau eine unreine Frau ist. Und Jesus wusste schon deren Gedanken. Ehe sie gesprochen haben, hat schon seine Gedanken gewusst. Weil Jesus hat ausgesprochen, was sie wussten. Toni,
Toni, Bruder, hat sich küsst dein Herz, Mann, aber ich bin so am Sack. Okay, okay. Gerade. Ja. Aber merkst du den Punkt, worauf ich hinaus will? Er hat es bewiesen, dass er die Gedanken kennt. Oh, Toni. Wir machen morgen weiter, Bruder Herz. Okay, Bruder. Ja. Schönen Abend noch, gute Nacht. Also, schönen Abend euch alle. Ich liebe euch, Leute. Und ihr seid wirklich eine richtig geile Community. Deswegen, Leute, Flex is going to bed. Na, was heißt jetzt, ich gehe ins Bett, aber ich chill mich jetzt noch ein bisschen hin. Also, ich schlafe jetzt nicht direkt ein, aber ich muss jetzt eine kleine Pause machen, Leute. Ne? Liebe geht raus, Leute. Boom, boom. An die ganzen Moderatoren und Moderatorinnen. Ne? Also, Leute. Bye, bye. Boom.